Herzlich willkommen zum NRW-Klimakongress der Grünen Landtagsfraktion. Wie kann Nordrhein-Westfalen den 1,5-Grad-Pfad erreichen? Ich bin Wiebke Brems und als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Energie und Klimaschutz freue ich mich, heute die Ehre zu haben, hier durch die nächsten 6,5 Stunden dieses Klimakongresses führen zu dürfen. Wir haben viele unterschiedliche Gäste heute hier in unserem Landtagsstudio und zugeschaltet. Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft, aus Verbänden und Zivilgesellschaft. Wir haben vorbereitet Vorträge, kurze Impulse, Diskussionen in Zukunftsgespräche und Podiumsdiskussionen. Ich denke, so ist wirklich für jeden und jede was dabei zum Mitdiskutieren und Zuhören. Und keine Angst, wir haben bei diesem langen Programm auch an Pausen gedacht. Ja, während unser Kongress hier stattfindet, geht in Glasgow die Weltklimakonferenz in die Verlängerung. Wieder einmal. Und wir kennen es, dass auch wieder einmal es Lichtblicke gibt und auch Schatten. Wir sehen, dass sich einige Staaten zu mehr verpflichten, als sie das vorher bereit waren. Aber wir sehen auch, dass eine Abschlusserklärung dann doch wieder sehr aufwendig ist, bis alle zusammenarbeiten. Und umso mehr ist es wichtig, dass man vor Ort Verantwortung trägt. Im Industrie- und Kohleland Nordrhein-Westfalen ist das besonders wichtig. Wie kriegen wir es hierhin, den Kohleausstieg, den Umbau auf erneuerbare Energien und den Umbau der Industrie hinzubekommen? Die Landesregierung ist in den letzten Jahren dieser Verantwortung leider nicht nachgekommen. Sie hat große Ankündigungen gemacht und Strategien verkündet, aber gehandelt hat sie danach nicht. Und deswegen haben wir als Grüne Landtagsfraktion die Arbeit der Landesregierung gemacht. Wir haben eine Studie vorgestellt, wie Nordrhein-Westfalen auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann. Auf über 400 Seiten haben die Studienautoren gemeinsam vorgestellt, wie es gelingen kann, technisch gelingen kann, eben im Bereich Industrie, in der Wärmeversorgung, in der Stromversorgung, im Verkehr, Nordrhein-Westfalen auf den richtigen Weg zu bringen. Wir wollen heute in weitere Aspekte dieser Studie betrachten, die Studie auch nochmal vorstellen und dann mit Stakeholdern und Ihnen natürlich auch diskutieren. Ich freue mich sehr darauf. Bevor es aber damit losgehen kann, brauchen wir natürlich noch ein paar technische Hinweise. Das ist so das Übliche. Also zunächst einmal, diese Veranstaltung wird gestreamt und aufgezeichnet. Es ist aber so, dass nur wir ReferentInnen, die hier vor Ort sind oder zugeschaltet sind, auch wirklich zu sehen sind. Alle Gäste und Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben unveröffentlicht, genauso wie die Chats. Fragen können an bestimmten Stellen auch gestellt werden, bei den Podiumsdiskussionen und auch hinterher in den Zukunftsgesprächen. Diese bitte über das Tool in Zoom F und A stellen. Dort können die Fragen übrigens auch gerankt werden mit einem Daumen hoch, denn irgendwie gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich nicht alle Fragen, die hier reinkommen werden, auch wirklich beantworten können. Aber wir versuchen unser Bestes. Der Chat ist offen, aber bitte nicht für Fragen, sondern für die Kommunikation untereinander. Dort ist es dann aber wichtig, damit die Kommunikation untereinander auch gelingt, dass man anklickt an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer senden, weil nur dann können es auch alle wirklich lesen. Und wie immer natürlich wichtige Links und Präsentationen schicken wir hinterher an alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu. Und wie gesagt, die Videos gibt es ja hinterher auch. Und wenn man jetzt noch nicht so ganz drauf hat oder vergessen hat vielleicht, was passiert eigentlich wann, wir führen ja auch noch weiter durch, dann verlinken wir auch gleich im Chat nochmal das Programm für heute, um dann nochmal nachzuschauen, wie es weitergeht. Ja, und jetzt kommen wir direkt zum ersten Programmpunkt. Ich freue mich sehr, dass Josephine Paul da ist. Josephine Paul ist unsere Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion, hat den Prozess der Studienerstellung auch mit intensiv begleitet. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt ein Grußwort zu uns sprechen wirst. Bitte schön, Josephine. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass Sie und ihr heute Morgen um diese vielleicht für einen Samstagmorgen noch nicht ganz so christliche Uhrzeit Lust haben, dabei zu sein bei einem, glaube ich, sehr, sehr spannenden und sehr, sehr wichtigen Kongress, den wir hier heute miteinander vor uns haben. Ich freue mich auf spannende Inputs, ich freue mich auf spannende Diskussionen und ich freue mich auf spannende Diskussionen zur Frage, wie eben NRW klimaneutral werden kann.
Ich will aber auch die Gelegenheit nutzen, um vor allem all denjenigen zu danken, schon mal vorab, die heute mit dabei sind, die heute mit ihren Inputs diese Veranstaltung auch mit bereichern werden. Möchte mich natürlich auch schon mal bei all Ihnen und euch bedanken, aber ganz besonders möchte ich mich bedanken bei all denjenigen, die in der Orga, in der Vorbereitung, jetzt in der Durchführung für diesen Kongress mitgearbeitet haben. Sie und ihr wisst, man sieht immer diejenigen, die hier vor der Kamera stehen, aber das Entscheidende sind diejenigen, die hinter der Kamera sind. Also ganz, ganz herzlichen Dank für all die Vorbereitungen, die arbeiten und für das, was jetzt noch in der Durchführung alles passieren muss. Ich drücke die Daumen, dass das auch alles so gut funktioniert. Wiebke Brems hat es gerade schon gesagt, derzeit geht die Weltklimakonferenz in ihre Verlängerung in Glasgow. Und mittlerweile scheint klar, und das ist ja die gute Nachricht, mittlerweile scheint klar, wir stehen vor einer weltweiten Verantwortung. Es ist klar, dass der Ausstieg aus der Kohle beschleunigt werden muss. Es ist klar, dass wir die Förderung fossiler Energieträger beenden müssen. Und nichtsdestotrotz hakt es natürlich an vielen Stellen. Und es darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wenn wir auf den 1,5-Grad-Pfad kommen wollen, dass wir jetzt konkrete Maßnahmen ergreifen müssen und dass wir jetzt einen konsequenten Weg einschlagen müssen. Und in Glasgow wird derzeit noch verhandelt. Das ist wichtig, denn die Klimakrise ist eben auch die größte Herausforderung der Weltgemeinschaft. Aber auch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir natürlich hier vor Ort, hier in Nordrhein-Westfalen, eine Verantwortung haben, um NRW klimaneutral zu machen. NRW ist ein Industrieland. Und wir haben jetzt die Chance, mit einem Transformationsprozess NRW auch zu einer Modellregion zu machen, zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas. Und das muss doch unser Ziel sein. Und Klimaschutz ist dabei eben nicht nur eine rein technische Frage, sondern es ist auch eine ganz zentrale Gerechtigkeitsfrage. Darum geht es im Übrigen ja auch in Glasgow. Es wird sehr viel über die Frage globaler Gerechtigkeit gerungen. Aber auch wenn wir hier nach Nordrhein-Westfalen schauen, auch dann ist es natürlich eine der zentralen Gerechtigkeitsfragen, beim Beispiel der Generationengerechtigkeit. Es geht um die Freiheit und die Zukunftschancen künftiger Generationen. Das tragen die Fridays for Future-Bewegung immer wieder auf die Straße. Sie fordern, dass Politik jetzt konsequent handeln muss. Und das ist auch richtig so, denn das ist alles keine abstrakte Frage. Die Freiheit künftiger Generationen klingt ja immer so ein bisschen abstrakt. Aber schon heute leiden Kinder und Jugendliche unter den Folgen einer Klimakrise, für die sie gar nicht verantwortlich sind. Und Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind auch zwei Seiten einer Medaille. Es kommt auf die Frage des sozialen Ausgleichs für notwendige Klimaschutzmaßnahmen an. Es geht eben um einen sozialen und ökologischen Aufbruch. Und das merken wir natürlich auch ganz konkret im Alltäglichen. Die Frage der Mobilitätswende, die wir heute ja auch noch im Laufe des Tages besprechen und diskutieren werden, ist eben nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern es ist auch eine Frage für bessere, gute und sichere Mobilität, an der alle teilhaben können. Es geht auch um die Frage von sicheren Arbeitsmarktperspektiven durch gute Bildung, durch Qualifizierung und Weiterbildung. Denn Transformation ist eben nicht nur eine technische Frage, es ist eine Frage für die gesamte Gesellschaft. Und NRW, und das ist uns klar geworden, auch bei den Diskussionen ja rund um die Studie, ist doch längst im Aufbruch. Und es braucht aber vor allem auch Rahmenbedingungen, die diesen Wandel verlässlich gestalten, anstatt die Energiewende auszubremsen. Nordrhein-Westfalen braucht eine Landesregierung, die sich nicht im Ankündigungsmodus gefällt, sondern die tatsächlich eine Klimaregierung ist. Das 1000 Meter Abstandsgebot bei Windkraft hat nicht zu mehr Akzeptanz in erster Linie, sondern vor allem dazu beigetragen, dass Windkraft und der Windkraftausbau ausgebremst wird in Nordrhein-Westfalen. Bei der Solarenergie kommt Nordrhein-Westfalen nicht voran. Und wir brauchen endlich einen Ministerpräsidenten, der sich nicht vor allem mit Fahrradhelm und Liegerad darin gefällt, anzukündigen, bei der Mobilitätswende anzukündigen, sondern der wirklich auch kraftvoll die Verantwortung dafür übernimmt, dass wir in Nordrhein-Westfalen auf den 1,5-Grad-Ziel-Pfad kommen. Dazu reicht es im Übrigen auch nicht, wenn er ankündigt, dass er sich vorstellen könnte, dass Nordrhein-Westfalen auch bis 2030 aus der Kohle aussteigt. Auch das braucht einen klaren Maßnahmenpfad, der auch hier in Nordrhein-Westfalen gestaltet werden muss. Es reicht nicht aus zu sagen, wir können das in Nordrhein-Westfalen uns vorstellen, aber ihr in Berlin müsst die Hausaufgaben für uns machen. Wir in Nordrhein-Westfalen haben es in der Hand. Wiebke Brems hat darauf hingewiesen, darum wird sich der ganze Tag
drehen. Wir als Landtagsfraktion haben die Hausaufgaben der Landesregierung gemacht. Wir haben eine Klimastudie dazu auf den Weg gebracht. Es ist technisch möglich, bis 2040 auch in Nordrhein-Westfalen klimaneutral zu werden. Wir brauchen aber endlich eine Politik, die konsequent diesen Pfad auch beschreiten will, die Verantwortung übernehmen will, die mit den Partnern gemeinsam diesen Wandel gestalten will. Darum geht es heute. Ich freue mich auf spannende Diskussionen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Josefine, für diese anregenden Worte. Das bringt schon mal den guten Impuls für den Start in den Tag. Und wir haben natürlich heute, das hast du ja eben auch gesagt, ganz vielfältige Gäste noch, und die wir hier haben oder zugeschaltet sind. Und an manchen Stellen ist es uns schwer gefallen, auch wirklich auszuwählen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir ja damit arbeiten, nochmal kurze Grußbotschaften per Video einzublenden. Und damit fangen wir jetzt an. Und das erste Wort hat Yihi Prü. Sie ist Rechtsanwältin aus Bangladesch und Beschwerdeführerin zum Klimaschutz vor dem Bundesverfassungsgericht. Bitte schön, Video ab. I belong to Marma Indigenous Community in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. There are tipping points for climate change. When we reach such tipping points, global warming will be not controllable anymore. We move closer to global destruction. For us, tipping points for our survival has been passed already. Since long time, we faced social, economic, and cultural marginalization. This leads to poverty, loss of language and traditional knowledge, loss of confidence that we can decide about our future as indigenous communities. Global warming is the last drop of which is full already and it overflows. Time is running. Politicians make need to specific clear decisions and respect the constitutional court. Only then we can limit global warming to 1.5 degrees. This also means closing the lignite mining. We have seen Availa and Erbstadt. From what happened in Afghanistan in August, we learn promises without action are worth nothing. We do not want to beg for your help. What is our crisis today could be your crisis in future. Many people are affected by climate change, but several people in several ways, because their voices are not heard or their lives are not considered valuable. We need to be respected. Ja, eindrucksvolle Bilder und Worte aus Bangladesch. Und jetzt freue ich mich, Professor Dr. Veronika Grimm begrüßen zu können. Sie ist uns zugeschaltet. Sie ist Professorin für Wirtschaftstheorie an der Uni Erlangen-Nürnberg und leitet seit 2010 dort den Forschungsbereich Energiemarktdesign am Energiecampus Nürnberg. Seit 2020 gehört sie dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an. Also sie ist eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie zugesagt haben. Und ich freue mich auch gleich darauf, dass wir noch ein paar Worte danach nach Ihrem Input auch miteinander reden können. Und vorher freuen wir uns jetzt aber alle auf Ihre Worte unter dem Titel Gesamtkonzept statt Klein-Klein, wie zukunftsfähige Wertschöpfung gelingt. Bitte schön, Frau Professor Grimm. Ja, ich grüße Sie sehr herzlich, auch an den Bildschirmen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe ein paar Folien mitgebracht und möchte einfach einen Überblick geben über das, was der Sachverständigenrat tut, was wir für eine Perspektive auch auf Klimaschutz haben. Klimaschutz ist ja gerade unter der globalen Perspektive sehr stark in der Diskussion aufgrund der Weltklimakonferenz in Glasgow. Und im Sachverständigenrat haben wir in diesem Jahresgutachten, das wir am Mittwoch der Bundesregierung übergeben haben, auch ein ganzes Kapitel zum Klimaschutz verfasst. Und dieses Kapitel
beschäftigt sich mit der globalen Perspektive auf den Klimaschutz und mit der Frage, wie wir eigentlich diese globale Perspektive in unsere Aktivitäten in Deutschland bezüglich Klimaschutz verbinden können, also die globale und die nationale Perspektive. Wenn Sie mal auf die nächste Folie klicken, ich habe das hier nicht selber in der Hand, genau, super. Es ist ja so, dass wir vor einer riesigen Herausforderung stehen, weil wir uns einerseits mit den Klimarisiken auseinandersetzen müssen, aber eben auch mit vielfältigen transformatorischen Risiken. Auf der einen Seite stehen aber die Risiken, auf der anderen Seite stehen auch umfangreiche Chancen, die wir mit dem Klimaschutz verbinden können. Und das sind vor allen Dingen auch für Nordrhein-Westfalen in großem Umfang industriepolitische Chancen. Auf der einen Seite gibt es transformatorische Risiken, weil bestimmte Industriezweige, die sehr stark auf fossilen Energieträgern basieren, eben keine Zukunftsperspektive mehr haben werden. Das ist auch der Wirtschaft zunehmend klar und deswegen beschäftigt man sich in der Wirtschaft natürlich zunehmend mit Geschäftsmodellen, die auf der Basis von klimaneutralen Energieträgern funktionieren. Und das tut man, obwohl man noch nicht ganz genau Bescheid weiß, wie man denn jetzt an die Umsetzung der ambitionierten Klimaziele geht. Allein die Tatsache, dass mit dem Green Deal und mit der Verschärfung der deutschen Klimaschutzziele nun sehr ambitionierte Ziele am Horizont stehen, bedeutet natürlich für die Unternehmen schon die Klarheit, klimaschädliche Geschäftsmodelle haben keine Zukunft mehr. Das heißt, man muss umsteuern. Und das bedeutet auch, dass Wertschöpfungsketten sich in großem Umfang verlagern werden. Das ist eine große Herausforderung. Das bedeutet auch, dass die Unternehmen, eigentlich alle Unternehmen in Deutschland, sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, defossilisieren, dekarbonisieren müssen. Und das bedeutet auch, dass viele neue Märkte entstehen. In vielen Bereichen wird jetzt auch darüber nachgedacht, will man eigentlich in dem Bereich First Mover sein oder will man erstmal gucken, wie sich die Entwicklungen ergeben und dann hinterherziehen. Und Politik hat natürlich einen unglaublich starken Einfluss auf die Rahmenbedingungen, unter denen die Unternehmen wirtschaften. Das heißt, es wird sehr stark darauf ankommen, was jetzt in den Koalitionsverhandlungen passiert, wie die klimapolitischen Rahmenbedingungen ausgestaltet werden. Aber es wird auch darauf ankommen, was auf Landesebene passiert, weil natürlich eins klar ist, das eine sind die Rahmenbedingungen, die natürlich auf nationaler und auf europäischer Ebene gesetzt werden, typischerweise, sei es die CO2-Bepreisung oder ordnungsrechtliche Maßnahmen. Zum anderen ist es natürlich so, dass vor Ort viel mehr Wissen besteht über Chancen, über Potenziale, über die Bereitschaft, sich zu bewegen und deswegen natürlich die regionalen und landesspezifischen Aktivitäten auch eine ganz große Bedeutung haben werden. Wenn Sie mal eine Folie weitergehen, da habe ich nochmal mitgebracht, was muss denn eigentlich passieren? Was wir tun werden müssen, ist, dass wir regenerativ erzeugten Strom zunehmend nutzen müssen, um alle Sektoren zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren. Also die Wärmeerzeugung, den Verkehr, die Industrie und auch die Speicherung von Strom, weil wir haben ja erneuerbare Energieträger, die fluktuieren. Das heißt, wir brauchen auch die Möglichkeit, Strom zu speichern und dann zu einem anderen Zeitpunkt den Speicher wieder zu entleeren. Das kann man einerseits direkt elektrisch machen und da sind wir in vielen Bereichen schon sehr weit. Das betrifft die batterieelektrische Mobilität, das betrifft die Installation von Wärmepumpen. Aber auf der anderen Seite geht das eben auch indirekt elektrisch darüber, dass ich mithilfe von erneuerbarem Strom, Wasserstoff und synthetische Energieträger erzeuge und damit eben Bereiche dekarbonisieren oder defossilisieren kann, die nicht einfach oder auch gar nicht elektrifizierbar sind. Und hier muss man sehen, dass wir eigentlich meiner Meinung nach aktuell alle Register ziehen müssen. Wir müssen eigentlich unsere Wirtschaft auch in die Lage versetzen, zu all diesen Entwicklungen beizutragen. Warum ist das der Fall? Nun, weil es ja, weil wir Klimaschutz eigentlich global als globale Herausforderung begreifen müssen und das bedeutet, dass wir im Wesentlichen auch unserer Rolle gerecht werden müssen, dass wir Technologien bereitstellen müssen, die weltweit Staaten, also Schwellen- und Entwicklungsländern, die Möglichkeit geben, ihr Wachstum klimafreundlich
zu realisieren. Es ist ja so, dass aktuell schon die wesentlichen Emittenten, große Emittenten außerhalb Europas angesiedelt sind, also China mit 30% der weltweiten Emissionen, zum Beispiel USA mit 15%, aber Indien hat auch schon 7% und viele Entwicklungs- und Schwellenländer werden ein signifikantes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum vor sich haben. Und wir müssen eben auch es schaffen, Technologien anzubieten, die diesen Ländern ermöglichen, nicht auf der Basis fossiler Energieträger zu wachsen. Und das ist eine große Herausforderung. Und dafür brauchen wir, glaube ich, auch die Innovationskraft unserer Wirtschaft. Und da sehe ich Nordrhein-Westfalen auch sehr stark aufgestellt. Auf der einen Seite durch die Technologiekompetenz, die dort vorhanden ist, auf der anderen Seite eben durch die Transformationsaktivitäten. Es gibt ja viele Transformationsnotwendigkeiten und daraus kann man natürlich auch wiederum das Potenzial sich aufbauen, eben zu dieser großen Aufgabe beizutragen, auch Technologien bereitzustellen, mit der dann weltweit klimafreundlich gewirtschaftet werden kann. Auf der nächsten Folie habe ich mal ein paar Beispiele aus dem Bereich Wasserstoff, einfach weil das so schön illustriert, dass unsere technologische Expertise, die wir in Deutschland haben, eben zum einen gibt es viele Herausforderungen. Wir sehen, dass wir in der Automobilindustrie oder auch in der Chemieindustrie viele Aktivitäten müssen natürlich hinterfragt werden, weil die sehr stark auf fossilen Energieträgern basieren. Auf der anderen Seite ist die technologische Expertise, die dort vorhanden ist, die ist oft übertragbar auf Geschäftsmodelle, die eben auf den Klimaschutz einzahlen im Bereich Wasserstoff und synthetische Energieträger. Das betrifft die Wasserstofferzeugung, Elektrolyse mit erneuerbarem Strom. Es werden auch Aktivitäten zur Pyrolyse zum Beispiel in Deutschland beforscht und vorangetrieben. Das betrifft die Wasserstofflogistik. Und da muss man eben auch sehen, dass viele Konzerne, die ursprünglich mal zu den Klimasündern gehörten, und das auch ganz eindeutig waren, dass die jetzt aber viel technologische Expertise haben, die sie einbringen können auf dem weltweiten Weg zur Klimaneutralität. Und das betrifft insbesondere die Logistik von Gasen. Wir werden ja viel elektrifizieren, aber wir werden auch in großem Umfang unsere aktuellen Energieimporte, wir importieren aktuell 70% unserer Primärenergie in Form von Gas, Kohle und Öl. Und wir werden diese Importe ersetzen müssen durch den Import klimafreundlicher Energieträger. Und da spielt die Logistik von Gasen und flüssigen Energieträgern eine ganz große Rolle. Da wird sich viel tun, nicht unbedingt in diesem Jahrzehnt, aber wir müssen das in diesem Jahrzehnt vorbereiten. Und das sind eben auch wieder Chancen, die sich zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ergeben. Wasserstoffnutzung in der Mobilität, in der Industrie, in der Energiewirtschaft. Diskutiert wird ja aktuell über den Bau von Hochöfen, die nicht mit Kokskohle Stahl herstellen, sondern per Direktreduktion. Das ist eben ein Themenfeld, das für Nordrhein-Westfalen ganz unmittelbar relevant ist auch. Und hier geht es eben auch darum, einerseits diese Anlagen zu installieren, also die Technologiekompetenz zu erwerben, diese Anlagen auch bauen zu können. Und zum anderen geht es darum, das möglichst schnell zu machen auf eine Art, dass wir eben die Infrastruktur, also die Anlagen selber, möglichst schnell umrüsten können, uns also in die Lage versetzen, potenziell grün zu wirtschaften. Aber das machen im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten. Wenn wir jetzt nur über grünen Wasserstoff danach denken würden, dann wird sich das alles sehr weit herauszögern, einfach deswegen, weil grüner Wasserstoff in dem Umfang noch gar nicht so schnell vorhanden ist und weil grüner Wasserstoff extrem teuer ist aktuell, 6 bis 9 Euro pro Kilogramm versus zum Beispiel Gas oder blauer Wasserstoff wäre zum Beispiel aktuell im Rahmen von 1 bis 2 Euro pro Kilogramm zu haben. Und da der grüne Wasserstoff aber sehr viel günstiger werden wird, wir werden ja erleben, dass sehr, sehr viele Elektrolyseanlagen in der Zukunft gebaut werden in aller Welt. Das führt zu einer Kostendegression. Das haben wir bei der Solarenergie zum Beispiel erlebt in den vergangenen Jahren. Das heißt, es ist zu erwarten, dass die Kosten von grünem Wasserstoff sinken. Aber wir tun, glaube ich, gut daran, wenn wir die Transformationspfade so wählen, dass wir pragmatische Übergänge gestalten, dass wir die Anlagen in großem Umfang jetzt schon umrüsten, mit im Übergang mit Gas und unter Umständen auch blauem Wasserstoff betreiben und dann deswegen aber in der Lage sind, 2030, 35, wenn grüner Wasserstoff grün ist, dann in großem Umfang diese Anlagen auf grünen Wasserstoff
umzustellen. Das hat zwei Vorteile. Wir sind viel schneller mit der Defossilisierung, mit der Dekarbonisierung, weil wir viel mehr Anlagen schneller umrüsten können. Und das hat natürlich auf der anderen Seite den Vorteil, dass wir auch die Industriestandorte erhalten. Wir haben viel besser die Möglichkeit, eben die industrielle Wertschöpfung, zum Beispiel die Stahlerzeugung, auf andere Bereiche kann man das auch übertragen, im Land zu halten und auch die Akzeptanz für die Energiewende natürlich hochzuhalten, weil eine große Gefahr ist natürlich, dass wenn Arbeitsplätze in zu großem Umfang bedroht sind, dass wir dann auch Gefahr laufen, dass die Aktivitäten im Bereich Klimaschutz unter Beschuss geraten aufgrund von Akzeptanzproblemen. Und ich glaube, das muss man auch immer mit bedenken. Auf der nächsten Folie habe ich mal dargestellt, ich habe das überschrieben, die Potenziale des Marktes nutzen. Es ist ja so, dass wir in Deutschland schon eine CO2-Bepreisung haben in der Industrie und im Bereich der Energieversorgung. Wir haben jetzt eine CO2-Bepreisung eingeführt im Bereich Wärme und Verkehr auf dem Niveau von 25 Euro pro Tonne CO2. Das ist noch relativ niedrig. Es war ja sogar mal im Gespräch nur 10 Euro. Es gilt jetzt eigentlich, diese Mechanismen, diese Systeme zu stärken, um die Anreize für effektiven Klimaschutz zu schärfen. Warum ist das der Fall? Nun, aktuell ist es so, wenn man entlang der Wertschöpfungsketten schaut und sich bewusst ist, dass eigentlich die gesamte Wirtschaft ihre Aktivitäten dekarbonisieren muss, dann weiß man, dass unter den aktuellen Rahmenbedingungen eigentlich jeder und jedes Unternehmen seine Hand nach Fördergeld erhebt. Und das ist eine Aufgabe, die der Staat auf Dauer wahrscheinlich nicht leisten kann. Deswegen gilt es, die Chancen zu nutzen, die wir haben, die Rahmenbedingungen an den Märkten so stark auf den Klimaschutz auszurichten, wie es im Rahmen des Möglichen ist. Und das bedeutet zum einen, dass wir unsere Systeme der CO2-Bepreisung stärken können. Ein Vorschlag könnte sein, den wir am Freitag, also gestern in der FAZ, unterbreitet haben mit verschiedenen Klimawissenschaftlern, Andreas Löschel, Ottmar Edenhofer, Christoph Schmidt war dabei, Karin Pittel war dabei, dass wir den Übergang zum Emissionshandel in den Bereichen Wärme und Verkehr schon auf 2023 vorziehen und diesen Emissionshandel in einem Preiskorridor gestalten. Wenn der Preis dann an die obere Grenze des Preiskorridors rankommen würde, dann würden wir sehen, wir müssen noch mehr machen. Wir erreichen die Klimaziele, die durch den Emissionshandel implementiert sind, mit dem Emissionshandel selbst nicht. Und dann wäre eben das Signal da, wir brauchen zusätzliche Maßnahmen und wir könnten dann aber gezielt gucken, wo wäre das denn der Fall, weil dann die niedrig hängenden Früchte schon abgearbeitet sind, dadurch, dass einfach die Anreize an den Märkten stimmen und dann haben wir eben weniger zu tun, wo der Staat tatsächlich noch unterstützend eingreifen muss. Auf der nächsten Folie ist dargestellt, dass wir natürlich Verteilungs- und Anreizwirkungen berücksichtigen müssen. Anreizwirkungen hatte ich gerade schon gesagt, wir sollten die CO2-Bepreisung stärken, weil wir dann sehr, sehr viele Akteure in die richtige Richtung lenken. Und das ist wichtig, weil wir dann eben das Koordinationsproblem lösen. Die Menschen wissen ja selber am besten, wie sie am günstigsten ihre Emissionen vermeiden können und würden dann diese Optionen gleich auch ergreifen. Wir müssen aber auch Verteilungswirkungen berücksichtigen. Es ist ganz wichtig, auch für die Akzeptanz der Energiewende, dass wir eben nicht nur mit der Belastung, also mit den Kosten für Emissionen arbeiten, sondern auf der anderen Seite auch ganz klar sehen, wir müssen diejenigen, die da Belastungen ausgesetzt sind und vor allem diejenigen, die niedrige und mittlere Einkommen haben, die müssen wir ganz klar im Gegenzug entlasten. Und die schöne Nachricht ist eigentlich, das ist gut möglich. Denn in Deutschland haben wir ein sehr umfassendes System von Abgaben und Umlagen auf die Strompreise oder generell auch auf die Energiepreise. Indem wir die Abgaben und Umlagen stärker auf die CO2-Emissionen, auf die CO2-Bepreisung ausrichten, können wir eben im Gegenzug für Entlastung sorgen. Und ein Vorschlag, den wir schon lange gemacht haben, im Sachverständigenrat, aber auch in der Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende ist, dass man die EEG-Umlage
und einen großen Teil der Stromsteuer vom Strompreis runternehmen sollte. Das ist ungefähr, was man da einsparen kann, ist ungefähr ein Drittel des Strompreises. Das würde eine durchschnittliche vierköpfige Familie in Deutschland um 300 bis 400 € pro Jahr entlasten und würde für untere und mittlere Einkommen dazu führen, dass wir netto die Menschen entlasten können, auch wenn die CO2-Preise auf ein Niveau von ungefähr 50 € ansteigen würden in der kurzen Frist. Das heißt, durch diese Entlastung würde eben kompensiert für die Belastung für untere und mittlere Einkommen. Aber die Reduktion der Strompreise hätte noch weitere Vorteile. Es gibt eigentlich eine mindestens dreifache Dividende. Zum einen die Entlastung im Gegenzug zur ansteigenden CO2-Bepreisung. Zum anderen ist es aber so, dass wir natürlich die Anreize noch stärker in Richtung Elektrifizierung ausrichten. Indem der Strom günstiger wird, wird es einfach für die Akteure noch attraktiver, Aktivitäten, die aktuell mit Hilfe fossiler Energieträger betrieben werden, nun zu elektrifizieren, ein batteriebetriebenes Auto zu kaufen, eine Wärmepumpe zu installieren. Und insofern würden wir eben diese Anreize stärken, in Richtung klimafreundliche Aktivitäten sich zu bewegen. Das ist natürlich ein signifikanter Vorteil. Und deswegen ist es eben auch gar nicht schlimm, dass hier auch höhere Einkommen entlastet werden. Die haben nämlich wiederum mehr Geld in der Tasche, um gleich eben zu investieren und ihre Aktivitäten tatsächlich umzustellen. Und man würde automatisch natürlich auch die Unternehmen mit entlasten, die natürlich dann auch mit für die höheren CO2-Preise, die ja eine Belastung und eine sicherlich auch große Herausforderung für viele Unternehmen darstellen. Wenn wir im Gegenzug den Strompreis reduzieren, dann würden wir eben die Unternehmen auch entlasten und würden eben diese zwei Benefits haben, dass man einerseits eben die im Gegenzug zur CO2-Bepreisung entlastet und zum anderen eben die Anreize in die richtige Richtung beeinflusst. Drittes Benefit ist natürlich ein massiver Bürokratieabbau, die Abrechnung der EEG-Umlage und die Tatsache, dass viele Unternehmen auch die besondere Ausgleichsregel beantragen. Das ist ein signifikanter bürokratischer Aufwand, den man dadurch eben auch einsparen könnte. Wir müssen, und das wird jetzt auf der nächsten Folie thematisiert, die CO2-Preise ganz klar flankieren. Wir werden nicht nur mit CO2-Preisen agieren können, aber man muss auch sehen, dass der CO2-Preis eigentlich das wesentliche Element sein muss, weil wir einfach damit die Komplexität der Transformation lösen, weil wir einfach viele dezentrale Entscheidungen sozusagen auch an die jeweiligen Akteure delegieren und jeder für sich das Richtige macht auf dem Weg zur Klimaneutralität. Gleichwohl ist es so, dass wir natürlich für komplementäre Maßnahmen brauchen. Das ist insbesondere der Infrastrukturausbau und hier müssen wir deutlich beschleunigen. Ich glaube, Sie sind da in NRW in einer sehr positiven Situation, weil nämlich Sie relativ nah an den Vorzugsstandorten für erneuerbare Energien sind, insbesondere an der Küste, am Norden. Ich bin ja aktuell in Bayern angesiedelt und da sind wir gerade vor der Herausforderung, dass sowohl der Trassenausbau als auch zum Beispiel der Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur viel zu langsam vorangeht. Und das wird eine große Herausforderung für Deutschland, dass wir diese Infrastrukturen schnell genug bereitstellen, dass eigentlich überhaupt das Potenzial gesehen wird, bestimmte Aktivitäten zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren. Wenn ich weiß, dass ich an die Energieträger, die ich dann benötigen werde, eigentlich gar nicht rankommen kann, weil sie nicht zu mir hintransportiert werden können, dann ist es eben egal, wie die Anreizstruktur bei den relativen Preisen aussieht, dann werde ich eben trotzdem nicht investieren können, weil ich weiß, dass ich meine wesentlichen Inputfaktoren nicht beziehen kann. Also der Ausbau von Infrastrukturen, der muss wesentlich beschleunigt werden. In NRW ist die Situation ganz gut, weil vor allen Dingen auch die Wasserstoffstartnetze natürlich dort ganz klar schon in Planung sind. Die Planungen für den Rest der Republik, die lassen noch auf sich warten. Zum Beispiel in Bayern ist eine Anbindung an die Wasserstoff-Backbone-Infrastruktur erst im Jahr 2035 geplant. Das ist viel zu spät. Bis dahin ist natürlich die Industrie, die hier in Bayern auf große Mengen Wasserstoff angewiesen ist, die müssen sich natürlich dann nach anderen Standorten umgucken. Und deswegen muss man da signifikant beschleunigen. Ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt nicht ausführen will, darüber könnte man ewig reden, Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das ist eigentlich das dickste Brett, das die neue Bundesregierung zu bohren hat.
weil die Herausforderung, die war ja schon zum Beginn der Ära Merkel ganz klar bekannt. Zu viel Bürokratie und zu langsame Realisation der Investitionen. Wir beobachten seit Jahren, dass eigentlich viele Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen, aber nicht abgerufen werden. Und das liegt daran, dass einfach viele Hemmnisse im Weg stehen, wenn man öffentliche oder auch private Investitionen in Deutschland umsetzen will. Ein riesiges Thema, das natürlich ganz, ganz klar und sehr konsequent und teilweise auch schmerzhaft angegangen werden muss. Fachkräfte aus- und weiterbilden ist ein ganz wichtiges Handlungsfeld, das man im Blick haben muss. Es ist so, dass viele neue Qualifikationen gebraucht werden. Aber es ist auch so, dass viele der Qualifikationen aus den ehemaligen fossilen Industrien durchaus einzahlen auf Geschäftsmodelle, die klimaneutrale Technologien vorantreiben. Und da muss man genau hingucken, wo muss man eigentlich umqualifizieren, neu qualifizieren oder wo kann man auch Fachkräfte aus einem bestimmten Kontext für neue Aktivitäten wieder fit machen. Und das braucht sicherlich mehr Engagement in Deutschland, als das aktuell der Fall ist. Und auch eine gewisse Bündelung, Weiterbildung muss eigentlich zum festen Bestandteil von Erwerbsverläufen werden. Nicht nur aus Gründen der Transformation, sondern auch aus Gründen der demografischen Entwicklung. Wir werden wahrscheinlich auf Dauer länger arbeiten müssen. Und das führt auch dazu, dass wir natürlich die Leute in die Lage versetzen müssen, länger zu arbeiten. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man Erwerbsverläufe ganz anders gestalten muss und eben schon fest damit rechnen müsste, dass man am Ende des Erwerbslebens auch nochmal sich so qualifiziert, dass man eben Tätigkeiten ergeben, eröffnen, die eben in höherem Alter auch einfach auszuüben sind. Dann brauchen wir punktuell und temporär Förderung, aber wir müssen die Diskussion sicherlich verlagern von der Diskussion rein darüber, was der Staat monetär machen muss, zu einer Diskussion darüber, wie können wir eigentlich die Investitionen mobilisieren in der Wirtschaft. Und das ist auf der nächsten Folie nochmal ganz schön illustriert. Hier ist dargestellt die Entwicklung der privaten und öffentlichen Investitionen in Deutschland in den vergangenen Jahren seit 1991. In den Folgejahren der Wiedervereinigung waren die Investitionen natürlich auch deswegen höher, weil viel reinvestiert werden musste im Zuge der Wiedervereinigung. Dann sind die Investitionen etwas zurückgegangen. Jetzt in den letzten Jahren wieder die gesamtwirtschaftlichen Investitionen etwas gestiegen. Und man sieht hier sehr schön, 89% sind es aktuell der gesamtwirtschaftlichen Investitionen in Deutschland sind privatwirtschaftliche Investitionen. Das heißt, das, was ich gerade beschrieben habe, wir müssen die Rahmenbedingungen, vor allen Dingen die relativen Preise auf den Klimaschutz ausrichten. Das ist ganz zentral, um all diese, um diesen großen Tanker hier der privatwirtschaftlichen Investitionen umzulenken und auf den Klimaschutz auszurichten. Und das realwirtschaftliche Umfeld wird entscheidend sein. Für die privatwirtschaftlichen Aktivitäten, weil eben wirklich jedes Unternehmen und jeder Haushalt tatsächlich in die richtige Richtung loslaufen muss. Und das werden wir nur erreichen, wenn wir es tatsächlich an den Märkten auch attraktiv machen. Jetzt habe ich vieles über die Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa erzählt. Ich möchte ganz kurz nochmal darauf kommen, was wir im aktuellen Gutachten des Sachverständigenrats in diesem Jahr sehr stark fokussieren. Wenn Sie auf die nächste Folie gehen, dann geht es um die internationale Klimakooperation. Und das ist ja genau das, was auf der COP jetzt auch in Glasgow diskutiert wird. Wir müssen natürlich erreichen, dass die Commitments der Staaten tatsächlich mit den Pariser Zielen kompatibel sind, sind sie ja bisher nicht. Und dann müssen wir überlegen, wie können wir denn das erreichen, dass diese Commitments der Staaten auch eingelöst werden. Und da ist internationale Klimakooperation ganz entscheidend. Und zwar zum einen die globale Klimakooperation, also die Schärfung der Ziele, der NDCs, der Lastenausgleich, also Transfers von den Industriestaaten in die Schwellen- und Entwicklungsländer. Dann wird es aber auch ganz stark gehen um Technologiekooperation. Ich hatte ja am Anfang betont, dass wir eben auch die Aufgabe haben werden,
Technologien zu entwickeln, die den Entwicklungs- und Schwellenländern ermöglichen, mit erneuerbaren Energien zu wirtschaften. Es wird auch darum gehen, die Länder, die aktuell ihr Volkseinkommen auf der Basis fossiler Energieträger erwirtschaften, einfach weil sie auf den Vorhaben sitzen, die mit in die Transformation zu nehmen. Das wird ganz wichtig sein, weil wir wollen ja nicht, dass die ihr Gas, Öl, ihre Kohle anderen verkaufen, sondern wir wollen, dass diese Länder mit auf dem Pfad in die Klimaneutralität gehen. Und wir haben zu vielen dieser Länder Beziehungen. Das ist Russland, sehr kontroverses Thema. Das sind Länder in der MENA-Region zum Beispiel. Das ist zum Beispiel Australien. Und über diese Beziehungen haben wir natürlich auch Gestaltungsspielräume. Und auch diese Länder, so schwierig es ist, in die Transformation hin zur Klimaneutralität mitzunehmen. Und das bedeutet, es wird neben der globalen Klimakooperation, neben dem Multilateralismus auch auf bi- und plurilaterale Kooperationen ankommen, wo es um Technologietransfer geht, wo es um den Aufbau neuer Energiehandelsbeziehungen geht, um eben viele Länder mit in die Transformation zu nehmen und um, und das ist auf der nächsten Folie aufgezeigt, genau, und um unsere Energiehandelsbeziehungen und unsere Energieabhängigkeiten auch zu diversifizieren, weil wir werden ja umsteigen müssen auf den Bezug zunehmend erneuerbare Energien, auch aus aller Welt in der Form von Wasserstoff und erneuerbaren Energieträgern. Und das ist natürlich auch eine riesige Chance in zweierlei Hinsicht. Zum einen können wir unsere Energieabhängigkeiten diversifizieren. Es gibt sehr viele Länder, hier sind ein paar aufgezeigt, Kanada, MENA-Region, Australien, Chile. Es gibt viele Länder, aus denen wir erneuerbare Energien beziehen können. Und es gibt natürlich für die deutsche Industrie, und das ist für Nordrhein-Westfalen als Industriestandort natürlich auch interessant, es gibt für die deutsche Industrie eben auch die riesige Chance, diese neu entstehenden Wertschöpfungsketten auszustatten, diese Logistik aufzubauen, die Anlagen zu bauen. Und das ist ein riesiges Wertschöpfungspotenzial, das natürlich der entfallenden Wertschöpfung etwas entgegensetzen kann, indem wir da Chancen haben, neue Wertschöpfung aufzubauen, mit der wir dann eben auch global auf den Klimaschutz einzahlen können. Die vorletzte Folie zeigt einmal noch, warum das wichtig ist. Unsere Industrie ist heute schon sehr exportorientiert. Kraftwagenteile, Maschinen, dieser rote Balken, dieser obere Teil, rote Teil des Balkens ist Endgüter, Export nach außerhalb der EU. Da sehen wir schon, und der orangene Balken ist Vorleistungsexport außerhalb der EU und Asien. Und der grüne Balken ist Endgüterexport nach Asien. Der hellgrüne Balken ist Vorleistungsexport nach Asien. Also all das ist Wertschöpfung der deutschen Industrie, die wir über Exporte realisieren. Ja, das sind aber zum großen Teil natürlich auch Anlagen, Maschinen, Güter, die auf fossilen Energien basieren. Und hier gilt es natürlich, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die hier die Anknüpfung auch erlauben. Und da ist die Ausstattung des globalen Energiehandels erneuerbare Energien natürlich ein sehr, sehr wichtiges Handlungsfeld. Zusammenfassend auf der letzten Folie vielleicht nochmal das, was ich jetzt betonen wollte, Potenzial des Marktes nutzen, sektorale und zeitliche Flexibilitäten nutzen, habe ich jetzt nicht so stark ausgeführt, Verteilungswirkungen konsequent berücksichtigen, den CO2-Preis klar flankieren, vor allen Dingen über Infrastrukturausbau, Fachkräfteausbildung und punktuell auch Förderung, private Investitionen auslösen und den internationalen Fokus in der Klimapolitik ganz, ganz hochhalten, weil darauf wird es sehr stark ankommen, wenn wir tatsächlich das globale Klima, die globale Erderwärmung in dem gewünschten Maß einbremsen wollen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Hoffentlich habe ich nicht zu sehr überzogen. Ich glaube, ich war ein bisschen zu lang. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Grimm. Es waren aber sehr spannende Inputs und sehr spannende Aspekte, die auch schon zu einigen Fragen geführt haben. Sie können ja leider nicht später noch bei unserer gesamten Runde dabei sein.
Aber deswegen ziehen wir jetzt ein paar Fragen vor. Wir können das leider nicht schaffen, alle dann zu beantworten, die hier gestellt wurden. Aber ich glaube, ein paar können wir noch hier anmerken. Die erste Frage, die aufgekommen ist, ist die Frage der Betrachtung der Transformationspfade, die ja sehr wichtig sind. Aber die Frage, was Sie haben selber schon angesprochen, die Frage des Fachkräftemangels, die natürlich auch zu lösen sind. Es kam jetzt noch eine Frage danach. Es gibt ja auch ganz aktuell noch weitere Entwicklungen, beispielsweise die Lieferprobleme bei IT-Komponenten. Dann gibt es natürlich die Frage der Verfügbarkeit von Rohstoffen, beispielsweise bei seltenen Erden. All das sind auch ja noch Aspekte, die irgendwie noch Randbedingungen eines solchen Transformationspfades sein können. Und da wäre deswegen die Frage, wie die Bedeutung da ist oder was für Aspekte Sie dazu vielleicht auch beizutragen haben, wie man damit umgehen kann. Ja, vielen Dank. Es ergibt sich ja vielleicht auch an anderer Stelle nochmal die Möglichkeit zum Austausch. Deswegen jetzt ganz kurz zu diesen Rohstofffragen. Das sind ganz wichtige Fragen. Wir betrachten das auch im Detail oder in gewissem Detail in dem aktuellen Jahresgutachten des Sachverständigenrats, weil das eben ganz wichtig ist, dass man eben mit Blick auf die Verschiebung von Wertschöpfung, die wir beobachten werden, auch die Verschiebung an Bedarfen nach Rohstoffen anschaut. Nun gibt es verschiedene Indikatoren, die hier Knappheiten signalisieren. Das eine wäre natürlich ganz klar der Preis. Wenn der Preis von bestimmten Rohstoffen hochgeht, wie wir das ja jetzt aktuell auch beobachten, dann sieht man eben, dass bestimmte Rohstoffe knapper werden und dass es Anlass geben sollte, dafür zusätzliche Kapazitäten zu sorgen. Das sieht man jetzt ja aktuell bei Chips. Wir haben eine Verschiebung der Nachfrage von dem Dienstleistungsbereich hin in den in die Nachfrage nach langlebigen Gütern beobachtet im Zuge der Corona-Pandemie. Die Leute haben sich einfach eher eine Wohnzimmergarnitur noch gekauft oder haben mehr IT-Geräte gekauft. Und das bedeutet, dass eben die Nachfrage nach Holz oder nach Chips massiv ansteigt und dass bei Chips zum Beispiel jetzt gerade Produktionskapazitäten nachgerüstet werden müssen. Und deswegen steigen die Preise und parallel der Anreiz da zu investieren und neue Kapazitäten, Produktionskapazitäten zu installieren. Und das sind ganz normale ökonomische Entwicklungen. Jetzt fragt sich, wie sich das in der kurzen Frist entwickelt. Aber insofern ist natürlich das Preissignal immer ein Signal. Wir brauchen da zusätzliche Kapazität. Und dann kann man sich wieder überlegen, bleibt das jetzt so? Wird diese Nachfrageverschiebung so nachhaltig werden, persistent sein oder geht das wieder zurück? Bei klimafreundlichen Technologien ist es genauso. Da werden wir auch Bedarf haben nach seltenen Erden. Und zum Beispiel, wir führen das im Gutachten aus, die EU-Kommission hält da eine Liste vor von Rohstoffen, auf die es in Zukunft ankommen wird und nimmt da eine Analyse vor, zum Beispiel, wer sind die aktuellen Lieferanten, wer sind die aktuellen Produzenten, Anbieter dieser Rohstoffe und gibt es da Monopolstellungen in dem Sinne, dass nur einzelne Länder über diese Vorhaben verfügen? Oder gibt es auch andere Länder, die diese Vorhaben zwar über diese Vorhaben verfügen, aber sie aktuell noch nicht ausbeuten? Und das kann natürlich dann Anlass geben, auch strategisch zu agieren, entweder Kooperationen mit den entsprechenden Ländern einzugehen, anzubahnen. Oder eben auch Forschungsaktivitäten, die darauf abzielen, diese kritischen Rohstoffe zu vermeiden. Aber diese langfristige Vorausschau ist da ganz wichtig. Und meiner Meinung nach müsste Deutschland sich da auch noch mehr engagieren. Das ist vielleicht keine Aktivität, die man auf Bundeslandebene erwarten würde. Das ist eine Aktivität, wo man sich sicherlich auf Bundesebene stärker sozusagen mit der EU koordinieren sollte, eben diese langfristigen Vorausschauaktivitäten voranzutreiben, damit man da keine bösen Überraschungen erlebt. Ja, danke schön. Und wir sind natürlich hier auch trotzdem dankbar für Hinweise, die nicht nur unser Bundesland betreffen, weil natürlich wir sind natürlich das bevölkerungsreichste Bundesland. Da ist ja auch immer wichtig, dass man so einen Einfluss natürlich auch auf Bundesebene geltend macht. Also von daher danke für diese Ausführung. Ich komme jetzt aber einmal auch auf die Frage Bundes- und Länderebene zu sprechen. Sie sind ja auch darauf eingegangen, auf die Frage der Investitionen, auch der staatlichen Investitionen. Und es schwebt immer so ein bisschen über allem die Frage der Schuldenbremse auf Bundesebene, aber eben auch auf Länderebene. Und die ist auf Länderebene ja zum Teil noch etwas
strikter. Und deswegen an Sie die Frage, was Sie an der Stelle bei der Schuldenbremse eben auch für eine Möglichkeit sehen, damit umzugehen. Natürlich wollen wir zukünftigen Generationen auch nicht Schulden ohne Ende hinterlassen, aber gleichzeitig sind natürlich Investitionen in diesen wichtigen Transformationsprozess unglaublich wichtig. Vielleicht können Sie uns dazu auch noch mal zu dieser ganzen Frage der Finanzierung und der Rahmenbedingungen, die es da auch gibt, auch noch ein paar Ausführungen geben. Ja, natürlich, sehr gerne. Das ist natürlich gerade eine heiß diskutierte Frage. Wir haben uns ja sogar im Sachverständigenrat da nicht ganz einheitlich geäußert, und das kann man ja auch nachlesen. Wir haben dann versucht, im Gutachten unsere jeweilige Argumentation sehr transparent zu machen, dass man einfach aufgrund der Argumente sich auch überlegen kann, was kaufe ich nicht. Meine persönliche Meinung ist, dass wir sehr stark auf die fiskalische Nachhaltigkeit achten sollten und dass es gute Gründe gibt, die Schuldenbremse auch im Kontext dieser signifikanten Herausforderungen, die wir im Klimaschutz haben, nicht aufzuweichen. Und das glaube ich vor dem Hintergrund von verschiedenen Perspektiven. Zum einen, wenn man sich tatsächlich auf die öffentlichen Budgets mal draufschaut, ist es so, dass die Knappheit meiner Meinung nach nicht so groß ist, wie sie immer behauptet wird. Im Wesentlichen haben wir im Bundeshaushalt, damit habe ich mich jetzt stärker auseinandergesetzt, also ich habe mich mit dem nordrhein-westfälischen Landeshaushalt jetzt nicht in dem Detail auseinandergesetzt, aber im Bundeshaushalt kann man zumindest sagen, dass dort umfassende Mittel für Investitionen vorgesehen sind für 22 bis 25. Das ist ein Aufwuchs von 30% gegenüber 2019. Also hier, es wurde schon mal in der mittelfristigen Haushaltsplanung aufgestockt. Und es gibt durchaus, wenn man richtig priorisiert, signifikante Potenziale, zusätzliche Mittel für Investitionen zu heben. Das ist natürlich politisch immer anstrengender, als wenn man jetzt sagen würde, Geld kommt irgendwo zusätzlich her. Natürlich, dann muss man sich nicht reiben, aber ich glaube, dass sich reiben und die politische Diskussion über die richtige Priorisierung und die Verwendung von Mitteln ist unbedingt notwendig, weil wir einfach wirklich auch vieles tun, was dem Klimaschutz und auch zukünftigen Generationen überhaupt nicht nützt. Womit wir uns viel zu wenig auseinandersetzen, ist die Demografie und die Notwendigkeiten der Reform der Rentenversicherung. Da wird eine riesige Herausforderung auf uns zukommen, die natürlich den Bundeshaushalt immer mehr belastet. Wir haben 20% der Ausgaben sind jetzt schon der Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung, und der wird ansteigen. Es gibt drastische Szenarien, die möchte ich jetzt hier gar nicht in den Raum stellen. Aber da müssen wir sicherlich was tun. Und es gibt, und das muss man auch sagen, im Klimaschutz sehr viele kleinteilige Maßnahmen, die eigentlich von unten, von unten nach oben umverteilen. Also gucken Sie zum Beispiel die Kaufprämien für Fahrzeuge an. Wer kommt in den Genuss der Kaufprämien für Elektrofahrzeuge? Das sind natürlich Besserverdienende. Es wird trotzdem aus dem allgemeinen Steuertopf bezahlt. Pendlerpauschale, da gibt es natürlich viele, die gut verdienen, die in den Genuss kommen. Die Pendlerpauschale hat jetzt auch fragwürdige Anreizwirkungen. Insofern könnte man dahin gucken. Dienstwagenprivileg ist eine andere Subvention, die eigentlich sehr fragwürdig ist. Also es gibt viele, viele Aufgaben, die aktuell im Haushalt enthalten sind, die man durchaus hinterfragen kann. Und ich glaube, diese Aufgabenkritik sollte man auch vornehmen. Und wir müssen eben auch sehen, wir werden ein signifikantes Wachstum realisieren in den kommenden Jahren. Und wenn wir nicht den gesamten Anstieg der Steuereinnahmen für laufende konsumtive Ausgaben vorsehen, sondern eben auch da Investitionen priorisieren, dann haben wir auch nochmal signifikante Spielräume. Also ich würde denken, von dieser Perspektive her ist ein relativ großes Volumen doch verfügbar, wenn man das richtig angeht. Und ich sehe umgekehrt aber sehr viele politökonomische Probleme, wenn man jetzt sagt, man verschuldet sich zusätzlich für Zukunftsinvestitionen, weil meiner Meinung nach es ganz schwer ist, tatsächlich einerseits sich zu einigen, was sind denn diese Zukunftsinvestitionen, was mache ich dann mit dem Geld? Darüber gibt es sehr viele unterschiedliche Vorstellungen. Und wenn man es jetzt auch noch auslagert in Investitionsgesellschaften, dann würde man es quasi auch noch aus der politischen Debatte, aus der parlamentarischen Kontrolle herausschälen und würde auch die politische Auseinandersetzung nicht mehr in dem Maße transparent darüber führen können, wie man das eigentlich machen müsste. Also ich bin da
oder eher skeptisch bezüglich der Konstruktionen, die diskutiert werden, weil die haben die gehen mit sehr vielen Problemen einher, die dann glauben lassen, dass man die Gelder am Ende doch nicht in die richtige Verwendung bringt. Und dann nützen sie den zukünftigen Generationen nicht so viel. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass wenn wir es richtig angehen, wenn wir tatsächlich uns dieser politischen Debatte stellen und auch bestimmte Aufgabenbereiche des Staates hinterfragen, die vor allen Dingen von unten nach oben umverteilen, dann können wir doch noch signifikante Summen, Spielräume da generieren. Ja, ganz herzlichen Dank auch für diese Äußerung, wo wir sicherlich eigentlich noch einiges zu diskutieren hätten. Und Ihr Angebot, dass wir das gerne an anderer Stelle nochmal machen, nehme ich gerne auf. Wir haben jetzt viele Fragen, die noch eigentlich im Chat auch gekommen sind zu den Aspekten der globalen Verantwortung oder wo ist denn eigentlich vielleicht welche Entwicklung auch besser. Wir schaffen das jetzt leider nicht. Das wäre, glaube ich, auch eine fast eigene Veranstaltung, wenn wir diese Fragen hier auch noch klären. Erstmal herzlichen Dank an Sie, Frau Professor Grimm, dass Sie zugeschaltet waren, dass Sie uns hier die Einblicke gegeben haben und auch noch für eine kurze Diskussion zur Verfügung gestanden haben. Herzlichen Dank und Ihnen ja erstmal ein schönes restliches Wochenende. Danke. Ja, ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch eine tolle Veranstaltung und wir können sehr, sehr gerne mal was machen, wo wir den Rest der Fragen dann abarbeiten. Super, danke schön. Ja, und jetzt machen wir weiter mit einer kleinen Videoeinspielung, bevor wir dann zum nächsten Vortrag kommen. Hallo, ich bin Katja Dörner, die Oberbürgermeisterin von Bonn. Bei uns in den Kommunen und auch bei uns hier in Bonn ist klar, wir müssen investieren, um den Herausforderungen der Klimakrise entgegenwirken zu können. Wir müssen Klimaschutz betreiben, wir müssen Klimaanpassung betreiben. Die Stadt Bonn hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Wir wollen bis 2035 klimaneutral werden. Da machen wir selber sehr viel. Als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen haben wir eine Photovoltaikpflicht für Neubauten jetzt schon im Rat beschlossen. Wir machen eigene Förderprogramme. Wir wollen die Verkehrswende, mehr Investitionen in den Radverkehr, in den ÖPNV, in die Verkehrsträger, die das Klima, die unsere Umwelt nicht belasten. Aber alleine können wir als Kommunen das nicht schaffen. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass wir auch auf Landesebene ein Sofortprogramm fürs Klima bekommen, das eben uns als Kommunen finanziell unterstützt, dass es uns aber auch ermöglicht, als Kommunen weitreichendere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dafür ist die Zeit jetzt wirklich reif. Ja, das war Katja Dörner, Oberbürgermeisterin aus Bonn mit einer neuen Perspektive. Und jetzt steht hier bei mir Dr. Christoph Bertram. Er leitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung das Team zur internationalen Klimapolitik der Energiesystemgruppe und ist an Forschungen beteiligt, unter anderem zu Politikanalysen und Wechselwirkungen zwischen mittelfristigen Energie- und Klimapolitiken. Und er hat Physik studiert, Physik und Politikwissenschaften und promoviert im Bereich Ökonomie. Ja, und ich freue mich jetzt ganz herzlich darüber, dass Sie uns einen Input geben zum Thema, welche Energie- und Klimapolitik wir für unsere Klimaziele brauchen. Bitte schön, Herr Dr. Bertram. Ja, herzlichen Dank, Frau Brems, für die Einführung und auch für die Möglichkeit, hier heute zu meiner und der anderen Forschung zu internationaler Klimapolitik und Energiepolitik zu reden. Ich habe vor, in den nächsten 10 Minuten Ihnen ganz kurz einerseits aus dem letzten Sachstandsbericht zu zeigen, nochmal, was die letzten Argumente sind, warum wir wirklich den maximalen Temperaturanstieg als Kernelement des effektiven Klimaschutzes brauchen, was das bedeutet für die nächste Dekade an Schritten, ganz konkret, um dann überzuleiten zum dritten Punkt der internationalen Klimaschutzarchitektur und insbesondere auch den Punkten, die jetzt gerade in Glasgow bei der COP26 aktuell sind und dann überleitend auf die Rolle der EU, Deutschlands und von NRW. Zum ersten Punkt. Ich habe zwei sehr schöne Illustrationen, die Kolleginnen vom Arbeitsbereich 1 des IPCC im April diesen Jahres präsentiert haben. Im ersten Blick sozusagen auch natürlich bekannte Sachverhalte, die aber eben nochmal neu illustriert wurden, was, glaube ich, sehr hilfreich ist. Hier sehen wir einerseits den Anstieg der durchschnittlichen Mitteltemperatur, der jetzt eben schon um 1,1 Grad zugenommen hat. Und auf der X-Achse, horizontal also, sehen wir nicht die Zeit, wie das üblicherweise dargestellt wird, sondern hier sind die kumulierten CO2-Emissionen durch menschliche Verursachung, also hauptsächlich durch Verbrennung von fossilen Energieträgern, aufgezeigt. Und man sieht eben diesen sehr schönen linearen Zusammenhang zwischen den beiden
Kurven hier. Und das Interessante ist natürlich, wir wissen, die Emissionen haben über die Zeit pro Jahr zugenommen. Das heißt, wir haben hier eine Beschleunigung der Kurve, wie man es unten hoffentlich sehen kann, mit den immer längeren Wegstrecken, die hier zurückgelegt werden und damit eben auch der Temperaturanstieg sich beschleunigt. Und das kann man jetzt eben auch hinnehmen, um sozusagen mit diesem Sachverhalt die zukünftigen Trajektorien sich anzugucken und sehen eben einerseits unten, was in den nächsten 3 Dekaden allein schon wir zusätzlich an Weg nach rechts und damit eben auch an Weg nach oben, also an zusätzlichen Temperaturanstieg bekommen. Und in Gelb ist sozusagen ein Pfad, wo man sieht, die Abschnitte bleiben etwa gleich. Das heißt, wir würden mit konstanten Emissionen weitergehen. Da würden wir schon bis 2050 etwa 2 Grad Temperaturanstieg erreichen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, einen sehr positiven Fall zu erreichen, der in Blau gezeigt wird, wo eben Temperaturanstieg nur bis 1,5 Grad erreicht und dann auch da gestoppt wird, weil wir dann eben nämlich, wie wir es unten sehen können, die jährlichen Emissionen schon auf Null gebracht hätten. Und genau, das ist sozusagen die Motivation, warum wir eben insbesondere sehr gut daran täten, so tief wie möglich den Klimawandel zu stoppen. Das zählt wirklich jedes Zehntel Grad. Ist auch aufgezeigt mit den neuen Erkenntnissen zu den Extremereignissen und wie die jetzt schon zugenommen haben. Sie sehen hier die Punkte. 1 von 10 Jahren war früher sozusagen so ein typisches Hitzeereignis, was damals einmal in 10 Jahren passierte, ist passiert jetzt schon 3-mal alle 10 Jahre. Und wir wissen, das wird noch zunehmen. Bis 2050 werden wir auf jeden Fall Klimaerhöhung bis 1,5 Grad bekommen, sodass wir dann schon eine vierfache Häufung dieser Extremereignisse haben. Und die Ereignisse nehmen auch in Intensität zu. Es kann aber eben, wenn wir bei konstanten Emissionen blieben, wenn wir nicht die Politik noch nachstärken, wie sie jetzt geplant ist, dann haben wir eine Situation, wo wir schon bis 2050 eine 6-fache Verstärkung dieser Effekte haben und wissen dann, dass natürlich dann auch Klimawandel noch nicht gestoppt ist, sondern weiter Richtung 3 Grad, 4 Grad weitergeht. Das Gleiche kann man aufzeigen, auch eben für extreme Ereignisse wie extreme Niederschläge, wie es ja dieses Jahr eben auch gerade hier in dem Bundesland Nordrhein-Westfalen ein Problem war. Und was können wir jetzt tun, um wirklich auf diesen blauen Pfad zu kommen, wo wir jetzt schon in der nächsten Dekade Emissionen runterbringen? Da ist, kann man sagen, aus der Wissenschaft eigentlich der Konsens in den letzten 6 Jahren sehr deutlich gewachsen, dass es wirklich, wie es auch Frau Professorin Grimm ausgeführt hat, der Kernpunkt ist die Dekarbonisierung des Stroms und insbesondere Sonne und Wind, hier gezeigt in Gelb und Blau, als die Anteile an der Gesamtinvestition ins Energiesystem, tragen da eine sehr, sehr große Rolle, müssen etwa vervierfacht werden in absoluten Zahlen. Und wie Frau Grimm das auch eben erzählt hat, ist es ja eben, dass Strom auch die Basis ist für die Dekarbonisierung in anderen Bereichen. Und auch dazu möchte ich gewissermaßen so ein bisschen aus der Vogelperspektive den Blick, wie hat sich letztlich die Forschung in den letzten Jahren dazu weiterentwickelt. Und da kann man eben ganz klar sagen, dass wir, was wir früher noch gedacht haben, sind Sektoren, die eher schwierig zu elektrifizieren sind, zum Beispiel normale Fahrzeuge, wissen wir jetzt eben schon, das ist keine Schwierigkeit mehr. Und wir sehen eben diesen sehr großen Effizienzvorteil, dass wir eben 5-mal so viel Mobilität ermöglichen können, wenn wir das auf batterieelektrischen Wege machen, als wenn wir das über sogenannte synthetische Kraftstoffe mit normalen, bekannten Fahrzeugen machen würden. Im ähnlichen Bereich sind die Effizienzvorteile im Wärmesektor. Und wir wissen eben auch, dass natürlich auch erneuerbare Energien nicht praktisch unbegrenzt verfügbar sind. Und insofern ist es eben wichtig, dass man bei der Transformation wirklich effizienteste Lösungen vorzieht. Und wir sehen, dass die Entwicklung in diesem Bereich sehr rasant ist. Das heißt, was jetzt noch als schwierig zu direkt elektrifizieren angesehen wird, kann gut sein, dass es eben schon in wenigen Jahren ganz anders aussieht. Damit möchte ich kommen zu dem Punkt der internationalen Klimaschutzarchitektur, wo man sagen muss, leider diese rasanten Technologiefortschritte aus den letzten Jahren noch nicht sich richtig widerspiegeln. Wir haben den Fall, dass die Zusagen, die die Länder gemacht haben für die nächsten 10 Jahre, sie wurden in einigen Ländern, zum Beispiel eben in der EU und auch Deutschland damit, schon signifikant nachgebessert. Auf dem globalen Bild sieht man hier sozusagen der graue Bereich, das war sozusagen der Status von Paris. Und jetzt dieser blaue Bereich, man sieht, das überlappt sehr groß, ist es nur eine wirklich minimale Verbesserung, die die gesamten Ziele für 2030 bisher bedeuten. Deswegen muss da eben nachgeschärft werden und das ist sozusagen die gute Entwicklung aus Glasgow, dass das ja wirklich zum Thema gemacht wird, dass die Staaten nicht erst in 4 Jahren wieder nachbessern, sondern schon nächstes Jahr nochmal neu evaluiert werden muss, was kann jedes Land tun, um globalen Klimaschutz voranzubringen.
Seit Paris gab es auch die Entwicklung, dass sehr viele Länder jetzt die sogenannten Net-Zero-Pledges für 2050, 60 oder 70 gebracht haben. Und natürlich ist das auch ein kleiner Fortschritt. Das ist gut, dass jetzt eben auch klar ist, auch sozusagen noch vergleichsweise arme Entwicklungsländer wie Indien werden langfristig natürlich nur in einer dekarbonisierten, defossilisierten Weise ihre Wirtschaftssysteme aufbauen können. Aber das Problem ist, wir wissen, in vielen Fällen sind eben die 2030-Ziele nicht passend für diese Langfristziele des Netto-Nulls. Oder in Fällen wie zum Beispiel in Deutschland und Europa, wo das 2030-Ziel halbwegs adäquat ist, wissen wir halt, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir die Politiken eingesetzt haben, die sicherstellen, dass wir dieses 2030-Ziel auch erreichen. Und die Erreichung dieses Ziels eben auch verlässlich und vorhersehbar ist eben so wichtig, um in Glasgow, in diesem internationalen Klimaschutzprozess, eben auch das Vertrauen zu bringen und zu kreieren, was dann auch dazu führt, dass auch andere Länder wie China, Indien ihre eigenen Ziele nachschärfen können. Warum das so wichtig ist, hier nochmal illustriert mit den Anteilen der fossilen CO2-Emissionen 2019. Einerseits mit den Farben, die unterschiedlichen Länderblöcke gekennzeichnet. Blau zum Beispiel G7 und Europa, also gewissermaßen die Industrieländer, die alten. Und dann sieht man eben in Gelb China, Grün Indien und den Rest der Welt. Und jeweils die dunkle Schattierung zeigt den Anteil der Stromerzeugungsemissionen. Und das sind insgesamt eben 44% weltweit, aber eben mit einem deutlich höheren Anteil in China und Indien als im Vergleich zu G7 und EU. Und wir haben ja vorher gesehen, dass eben für die nächsten Jahre der ganz entscheidende Schritt ist, die Stromerzeugungsemissionen runterzubringen. Und dadurch stellt sich jetzt hier eben die Frage, wie, und das ist dann die Überleitung zum Thema der Rolle Deutschlands, EU und Nordrhein-Westfalen, wie können wir es eigentlich schaffen, diese großen Bereiche mit 13-16% zu beeinflussen, wo natürlich Deutschland nicht direkt Einfluss drauf hat. Und da gibt es sozusagen eine Sache, die sozusagen in der Vergangenheit schon positiv funktioniert hat, dass eben Technologien auch hier gefördert wurden, die mittlerweile wie Sonne und Wind global zur Verfügung stehen, zu wesentlich besseren Preisen, als das früher noch der Fall gewesen wäre. Aber wo es wirklich noch weiterhin hakt, ist die Finanzierung. In Glasgow ist es letztlich noch nicht zum Durchbruch gekommen, dass sozusagen diese Zusage, die schon seit 12 Jahren im Raum steht, dass entwickelte Länder den Entwicklungsländern pro Jahr mindestens 100 Milliarden US-Dollar sowohl für die Klimaanpassung als aber eben auch für Klimaschutz zur Verfügung stellen. Das ist leider immer noch nicht erreicht und ist im Vergleich zu den Gesamtinvestitionsbedarfen auch nur eine vergleichsweise niedrige Summe. Und die andere Sache, die auch schon angesprochen wurde heute, ist ja die Frage, dass es eben um eine modellhafte Transformation geht. Insbesondere umso früher die passiert, umso mehr Einfluss kann auch so eine sozusagen Vorbildfunktion wirksam sein, global. Und da ist es eben das, was genau die Professorin Grimm auch sehr deutlich ausgeführt hat. Natürlich ist es einmal wichtig, dass wir insgesamt, auch wenn wir uns den Politikmix anschauen, da eine gute, ausgewogene, nachhaltige Lösung finden, die für andere Länder attraktiv ist, zu kopieren. Aber eben ist es eben auch sehr wichtig, dass wir einerseits diese ganz schnelle Dekarbonisierung des Stromsektors erreichen. Und dafür ist einfach das Beschleunigen des Kohleausstiegs absolut essentiell. Und das ist auch ein Thema, was in Glasgow, wo sozusagen aktuell zu dieser Stunde hart dazu gerungen wird, dass eben auch die Formulierung zu einem beschleunigten Kohleausstieg in den Abschlusstext überführen. Und natürlich wäre es eben enorm wichtig, dass so ein großes Industrieland wie Deutschland kurz nach Glasgow dann auch zeigen kann, dass gewissermaßen diese Beschlüsse wirklich eine Wirkung haben, dass eben Deutschland sagt, natürlich, wir haben verstanden, für einen 1,5-Grad-Pfad muss der Kohleausstieg sehr deutlich vor 2038 erfolgen. Und weil eben, wie ja auch schon ausgeführt, Nordrhein-Westfalen wirklich die Chance hat, eines der ersten dekarbonisierten Industriesysteme zu sein, ist es eben natürlich auch wichtig, ob hier gewissermaßen sektorübergreifende Lösungen mit möglichst hoher Effizienz gefunden werden oder ob man sich gewissermaßen eigentlich letztlich auf nicht nachhaltige Lösungen hier fokussiert, was eben sehr viel schlechter wäre für die globale sozusagen nach Vorbildfunktion. Ja, und damit bin ich zum Ende. Ich habe, befürchte ich, auch leicht überzogen, aber hoffe, dass ich eben eindeutig zeigen konnte, dass es wichtig ist, jetzt die Emissionen global runterzubekommen und dass dafür eben insbesondere der Stromsektor sehr entscheidend ist, wo aber die Schwierigkeit ist. Es ist global, muss Kooperation ermöglicht werden durch Aufbau von Vertrauen und dafür ist es eben entscheidend, dass Deutschland, dass eben auch NRW mit gutem Vorbild vorangeht, einen beschleunigten Kohleausstieg und aber eben auch eine Findung von den effizienten Lösungen für den Systemumbau. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich
warte eigentlich darauf, dass jetzt ein Video eingeblendet wird. Hoffen wir. Und wir dann weitermachen können im Programm. Sorry, dass ich mich jetzt aus dem Hotelzimmer melde und zu Ihnen spreche, aber es sind turbulente Zeiten für die stromintensive Industrie und ich bin die Tage sehr viel unterwegs. Mein Name ist Herbert Haug. Ich bin zuständig für Energiewirtschaft bei der Trimet Aluminium SE und kann vor diesem spezifischen Hintergrund natürlich nicht für ganz NRW sprechen. Aber viele Industrieunternehmen wie wir haben Transformationsstrategien entwickelt hin zu einer klimaneutralen Produktion bis 2045 bzw. bis 2050 und wir von Trimet, wir haben das auch. Wir möchten unsere Aluminiumproduktion in Deutschland bis 2045 dekarbonisieren. Die Umsetzung dieser Strategie, die erfordert jedoch kapitalintensive Investitionen, die nur über einen langen Zeitraum refinanziert werden können. Zur Umsetzung hierfür brauchen wir entsprechend langfristige Planungshorizonte. Und die stehen und fallen mit erstens stabilen, industriefreundlichen, regulatorischen Rahmenbedingungen für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Zweitens einem verlässlichen Schutz vor Carbon Leakage über die gesamte Transformationsphase dieser 15 bis 20 Jahre. Drittens umgehend grünem Strom. Wir brauchen dringendst grünen Strom, bedarfsgerecht angeboten und zu langfristig stabilen, international wettbewerbsfähigen Preisen. Und viertens einem niederschwelligen, unbürokratischen Zugang zu Fördermitteln für die Entwicklung und Erprobung dieser neuen klimafreundlichen Transformationsstrategien. Das sind die vier Säulen, die notwendig sind, damit wir und viele andere stromintensive Industrieunternehmen ihre Transformationsstrategien im Interesse des Klimaschutzes und einer erfolgreichen Energiewende erfolgreich umsetzen können. Vielen Dank. Ja, das war Herr Haug von Trimet Aluminium mit nochmal einer anderen Perspektive hier für uns. Und neben mir steht jetzt schon Karl-Martin Henschel. Er ist Mathematiker und ist Autor des Handbuchs Klimaschutz. Und er hat für uns die Studie, wie kann Nordrhein-Westfalen auf den 1,5-Grad-Pfad kommen, geschrieben, er und sein Team zusammen. Und ich freue mich jetzt, dass du hier das Ergebnis in aller Kürze vorstellst. Es ist halt schon ordentlich und dick. Wir schaffen das nicht, den kompletten Inhalt darzustellen. Es geht einfach ein bisschen um die kursorischen Inhalte. Und danach in den Zukunftsgesprächen reden wir ja auch noch mal über einzelne Aspekte etwas tiefer. Ich freue mich, dass du hier hingekommen bist und jetzt auf deine Vorstellung. Bis gleich. Ja, einen schönen guten Morgen. Danke, dass ich das vorstellen darf und danke auch an die Fraktion, dass ich diese Studie schreiben durfte. Das war für mich auch ein Erlebnis, sich nochmal so intensiv mit Nordrhein-Westfalen zu beschäftigen. Ich glaube, die Folien müssten jetzt eingespannt werden. Ja, da sind sie. Zwei Vorbemerkungen. Einmal zu der Studie selber. Wir haben in der Vorarbeit für diese Studie über 300 wissenschaftliche Studien der letzten 10 Jahre von allen großen Klimainstituten ausgewertet. Wir haben hunderte von weiteren Quellen ausgewertet. Diese Studie ist zwar im Auftrag der Grünen Landtagsfraktion erstellt, es ist aber ein Gutachten, das Stand der Wissenschaft ist und keine Wunschveranstaltung. Wir haben nur das reingeschrieben, was verwertbar ist, was quellenbasiert darstellbar ist, wie kann NRW das tun, was möglich ist, um beizutragen, dass die Welt auf den 1,5-Grad-Pfad kommt. Zweite Bemerkung. Wenn man die Pro-Kopf-Emissionen pro Kopf und das Budget pro Kopf rechnet für einen Weltbürger, um auf 1,5-Grad-Pfad zu kommen, und das vergleicht mit dem, was in NRW möglich ist, dann muss man ganz klar sagen, NRW kann nicht auf 1,5-Grad-Pfad kommen. Dafür sind die Emissionen viel zu hoch, sonst müssten morgen alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Aber wenn NRW das tut, was wir dargestellt haben, was wissenschaftlich und technisch möglich ist, dann trägt NRW ganz wesentlich dazu bei,
dass diese Welt in diese Richtung kommt. Viele andere Länder haben ja viel geringere Emissionen. Und wenn wir das machen, dann sind wir 2035, können wir um 90% reduzieren. 2040 kann NRW klimaneutral sein. Und das würde bedeuten, dass wir entscheidend dazu beitragen, auch das technische Know-how dazu beizutragen, dass die Welt das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen kann. Hier ein Vergleich, wie unterschiedlich die Problematiken sind. Links sieht man Nordrhein-Westfalen und dort sind 46% aller Klimaemissionen, Klimagase aus dem Energiesektor und der schwarze Balken, das ist die Kohle, der größte Teil. Wenn man nach rechts guckt, zum Beispiel mein Heimatland Schleswig-Holstein, da sieht es völlig anders aus. Da ist der Kohleausstieg schon fast durch. Wir sind in 4 Jahren fertig. Das Problem bei uns ist die Landwirtschaft und der Boden, insbesondere die Moore. Wir haben dort die größten Emissionen bundesweit aus ehemaligen trockengelegten Mooren. Und das ist unser zentrales Problem, was Milliarden kosten wird. Man sieht also, die Problematik ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Es gibt auch verschiedene Wege. Wir hatten gerade den Beitrag von Professor Grimm gehört zum Thema der Wasserstoffwirtschaft. Es wird diskutiert Wasserstoffwirtschaft, es wird diskutiert maximale Elektrifizierung. Dort hat der Kollege eben aus Potsdam etwas zugesagt. Und wir haben gerechnet in der Studie einen Mittelweg, der etwas mehr in Richtung Elektrifizierung geht. Warum? Wenn wir in Richtung Wasserstoffwirtschaft gehen und im Wesentlichen auf Wasserstoff setzen, dann landen wir bei einem sehr großen Energiebedarf und wir haben dann enorme Probleme, diese Energie bereitzustellen, weil wir werden sowieso dreimal so viel Strom an Primärenergie brauchen, wie wir es heute brauchen. Wenn wir auf maximale Elektrifizierung gehen, wird die ganze Sache wesentlich kostengünstiger und energiesparender, hat aber einen Nachteil. Wir kriegen es so schnell nicht hin, weil wir dann praktisch die gesamte Industrie und große Teile des Verkehrssektors und so weiter umbauen müssen. Deswegen haben wir in der Studie einen Mittelweg gerechnet. Und je nachdem, wie weit wir elektrifizieren, hängen dann die Kosten und der Energiebedarf ab. Dieser Mittelweg scheint uns der schnellste Weg zu sein und darauf kommt es an, wenn wir die Welt möglichst schnell klimaneutral machen wollen. Ein ganz entscheidender Faktor wird sein, inwieweit wir es schaffen, in den nächsten 15 Jahren die Recyclingwirtschaft zu etablieren. Also in wesentlichen Bereichen des Rohstoffverbrauchs, in der Kunststofffrage, in der Stahlfrage und so weiter zu einem bis 50-90%igen Recycling aller Stoffe zu kommen. Der zweite zentrale Punkt ist der Einstieg in die Bioökonomie. Dafür wird auch wesentlich abhängen, ob wir bei den jetzigen Produkten bleiben und nur 1:1 umstellen oder ob es uns gelingt, tatsächlich gerade in der chemischen Industrie zu völlig neuen Produkten zu kommen in den nächsten 20 Jahren, die dann zu einer wesentlich effizienteren Nutzung der Rohstoffe führen können. Eckdaten unserer Studie, was ist möglich in NRW? Der Kohleausstieg ist ohne Zweifel, darüber sind sich alle Studien einig, bis 2030 möglich. Wir können bis 2030 fast 80% der heutigen Emissionen einsparen, davon die Hälfte durch den Kohleausstieg, die andere Hälfte dadurch, dass wir in wesentlichen Bereichen wie Verkehr, Hauswärme und Industrie in die Elektrifizierung einsteigen und dass wir den Energiesektor weitgehend schon dekarbonisieren. Die zweite Phase ist 2035. Bis 2035 kann der Energiesektor und der Verkehrssektor klimaneutral sein, mit Ausnahme des Flugverkehrs, da bleiben Restemissionen. Bis 2040 können dann die restlichen Bereiche klimaneutral werden, wobei wir Restemissionen bleiben in der Zementindustrie, die sind nicht vermeidbar, in der Viehzucht und in der Düngung. Moment.
Diese Restemissionen müssen kompensiert werden. Der billigste Weg der Kompensation in den nächsten 20 Jahren ist nach unseren Rechnungen, die auf Studien basieren, der Umbau der Wälder zu wesentlich mehr Laubwäldern und ökologisch betriebenen Wäldern und eine Neuaufforstung von Wäldern um die Größenordnung von 12%. Das würde ermöglichen, 2040 klimaneutral zu werden. Für die nächsten 20 bis 30 Jahre ist der Umbau des Waldes und Neuaufforstung billiger als die technologischen Vermeidungsemissionen, Kompensationsmaßnahmen wie CCS, DAC, CCU und Bio-CCS. Es gibt 5 kritische Punkte in NRW, die gelöst werden müssen. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Sektoren ein, sondern nur auf ein paar kritische Punkte. Einmal der Energiesektor ist entscheidend für alles. Das heißt, wir müssen aus der Kohle raus und wir müssen einen massiven Ausbau der Erneuerbaren auch in NRW hinbekommen. Also insbesondere Photovoltaik auf die Dächer und Freiflächenphotovoltaik und Windkraft in ganz NRW. Die muss das 2% Flächenziel erreicht werden. Wir brauchen den Umbau der Wärmenetze für den Kohleausstieg. Das heißt, der Kohleausstieg ist ohne weiteres möglich. Da aber viele Kohlekraftwerke Wärme in den Städten produzieren, neben der Stromproduktion, müssen die Wärmenetze entsprechend angepasst werden oder es müssen entsprechende Lösungen gefunden werden. Das ist detailliert in der Studie dargestellt. In der Industrie ist es im Grunde sind die wesentlichen Maßnahmen in der Industrie klar und die Industrie wartet bereits darauf loszulegen, wenn die Finanzierungsrahmenbedingungen stimmen. Der zentrale Punkt, der noch gelöst werden muss im Bereich der Chemieindustrie, ist das Kunststoffrecycling. Das muss bis auf 50% hochgetrieben werden, damit wir nicht ungeheure Mengen von grünen Rohstoffen, erneuerbaren Rohstoffen importieren müssen. Wir müssen sowieso ungeheure Mengen importieren. Und letztlich im Verkehr haben wir neben dem Umbau und neben vielen anderen Maßnahmen Elektrifizierung ein zentrales Problem in NRW, das wir in anderen Bundesländern übrigens nicht haben. In NRW sind die Trassen in einigen Strecken schon voll ausgereizt. Wir müssen also zum Beispiel in der Rheinachse eine zusätzliche Gütertrassen bauen und auch nach Hannover rüber vom Ruhrgebiet. Und wir müssen einen massiven Ausbau von Schienenstrecken für den SBNV, also Stadtbahnstrecken, insbesondere im Ruhrgebiet, das hinkt dort stark hinterher. Köln und Düsseldorf ist das schon wesentlich weiter. Aber wir haben einen großen Bedarf an Ausbaustrecken im SBNV. Wir haben gerechnet, etwa 1000 Kilometer neue Strecken müssen gebaut werden. Das ist eine riesige Investition für die nächsten 15 Jahre. Im Wärmebereich wird das große Thema Handwerkermangel sein. Da hat mein Vorredner ist da schon drauf eingegangen. Und damit komme ich zur Energiebilanz. Wir importieren heute 70% der Primärenergie in NRW. Das ist überwiegend Kohle, Öl und Erdgas. Braunkohle wird ja hier transproduziert. Wir werden im Jahre 2040 nach dem Handbuchpfad etwa 70% der Primärenergie wiederum importieren, aber davon 30% nicht mehr aus dem Ausland, sondern aus dem Inland. Das werden im Wesentlichen Strom aus erneuerbaren Windanlagen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein sein. Und es wird sein Wasserstoff aus dem Norden, der dort aus Spitzenstrom produziert wird. 40% der Energie werden weiterhin aus dem Ausland importiert. Das wird überwiegend Power to Liquid sein, also grünes Kerosin, grünes Naphtha, grünes Methanol und andere Rohstoffe für die Chemie und für Flugverkehr und Schiffsverkehr und Wasserstoff. Es gibt eine mögliche Alternative zu diesem Szenario, das ist Strom in großem Umfang aus Russland über Verträge zu importieren. Das haben wir nicht gerechnet, ist aber etwas, was diskutiert werden sollte. Dann könnte hier in NRW aus dem Strom Power to Liquid, also Methanol, Naphtha und so weiter,
hier in NRW erzeugt werden, was industriepolitisch vielleicht sinnvoll ist, dann könnte in den, zum Beispiel in der russischen Tundra über große Windparks Strom erzeugt werden, der dann über HGÜ-Leitungen nach NRW geleitet wird. Rahmenbedingungen. Die zentrale Rolle werden die Kommunen spielen. Das betrifft, dazu müssen die, muss die Klimaschutz eine Pflichtaufgabe der Kommunen sein. Die Kommunen müssen die notwendigen Kompetenzen und Finanzierungsmittel bekommen. Das ist auch eine Aufgabe der Landespolitik. Die Kommunen müssen Stadtviertel für Stadtviertel Quartierskonzepte entwickeln. Das betrifft insbesondere den Umbau des Wärmesektors und es betrifft natürlich den Verkehrssektor. Dazu müssen Stadtwerke, Sparkassen, Verkehrsbetriebe, Handwerkskammern und alle Akteure, die in dem Bereich relevant sind, eingebunden werden. Zweite große Rahmenbedingung ist das Planungsrecht und die Beteiligungsverfahren. Wir müssen dahin kommen, damit, weil im Moment dauern die Planungen einfach zu lange und es werden zu viele Entscheidungen hinterher wieder gekippt, teilweise auch von den Gerichten. Wir müssen daher frühzeitige Beteiligungen haben und diese frühzeitigen Beteiligungen, wenn es dann zu Prozessen kommt, dann muss es Regelungen geben, dass zum Beispiel, das hat der Kollege Robert Habeck ja mit den Naturschutzverbänden bereits verhandelt, dass wenn es Entscheidungen gibt, dass fehlerhafte Planungen gemacht worden sind, dass dann die Planungen nicht gekippt werden und neu angefangen wird, sondern dass dann die Ausgleichsmaßnahmen verbessert werden und entsprechend reagiert wird. Letztlich brauchen wir Treibhausgase, darüber ist schon viel gesagt worden heute Morgen, und soziale Kompensation, wobei die Mehrzahl der Studien nicht auf die Strompreissenkung, nicht die Strompreissenkung empfiehlt. Das ist eine Diskussion, die noch geführt werden muss. Da sind sich auch die Weisen und die Fachleute unterschiedlicher Meinung. Frau Professor Grimm hat ja die Strompreissenkung empfohlen als soziale Kompensation. Die Mehrzahl der Studien empfiehlt eher ein Bürgergeld, weil die Bürger dann selber merken, was sie bekommen. Und das hat den großen Vorteil, wir brauchen eine hohe soziale Akzeptanz, damit nicht der Eindruck entsteht, die Klimapolitik sei ein Vergnügen für wohlhabende Grünwähler, sondern dass es eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft ist, die sozial gerecht für alle Einwohner dieses Landes durchgeführt wird. Zur Finanzierung. Die Finanzierung der Klimapolitik ist ein Investitionsfonds über 20 Jahre und muss auch so aufgefasst werden. Die positive Auswirkung auf Wirtschaft und Arbeit ist unbestritten und ist in allen Studien angesprochen worden. Ganz wichtig, je schneller es geht, das ist wie beim Bau einer Fabrik, je schneller es geht, desto günstiger wird es. Also alle Vorstellungen, das Ganze in die Länge zu ziehen, weil wir nicht so schnell können, wären falsch. Nur da, wo technische Gründe gibt, brauchen wir eine bestimmte Zeit, zum Beispiel beim Umbau der Chemieindustrie. Deswegen sollten auch durchaus Investitionsmittel genommen werden, die nicht aus dem Haushalt kommen, sagen die meisten Institute. Das sagt ja auch zwei der fünf Weisen, hat in einem Sondergutachten genau diese Position vertreten. Da sind sich die Weisen also auch nicht ganz einig. Die Kostenschätzung für NRW liegt nach den Studien zusätzliche Investitionen in Höhe von 300 bis 400 Milliarden Euro. Davon werden wahrscheinlich durchaus 25% durch öffentliche Mittel benötigt. Diese Schätzungen sind unterschiedlich. Wir hatten ursprünglich nur 10% geschätzt, sind aber doch deutlich höher gegangen, nachdem wir uns die Sachen genauer angeguckt haben. Das bedeutet 5 Milliarden Euro im Jahr in Nordrhein-Westfalen. Die Gelder gehen vor allem in die Häuser- und Stadtsanierung und in den Bahn- und ÖPNV-Ausbau. Außerdem brauchen wir Mittel, das sind aber Bundesmittel, Umbau der Stahl- und Chemieindustrie. Und letztlich Gelder für die Aufforstung, weil die Flächen müssen wahrscheinlich, wenn es wirtschaftlich gemacht wird, aufgekauft werden. Man kann es auch über Private machen, das muss noch geklärt werden. Letztlich kommen wir zu einem volkswirtschaftlichen Break-Even nach etwa 15 Jahren, also im Jahr 2036, wenn wir jetzt loslegen.
Das würde bedeuten, dass wir ab 2036 das ganze Unternehmen sich lohnt und dass die Kredite, die aufgenommen werden, wurden, ab 2036 begonnen werden, zurückzuzahlen. Das Fraunhofer-Ibis-Institut kommt zu der Gesamteinschätzung: Die Klimapolitik ist ein risikoarmes Investitionsvorhaben mit positiver Gewinnerwartung von 4-7% pro anno. Das lässt hoffen und ich hoffe, dass diese Chance hier in Nordrhein-Westfalen genutzt wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jan Kussmann und ich bin 19 Jahre alt und studiere in Bonn. Und ich bin einer von 4 Beschwerdeführern, die im Juli Verfassungsbeschwerden gegen das Landesklimaschutzgesetz NRW eingelegt haben. Im Frühling hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die junge Generation ein Grundrecht auf Klimaschutz hat. Gleichzeitig wurde hier in NRW das Landesklimaschutzgesetz noch einmal verschlechtert, wie wahrscheinlich alle wissen, und deswegen klagen wir. Es war für uns junge Menschen aber auch sehr bitter, im Bundestagswahlkampf zu sehen, dass keine der großen Parteien, auch nicht die Grünen, ein Wahlprogramm vorgelegt hat, das das Pariser Klimaabkommen einhält. Und auch die Grünen haben im Bundestagswahlkampf nicht klar genug gesagt, was uns jungen Menschen in der Zukunft und vielen Menschen weltweit schon heute droht, wenn wir die 1,5-Grad-Grenze nicht einhalten. Wir als junge Generation wollen nicht weiter den Versagen der Politik hinterherlaufen müssen und unsere zukünftige Freiheit erst einklagen, weil die Politik schlicht und einfach versagt. Deswegen wollen wir von allen Parteien ein Wahlprogramm, die Landtagswahl, das mit dem Pariser Klimaabkommen kompatibel ist und unsere Freiheit in Zukunft sichert. Und wenn ihr, liebe Grüne, weiterhin die Klimaschutzpartei sein wollt, dann geht diese Forderung vor allem an euch. Also, wir würden uns freuen, wenn wir uns nicht in einem Jahr vor Gericht sehen, weil das Klimaschutzgesetz der nächsten Landesregierung immer noch nicht ausreicht, um uns jungen Menschen eine sichere Zukunft zu gewährleisten. In diesem Sinne, viele Grüße und bis bald. Ja, zurück hier in unserem kleinen, feinen Studio. Das war ja gerade nochmal ein sehr, sehr eindringlicher Appell, insbesondere eben aus Perspektive der jüngeren Generation, um deutlich zu machen, es muss jetzt was passieren. Wir brauchen jetzt Maßnahmen des konsequenten Klimaschutzes, um Wohlstand, um die Zukunftschancen auch künftiger Generationen zu sichern. Wir haben aber heute Morgen schon Diverses gehört an ganz, ganz spannenden Inputs, die deutlich machen, ja, wir müssen viel tun, wir haben viel zu tun, aber wir haben auch ganz viele Möglichkeiten an der Hand, um das zu tun. Und es ist eben nicht nur eine Frage von, wie schaffen wir es, das Schlimmste abzuwenden, sondern wie nehmen wir diesen Transformationsprozess auch, um Chancen zu generieren, um eben zukunftsfeste Jobs zu generieren. Wir haben es gerade nochmal auch von Karl Martin gehört, aber auch in den anderen Beiträgen, es liegt eben auch in diesem Transformationsprozess eine Chance. Wir haben heute Morgen schon mehrfach auf Glasgow rekurriert. Christoph Bertram, Sie sind ja Leiter des Teams Internationale Klimapolitik beim Potsdam-Institut. Und nun sind die Verhandlungen in Glasgow in die Verlängerung gegangen. Das ist, kann ich so von weiter weg gar nicht so beurteilen, aber erstmal glaube ich kein ganz schlechtes Zeichen, dass man sagt, wir sind noch dabei und versuchen noch die Dinge auf den Weg zu bringen. Aber bislang ist ja durchaus klar, dass die Anstrengungen, dass die Ergebnisse, dass die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft und der Weltgemeinschaft nicht ausreichend sind, um die Pariser Ziele, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Was muss passieren, damit das jetzt wirklich auch möglich ist und welche Vorbildfunktion kann möglicherweise auch Deutschland, kann die EU dabei haben? Wir hören hier in Nordrhein-Westfalen ja im Landtag immer gerne, wir alleine können das Problem ja nicht lösen, aber welchen Beitrag können wir zur Beschleunigung denn leisten? Genau. Ja, also es ist sicher auch völlig richtig, dass es sozusagen letztlich darum ankommt, dass die globalen Emissionen sinken. Und das heißt, es ist wirklich die Frage, was kann jetzt hier umgesetzt werden, das eben auch international Wirksamkeit entfaltet. Und dafür ist es eben ganz klar, Kohle wird jetzt in Glasgow richtig nochmal deutlich angesprochen. Das ist zum ersten Mal, dass in der Abschlusserklärung, bisher nur im Entwurf, aber es sieht sehr gut aus, dass es auch bis zum Ende drin bleibt. Also kann man nur hoffen. Und dann wäre es eben das erste Mal, dass wirklich die Abkehr von der Kohle als globale Notwendigkeit für Klimaschutz ganz explizit eingetragen wird in so eine Abschlusserklärung. Und es ist eminent wichtig, dass die Staaten sofort zeigen, dass diese Beschlüsse auch eine Wirkung haben. Und wenn dadurch eben dann Deutschland und aber eben vielleicht auch NRW als großes Bundesland das proaktiv in die Hand nimmt und nicht nur sozusagen gewissermaßen den beschleunigten Kohleausstieg durch die Hintertür, weil wir jetzt ja diese EU-Zielverstärkung haben. Wir haben ja insofern letztlich
die Anpassungen im Emissionshandel, die ja irgendwie auch schon dazu führen, dass der Markt letztlich schon beinahe erwartet, dass es zu einem deutlich schnelleren Kohleausstieg kommt. Aber es ist halt eine vertane Chance, wenn wir das nicht jetzt auch gleichzeitig offensiv kommentieren, so dass es eben auch von den internationalen Partnern, von den großen Kohlenutzern, insbesondere China und Indien, wahrgenommen wird. Und wir machen uns natürlich auch intern viel eine bessere Situation, wenn es eben für alle eine klare Investitionsperspektive ist. Man weiß, welche Technologien 2030 noch im Markt sind. Man hat aber auch natürlich die Betroffenen, gerade hier in NRW mit den Tagebauanwohnern, die natürlich auch auf Planbarkeit eigentlich hoffen. Jetzt habe ich natürlich die technischen Hinweise sozusagen geschlabbert. Also wenn Sie und ihr auch noch Fragen habt hier ans Podium, dann schreibt die gerne in den Chat. Dann werden wir versuchen, die auch einfließen zu lassen. Disclaimer natürlich sofort, wir werden unter Umständen nicht alles schaffen. Aber auch das nochmal, wir wollen das natürlich, auch wenn wir uns jetzt nur virtuell sehen, so interaktiv wie möglich auch gestalten können. Karl-Martin, du hast die Studie ja gerade im Parforce-Ritt vorgestellt. Sie liegt da vorne ja auch, ist ein ganz schöner Wälzer, liegt auch bei mir auf dem Schreibtisch. Ab und an gucke ich mal sozusagen da rein, um irgendwie so mir ein paar Sachen nochmal anzuschauen. Ist ein ganz schöner Wälzer und jetzt habe ich eine ganz schön knifflige Frage sozusagen an dich. Was sind denn aus deiner Sicht so die drei zentralsten, was sind die drei wichtigsten Punkte, bei denen du jetzt sagen würdest, das ist das, was jetzt unbedingt angegangen werden muss und andererseits, wo ist vielleicht auch ein Punkt, wo du sagst, naja, da haben wir gegebenenfalls, ohne das jetzt falsch zu verstehen, da haben wir gegebenenfalls ein bisschen längeren Pfad und ein bisschen längere Perspektive noch. Also wir müssen alles direkt angehen. Da, wenn wir wirklich einen guten Beitrag zu 1,5 Grad leisten wollen, dann müssen wir in allen Bereichen loslegen. Das ist völlig klar. Unterschiedlich ist allerdings die Zeit, die wir brauchen in einzelnen Bereichen. Und es gibt natürlich Dinge, die ganz prioritär sind. Das heißt, wir müssen sofort die Energiefrage lösen. Das heißt, Ausstieg aus der Kohle muss ganz schnell geregelt werden, damit die Weichenstellungen für 2030 gestellt sind. Und parallel dazu müssen die Erneuerbaren ausgebaut werden. Das heißt, der Entfernungserlass in Nordrhein-Westfalen, der ja die Windenergieausbau blockiert, muss man so deutlich sagen, der muss weg, egal was da als Ersatz kommt. Und das Gleiche gilt, es müssen klare Regeln für die Kommunen geben, dass die Kommunen loslegen, Quartier für Quartier mit Solaranlagen auszustatten und dass auch die Freiflächen-Solaranlagen auf den Weg kommen. Also dieser Energiebereich ist natürlich die zentrale Aufgabe, die jetzt angepackt werden muss, denn ohne dass wir erneuerbare Strom haben, ist alles andere Mumpels. Zweitens, wir brauchen für die vielen Rohstoffe, die wir brauchen, für die Industrie und so weiter, müssen wir internationale Verträge haben, damit die geliefert werden. Auch für die Treibstoffe, zum Beispiel Flugzeugtreibstoff, Schiffstreibstoff. Wir müssen Verträge haben, dass diese grünen Rohstoffe, also grünes Kerosin, grünes Methanol für die Schiffe und so weiter, Rohstoffe für die Chemieindustrie, die müssen ja geliefert werden. Die Produktionsanlagen müssen gebaut werden in Afrika oder wo auch immer sie geliefert werden, wo ganz viel Sonnen- und Windenergie ist oder auch aus Russland. Und da müssen Verträge gemacht werden, damit die investieren. Und wir müssen die auch bei den Investitionen unterstützen. Ganz entscheidender Punkt. Kritisch wird auch der Umbau der Industrie sein, wobei die Stahlindustrie im Grunde weiß, was sie tun muss. Die wartet nur auf die finanziellen Rahmenbedingungen. Da ist alles klar. Richtig problematisch ist die Chemieindustrie, weil da geht es darum, dass die Chemieindustrie unterschiedliche Alternativen für die Zukunft hat. Biochemie über Biomasse, Recyclingchemie und klassische Umstellung 1:1. Das ist der einfachste Weg, aber auch der teuerste. Nämlich 1:1 durch grüne Rohstoffe, die jetzigen Rohstoffe zu ersetzen. Diese Alternativen werden nicht alternativ sein, sondern werden unterschiedlich in den einzelnen Sektoren angepackt werden müssen. Aber die Weichen müssen jetzt gestellt werden, damit die Chemie loslegt, damit sie in 20 Jahren fertig ist. Das klingt sehr ambitioniert. Gibt es Bereiche, wo du sagen würdest, das dauert zumindest
noch länger auch. Also du hast jetzt den Chemiesektor angesprochen, du hast auch den Flugverkehr angesprochen. Es wird auch immer wieder davon gesprochen, dass auch die Frage von Zementindustrie eine ist, die schwieriger zu lösen ist. Also das heißt, du würdest sagen, wir müssen alles jetzt anpacken, aber es wird unterschiedliche Geschwindigkeiten geben. Was heißt, bei den Dingen, die wir sofort anpacken müssen, wo wir auch die Lösungen schon auf dem Tisch haben, müssen wir noch schneller quasi werden? Naja, wir werden den Umbau der Häusersubstanz bis 2040 nicht hinbekommen. Das muss man einfach sagen. Selbst die ambitioniertesten Studien gehen davon aus, dass wir da etwas länger brauchen. Aber wir werden die letzten Häuser, die umgebaut werden, sind die, die jetzt schon energetisch am besten sind. So, die am problematischsten sind. Das heißt, wir werden im Grunde mengenmäßig den Großteil bis 2040 schaffen. Dazu müssen wir die Handwerker ausbilden. Das ist ganz entscheidend. Dazu müssen die Investitionsgeschichten. Und wir brauchen Berater in den Kommunen, die von Haus zu Haus gehen, mit den Leuten diskutieren und ihnen die Angebote machen. Am besten die Sparkassen machen Finanzierungsangebote und sagen ihnen, das geht ja um ältere Leute aus meiner Generation, die ein Haus haben und die Angst haben, noch was zu investieren. Und denen muss die Sparkasse sagen, ich mache euch ein Angebot, es wird gebaut, ihr kriegt euer Haus saniert, 1:1. Ihr braucht keinen Pfennig bezahlen, sondern die Finanzierungsangebote sind so, dass durch den geringeren Energieverbrauch, den ihr in Zukunft habt, geringere Heizkosten, darüber finanziert ihr in Zukunft die Zinsen für die Sparkasse, für den Umbau. Und das ist ein Komplettpaket, wovon ihr noch profitiert. Wenn wir das hinkriegen, verbunden mit Solaranlagen und so weiter, Haus für Haus die Menschen zu überzeugen, dann, das ist die große Aufgabe, die den Kommunen bevorsteht. Aber es wird dauern. Das kriegen wir nicht hin. Das heißt, wir werden die letzten Häuser, die 2040 noch nicht saniert sind, möglicherweise mit grünem Methan oder grünem Wasserstoff beheizen müssen, weil wir sie noch nicht auf Elektropumpen oder andere Technologien bekommen. Wiebke, die Studie hat ja auch innerhalb der Fraktion intensive Diskussionsprozesse ausgelöst. Wir haben viele, viele Runden gemacht und über die ganzen Aspekte, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass das eben diese Studie sozusagen die eierlegende Wollmilchsau der Klimastudien ist und wirklich ja auf alle Sektoren Antworten liefert. Du hast es vorhin in deiner Anmoderation schon gesagt, es wäre eigentlich die Aufgabe der Landesregierung gewesen, durch alle Sektoren hindurch mal durchzudeklinieren, was braucht es denn jetzt eigentlich? Das hat jetzt die Fraktion gemacht, hat intern zu vielen Diskussionen geführt, die auch wichtig waren, um da auch einfach nochmal wirklich die eigene Positionierung auch zu schärfen, aber auch mit vielen Stakeholdern ja schon ins Gespräch zu gehen, weil die Erfahrung, die wir machen, du ja noch intensiver als ich, ist ja, dass im Grunde genommen, und Karl-Martin hat es gerade schon angedeutet, vieles ja auch da ist, aber es bräuchte jetzt eigentlich die Rahmenbedingungen. Es braucht jetzt die verlässliche Planungsgrundlage, damit die auch loslegen können, die sich im Grunde genommen schon auf den Weg gemacht haben. Was sind denn nun auf Landesebene die kniffligsten Fragen, um tatsächlich auch auf diesen im Gutachten beschriebenen Pfad zu kommen? Ja, im Grunde genommen ist es wirklich das, was wir an unterschiedlichen Stellen eben schon gehört haben. Es ist, dass die Unternehmen, die Verbände, mit denen wir gesprochen haben, alle gesagt haben, wir brauchen eine Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Weil wenn wir in dem Tempo weitermachen, wie aktuell Infrastrukturmaßnahmen vorangetrieben werden, dann reicht das einfach nicht. So, und dann geht aber damit natürlich gleich immer einher in der Diskussion, auch innerhalb der Fraktion oder innerhalb der Partei. Das kann aber nicht bedeuten, dass wir jetzt beispielsweise Umweltstandards irgendwie abbauen oder Beteiligungsstandards, sondern wir müssen einfach gucken, dass natürlich die unterschiedlichen Planungs- und Genehmigungsbehörden und Ebenen besser miteinander zusammenarbeiten, dass man auch früher eine Beteiligung macht, beispielsweise, die dazu beitragen kann, dass hinterher die Probleme eben nicht mehr so auftreten, dass hinterher nicht mehr die großen Verfahren, Gerichtsverfahren und Ähnliches da ist. Das ist keine Garantie, aber wenn man da Sachen anders macht, dann kann das schon alles auch besser funktionieren. Das heißt, das ist so der große Punkt, der aus allen Gesprächen kam und auch die Rückmeldung zur Studie war an den Stellen sehr, sehr positiv, wo es darum ging, dass in der Studie steht, dass die Kommunen die Unterstützung brauchen, dass sie Personal und Investitionen brauchen und nicht nur die Kommunen quasi vor Ort überall hingehen müssen, wie Karl-Martin das gerade beschrieben hat, sondern es auch darum geht, dass die Kommunen Unterstützung brauchen bei diesen Schritten, dass es beispielsweise auf Landesebene darum geht,
dann den Kommunen Beraterinnen und Berater an die Hand zu geben von Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, aber eben auch die Frage, wie kriegen wir den Windenergieausbau beispielsweise voran? Das sind einfach Dinge, wo sich zum Teil die Kommunen wirklich ja alleine gelassen fühlen. Und das ist was, was ganz dringend geändert werden muss. Und natürlich hat die Studie auch ja so ein bisschen Diskussionen angereizt und auch Kritik irgendwie hervorgebracht. Das ist aber überall insofern positiv angekommen, als dass gesagt wurde, wir haben jetzt endlich eine Diskussionsgrundlage. Und wir sprechen ja heute Nachmittag auch nochmal mit der Gewerkschaft und mit der Chemieindustrie. Und da kamen natürlich Fragen und Aspekte auf. Also die Frage, gelingt das wirklich so schnell? Eher aus der Rückschau heraus, dass häufig Politik bisher eher nicht so die Geschwindigkeit hinbekommen hat. Und was natürlich auch die Frage war, wie das Ganze mit der Wärmeversorgung wirklich läuft. Also auch den Punkt ist Karl-Martin gerade schon eingegangen. Aber die Frage, kann wirklich der Gebäudesektor so schnell umgestellt werden, ist eine der Aspekte, die ja sehr als Diskussion wirklich angekommen ist. Aber es kam immer wieder darauf zurück, es geht dann darum, dass die Politik endlich die Rahmenbedingungen setzen muss und auch danach handeln muss und nicht nur ankündigen muss. Ich würde gerne gleich nochmal auch auf die Frage von Beteiligung und Akzeptanz zurückkommen, aber ich würde es gerne nochmal auch in einem größeren Bogen, auch im Kontext der COP, auf die globalere Ebene, also die Frage von Beteiligung, von gehört werden, von gesehen werden. Das haben wir jetzt in den letzten Tagen sehr eindrücklich und sehr eindringlich auch erlebt. Die unterschiedlichsten Appelle, einerseits die großen Industrienationen auf der einen Seite, andererseits die Länder des globalen Südens. Was sind denn bei dieser Frage die größten auch internationalen Herausforderungen? Naja, ich würde auch sagen, das ist letztlich auch die Herausforderung für uns als Land Deutschland, dass wir bisher in der Politik eigentlich nicht den Mut haben, gewissermaßen diese Diskussion auch so zu führen, dass wir letztlich diese Transformationsgeschwindigkeit hier jetzt in Deutschland auch brauchen als globales Gerechtigkeitsthema, dass wir also eben nicht uns sozusagen verstecken können zwischen dieser Frage, ja, was ist denn eigentlich hier akzeptabel für unsere eigene Bevölkerung, sondern wir müssen eigentlich motivieren, ganz anders kommunizieren, dass das die große Chance ist, dass letztlich 21. Jahrhundert wird an dieser Nachhaltigkeitsfrage gemessen werden, ob wir es eben für unsere Wirtschaften und aber eben auch für die gesamte Weltgemeinschaft und den Frieden hier hinbekommen, das auf eine Basis zu stellen, wo alle dran teilhaben können. Das ist ja der große Unterschied zwischen einer erneuerbaren Energiewelt und einer fossilen Energiewelt ist, dass sozusagen Erneuerbare ja viel weiter verteilt sind. Das Einzige, was ich für erneuerbare Energien brauche, sind halt die Technologien. Und das haben wir gesehen an den Handys. Die werden letztlich natürlich immer billiger. Und insofern ist das was auf Dauer dann eben keine Knappheit mehr erzeugt, wie anders als eben beim Öl, was wir ja gemerkt hatten, wo letztlich immer diese Machtgefüge, wer hat Zugang, im letzten Jahrhundert sehr deutlich über den Wohlstand in unterschiedlichen Regionen mitentschieden hat. Und ja, also eine Sache ist, man kann eben deutlich besser die Leute hier in Deutschland auch mitnehmen und die Unterstützung einfordern, wenn man eben klar zeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Wir haben jetzt gewissermaßen bei den Technologien im Strommarkt erstmal die Situation gehabt, dass ein Großteil unserer Unternehmen hier letztlich verschlafen haben, dass Erneuerbare so billig wurden, dass es plötzlich ein Riesenmarkt ist. Wir hatten die gleiche Situation jetzt eigentlich mit den Automobilfirmen, die gewissermaßen auch den Übergang zur Elektromobilität letztlich jetzt wieder hinten dran sind. Und deswegen ist es eigentlich, denke ich, sollte es auch jetzt möglich sein, dass man an diesem Punkt wirklich nochmal diesen Rückschau macht als Politik und ganz offensiv kommuniziert. Das ist nicht mehr dieses Narrativ, Klimaschutz kostet so viel. Das ist letztlich die einzige Variante, um überhaupt Wohlstand zu sichern. Und dafür ist aber eben auch klar, wir müssen das global schaffen. Und dafür müssen wir diese Gerechtigkeitsfrage, dass wir es den anderen Ländern schuldig sind, wir müssen das mitfinanzieren, dass die schneller aus der Kohle aussteigen und eben wesentlich früher im Entwicklungsprozess ohne Fossile klarkommen, als wir das gemacht haben. Wir sind ja letztlich, haben alle unsere Infrastruktur, weil wir das alles auf Basis von Fossilen gemacht haben. Und wenn wir jetzt erwarten von Indien, von China, dass das da eben nicht 1:1 so wiederholt wird, dann müssen wir dafür eben auch eine Unterstützung erstmal bei uns organisieren und dann eben auch anbieten. Unterschreibt jetzt wahrscheinlich jeder. Schwierig wird es, wenn das Windrad dafür vor der eigenen Haustür sozusagen gebaut werden soll. Die Frage von Planung, von Genehmigung hat ja auch im Bundestagswahlkampf eine große Rolle gespielt, ist auch hier immer wieder Thema, weil immer wieder nicht zu Unrecht gesagt wird, die Planungsverfahren, die Genehmigungsverfahren, all das dauert viel zu lange, hat aber auch was damit zu tun, dass irgendwie das alles nicht so gut auch funktioniert. Mit der Akzeptanz, also immer wieder, Henrik Wüst kommt ja auch immer wieder darauf zurück, es ist eine Frage von Akzeptanz und seine Antwort auf die Frage der Akzeptanz
Akzeptanz ist, deswegen brauchen wir die 1000 Meter Abstandsregelung. 1000 Meter Abstand zum Windrad schaffen Akzeptanz. Wir haben andere Antworten darauf. Ihr habt ja auch beispielsweise die Frage von Klimabürgerräten. Wir sind im Sommer auch mal gemeinsam unterwegs gewesen und haben uns Bürgerenergieparks etc. angeschaut. Also was stärkt aus deiner Sicht tatsächlich die Frage der Akzeptanz? Denn damit, das ist ja nicht falsch, damit steht und fällt ja auch die Energiewende. Ja, total. Also im Grunde genommen geht es ja darum, dass man nicht nur so tun sollte, als wenn man irgendwie die Menschen beteiligt, sondern es auch ernst meint und sie wirklich mitnimmt. Und das merkt man halt, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Ich kenne das zum Teil, dass halt man meint, in der Kommune sei jetzt irgendwie Bürgerbeteiligung ausreichend, indem man halt 100 Leuten einen Brief schickt und sagt, kommt mal vorbei, und sich dann wundert, dass halt niemand oder drei Leute kommen. Sondern man muss halt schon gucken, dass man zum einen natürlich die neuen technologischen Möglichkeiten auch nutzt und aber andere Beteiligungsformate auch benutzt. Und beim Thema Windenergie, finde ich, ist ja die aktuelle Diskussion zum einen die Abstände, aber einmal auch nochmal die Länge der Verfahren. Wenn wir halt wirklich aktuell, sagen wir mal, 5 bis 8 Jahre brauchen, bis ein Windrad, also von der Überlegung bis zum Bau, dann wird das einfach nicht funktionieren. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. In der Nachbarkommune von meiner Stadt ist es gelungen, einen Bürgerwindpark von der Überlegung bis zum Bau in 1,5 Jahren hinzubekommen. Also zum einen zeigt es, dass es geht. Also es geht auch eigentlich mit jetzigen Vorgaben, dass man das hinbekommen kann, wenn halt alle zusammenarbeiten. Da hat der Rat mitgemacht, der Bürgermeister, es waren aus allen Bereichen die Leute mit dabei, und die Leute wurden von Anfang an mitgenommen. Es gab keine Bürgerinitiative dagegen. Und natürlich wird es auch in der Kommune Leute geben, die trotzdem die Windanlagen jetzt nicht schön finden. Aber es ist eben von Anfang an darauf geachtet worden, die Leute halt möglichst mitzunehmen. Und das kann dann eben an so einer Stelle auch gelingen. Und diese Frage der Abstände ist eben keine, die wirklich eine Akzeptanz bringt, sondern wir kriegen das jetzt an so vielen Stellen mit, wenn wir Briefe dazu bekommen, Mails dazu bekommen. Das sind einfach immer wieder die Fragen, naja, aber wenn wir da 1000 Meter Abstand haben, aber zum Beispiel in ein paar Jahren irgendwie an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal eine Wasserstoffpipeline oder weiß der Geier was brauchen und da ist hinterher irgendwie 450 Meter Abstand, dann fragen sich die Leute, glaube ich, auch, naja, passt das irgendwie noch so zusammen? Und ich glaube, dass das eben deswegen nicht nur negative Auswirkungen auf die Frage der Windenergie bedeutet, sondern auch auf andere Infrastrukturmaßnahmen. Ich glaube, dass die Landesregierung sich und der ganzen Sache damit wirklich überhaupt nicht geholfen hat und dass wir diese Aspekte dringend ändern müssen, aber man muss halt die Leute dabei mitnehmen und kann nicht immer nur sie als Gegenargument nehmen, dass es halt nicht funktioniert, sondern wenn man ordentlich kommuniziert, dann kann das schon auch funktionieren. Karl Martin, das ist auch gerade im Chat auch nochmal aufgegriffen worden, dass Bürokratie und dergleichen als Transformationshürden gesehen werden. So, du hast aber ja auch beschrieben, dass es vor allem auch darum gehen muss, dass Politik Rahmenbedingungen schafft, dass Politik Verlässlichkeit schafft. Was sind denn die Kernhindernisse, die ihr auch jetzt immer wieder bei euren Studien festgestellt habt? Es ist technisch möglich, das sehen wir. Es ist im Grunde genommen möglich, auch Beteiligungsprozesse zu organisieren. Ist es tatsächlich vor allem die politische Hasenfüßigkeit, an der es hängt? Naja, es gibt natürlich immer wieder Widerstand. Also es ist nicht so, dass wir in Schleswig-Holstein keinen Widerstand haben. Bei uns ist auch geklagt worden in großem Umfang. Also wir haben die gleichen Probleme wie in NRW. Wir haben trotzdem bereits das, was jetzt auf Bundesebene geplant wird, die 2%-Regelung. Das heißt, 2% der Landesfläche wird für Windenergie freigegeben, als landesplanerisch. Das ist anders als NRW. Hier gibt es eine kommunale Planung. Wir haben das auf Landesebene geplant und das ist durch. Das ist bereits fertig und wir bereiten jetzt die 3%-Planung vor, weil wir als Schleswig-Holstein natürlich sagen, wir wollen auch Exportland werden. Wir haben zusätzlich Offshore. Das ist damit nicht mitgezählt. Also wir haben bereits Onshore mehr Windenergie, als wir brauchen für Schleswig-Holstein selber. Wir können uns voll versorgen. Das ist aber vor Ort spielt natürlich die Frage der Beteiligung der Bürger in Bürgerwindparks bei uns eine große Rolle.
Wir haben sehr viele Bürgerwindparks, weil das bedeutet, dass viele Bürger vor Ort selber investieren in die Windanlagen, damit beteiligt sind. Es ist auch sehr wichtig, dass die Kommunen einen finanziellen Vorteil davon haben. Das heißt, die Kommunen müssen finanziell beteiligt werden, weil die Gemeinden, für die Gemeinderäte ist das ganz entscheidend, ob sie sehen, dass hinterher was in die Kasse kommt. Die Gemeinderäte sind alle sehr sparsam. Und wenn die sehen, da wird eine Anlage gebaut, ein Windpark gebaut und da haben wir hinterher, können wir einen Kindergarten finanzieren, dann sind die schon mal ganz anders drauf. Das spielt eine große Rolle. Also, und die Planungsfragen spielen natürlich auch eine Rolle. Und ich finde das, was die Naturschutzverbände im letzten Jahr gemeinsam mit Herrn Habeck, also meinem ehemaligen Kollegen im Landtag, was die ausgehandelt haben und wo sie über selber gesprungen sind, nämlich gesagt haben, wir sind bereit zu sagen, wenn es Artenschutzprobleme gibt im Nachhinein, dann wird nicht mehr die Planung geändert, sondern dann bekommen wir zusätzlich Ausgleichsflächen, bekommen wir zusätzliche Flächen für den Naturschutz als Ausgleich, um Artenschutz zu betreiben. Wir kippen aber nicht mehr die Planung. Wenn das in die gesetzlichen Vorgaben geschrieben wird, dann wären wir einen entscheidenden Schritt weiter mit dem Planungsverfahren. Denn das Schlimme ist ja nicht häufig die Länge des Verfahrens, sondern das Schlimme ist, wenn am Ende des Verfahrens das Ganze gekippt wird und man dann wieder von vorne anfangen muss. Und das haben wir in NRW, wie wir erfahren haben bei der Erstellung unserer Studie, in ganz vielen Fällen werden NRW-Verfahren gekippt. Und das ist ein großes Problem. Kann ich kurz ergänzen, weil ich finde, es ist halt bei sowas dann auch wichtig, dass irgendwie Politik halt auch mal Entscheidungen trifft, ja, und mutig sagt, so, das ist jetzt unser Ziel, wir wollen, und nicht einfach nur das irgendwo verkündet, sondern halt wirklich auch deutlich macht, wir haben hier ein Ziel und das ist Klimaschutz und dafür müssen wir aber auch bestimmte Dinge jetzt tun und dann beispielsweise sagen, dafür muss nicht der Artenschutz irgendwie hinten anstehen, aber wir müssen eben Verfahren finden, wie das miteinander vereinbar ist. Und das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich in den letzten Jahren gefehlt hat. Also wirklich eine Abwägung in der Politik, eine Entscheidung, Mut zu einer Entscheidung und dann halt wirklich auch, dass es dann auch umgesetzt wird und man dabei, man sagt so, wir machen das jetzt und ziehen das an der Stelle auch durch. Also sind es Mut, politische Tatkraft, aber auch die Beteiligung, die neben den technischen Voraussetzungen ganz entscheidende Gründe sind, um die Energiewende oder insgesamt konsequenten Klimaschutz nach vorne zu tragen. Würden Sie das auch so sehen, dass das Gelingensbedingungen sind, sowohl national als natürlich auch global? Auf jeden Fall, genau. Und die Hoffnung, die ich auch habe, weshalb ich wahrscheinlich immer noch relativ optimistisch klinge nach einiger Arbeit hier, ist, dass ich halt sehe, auf der technologischen Seite ist wirklich der Fortschritt schneller, als er in vielen Bereichen noch wahrgenommen wird. Und das bedeutet aber eben auch, dass in vielen Wirtschaftsbereichen einfach die Einsicht wesentlich stärker jetzt wächst, dass es einfach eh zu einem Wandel kommt. Und dann an dieser Frage, man kann ja auch immer diese Alternativen, sehr gut, dass man Alternativen aufbaut. Und NRW muss natürlich nicht einen besonders hohen Selbstversorgungsgrad an Windenergie hinbekommen. Nur dann muss es halt mehr Trassen bauen. Ne? Das ist sozusagen ja auch wieder die Möglichkeit. Man kann natürlich auch stark ein Importland für Energie bleiben, hat aber halt natürlich auch andere Nachteile. Und dass man gewissermaßen hier, denke ich, wird man in den nächsten Jahren durchaus in eine andere Situation kommen, was einfach auch die Wahrnehmung von Chancen von solchen Prozessen, ne? Also wenn jetzt eben Schleswig-Holstein plötzlich als relativ große Wertschöpfungsbereich eben auch hat, dass es eben Strom für Bundesländer und drumherum eben auch anbieten kann. Und das, denke ich, ist es eben extrem wichtig, auch gerade solche Formate wie heute, dass eben die Wirtschaft eben mit der Wissenschaft und der Politik zusammen und der Gesellschaft ins Gespräch kommt, um einfach das klarer zu kommunizieren, dass wir hier alle zusammen eigentlich ein gemeinsames Interesse haben. Das auch nochmal deutlicher zu machen, beziehungsweise eigentlich ist es ja auch deutlich, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Es gibt so viele Formate, in denen das auch schon deutlich gemacht wurde, auch seitens der Wirtschaft, beispielsweise gerade in einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen. Ich fand im Sommer, als wir zusammen unterwegs waren, sehr, sehr schön eine Geschichte, wo es eben auch um die Frage der Akzeptanz von Windrädern ging, wo man uns eben in Steinfurt dann erzählt hat, dann wurde auch ein Bürgerwindpark, so war es, glaube ich, ja, du nix, dann gebe ich auch nichts Falsches wieder, das wäre ja auch schlimm, hier irgendwelche
welche Döneken erzählen würde, die würden gar nicht stimmen. Aber es ging eben auch um die Frage, wer möchte schon gerne ein Windrad vor der Tür haben? Und mit der Frage von Beteiligung und auch wirklich sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern, die das Gefühl zu geben, es ist auch euer Windrad, haben die sich auf einmal tatsächlich das Windrad auch zu eigen gemacht. Auf einmal war es ihr Windrad und sie hatten einen ganz anderen Bezug dazu. Und ich glaube, diese Dynamiken, das klingt jetzt ein bisschen nach Döneken und niedlich, aber ich glaube, diese Dynamik darf man tatsächlich auch nicht unterschätzen, dass es auch um die Frage geht von Beteiligung, von Mitnehmen von Menschen, sowohl was eben tatsächlich auch die Frage von Bürgerenergie angeht, aber eben auch die Frage, Sie haben es ja auch angesprochen, welche Verantwortlichkeiten haben wir und welche im Grunde genommen ja, auch Vorteile bietet das eigentlich allen, denn Sie haben ja gerade beschrieben, in einer von fossiler Energie geprägten Wirtschaft sind die Verteilungskonflikte einfach sehr viel größer und im Grunde genommen kostet es die Weltgemeinschaft relativ wenig, wenn wir umsteigen, um insgesamt gerechter zu werden. Und wir vermeiden die ganzen auf uns zukommenden steigenden Kosten durch die Klimaschäden. Ne? Das ist natürlich auch eine Kommunikation, die immer wieder notwendig ist, dass wir eben auch da, wir müssen das ja auch zusammendenken. Klimaschutz sollte ja eben auch schon darauf jetzt Rücksicht nehmen, dass es zu Klimaveränderungen kommt. Ne? Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, es wird, Häuser müssen so gebaut werden, dass sie möglichst wenig sozusagen aktive Kühlung brauchen und eben trotz allem in der Hitzewelle noch den Bewohnern irgendwie auch eine gute Bedingung geben, dass sie gerade eben gut schlafen können. Wir wissen, dass das alles gesundheitlich natürlich große Bedeutung hat und das Thema ist jetzt ja auch nochmal dieses Jahr, die letzten Jahre deutlich stärker in dieses Bewusstsein gekommen, dass wir hier einfach nicht stehen bleiben können und denken, wir sind sozusagen haben wir sozusagen alle Voraussetzungen geschaffen, die Zukunft ist sozusagen, kann einfach so weitergehen, wie die Vergangenheit war. Das ist eben nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, dieses Denken, dass das sozusagen einfach überall nochmal stärker ankommt und dann auch zu einer Politik führt, die da aktiver kommuniziert, macht mir Hoffnung. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass sich hier so ein bisschen auch Optimismus auch durchzieht. Der Optimismus hat sich ja auch durchaus durchgezogen durch die Wortbeiträge, die wir und die Inputs, die wir heute Vormittag ja schon gehört haben. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich ein bisschen die dumme Aufgabe, irgendwie da Wasser in den Wein zu schütten. Stand jetzt steuern wir auf eine Erwärmung, Erderwärmung von 2,7 Grad oder sogar noch mehr zu, wenn jetzt nicht tatsächlich wirklich was getan wird. Über Nacht ist nochmal ja neu verhandelt worden, was die Abschlusserklärung der COP angeht. Sie haben schon angesprochen, da sind durchaus ja Dinge drin, die hoffen lassen. Andererseits ist es auch ein bisschen durchwachsen. Es sind bestimmte Passagen auch wieder ein Stück weit verwässert worden. Also das Abscheiden von Emissionen eben dann noch explizit mit aufzugreifen, als dann eben nicht klimaschädlich etc. Also die Signale sind, sagen wir es mal, durchwachsen bis leicht positiv. Ich würde aber gerne als Schlussfrage reingeben, was macht Sie und euch vor den Hintergründen eurer jeweiligen Expertisen denn hoffnungsfroh, dass wir diesen 1,5-Grad-Pfad trotzdem auch hinbekommen? Karl Martin. Also ich setze auf die politischen Kipppunkte. Ich glaube, dass wenn der eine Sektor voll belastet ist und der andere ist oben, also hier ist die fossile, hier ist die erneuerbaren, bis die Waage zum Kippen kommt, muss man unheimlich viel tun auf der Seite. Wenn sie aber erstmal kippt, dann geht es ganz schnell. Und ich glaube, wir werden in Punkt für Punkt solche Kipppunkte bekommen. Wir haben das bereits im Bereich der Erneuerbaren, wo es heute schon so ist, dass die Erneuerbaren billiger sind als die Fossilen. Es ist überhaupt keine Frage. Übrigens auch viel billiger als Atomkraft. Diese ganze Diskussion ist irrsinnig, weil die Erneuerbaren bereits billiger sind. Wir haben den Punkt bereits erreicht und deswegen steigen die ganzen Länder, die noch geplant haben, aus der Atomkraft aus. Es ist eine absurde Diskussion, die derzeit in der EU stattfindet. Das Gleiche haben wir im Automobilsektor. Die Elektroautos werden im Jahre 2025 billiger sein als die fossilen und dann kauft niemand mehr fossile Autos, weil das eine abgewirtschaftete alte Technologie ist. Da bin ich ziemlich sicher. Das heißt, wir haben da den Punkt erreicht. Ich sehe jetzt, wie bei uns in der Straße die ersten Leute, die eine Heizung erneuern müssen, stattdessen Wärmepumpen hinstellen. Das wird sich in den nächsten 4 Jahren wird das eine Explosion geben. Und ich gehe davon aus, dass wir in 5 Jahren niemand mehr, der eine Heizung ausbaut, also wechseln muss,
noch einen Brenner reinstellt, sondern dass Wärmepumpen dann der Standard sind. Das heißt, wir werden Punkt für Punkt werden solche Kipppunkte erreicht. Und das ist ganz entscheidend. Was der Staat jetzt leisten muss, sind die Rahmenbedingungen, die passieren, damit es schnell geht, damit es vorgezogen wird, insbesondere für die Wirtschaft. Die Wirtschaft will jetzt schon investieren. Die Industrie, die Stahlindustrie hat ganz klar gesagt, sie will investieren. Sie investiert seit 20 Jahren übrigens nicht mehr, weil sie wissen, dass ein Hochofen hat eine Abschreibungszeit von 70 Jahren. Ja? Und seit 20 Jahren weiß die Stahlindustrie, dass ein Hochofen, der investiert wird, sich nicht mehr rentieren kann, weil er diese 70 Jahre Abschreibungsfrist angesichts des Klimawandels nie mehr erreichen wird. Das heißt, die Stahlindustrie will loslegen, damit sie wieder investieren kann. Ähnlich ist es schon in Teilen der Chemie und in der Zementindustrie. Das heißt, wir müssen jetzt endlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass es sich jetzt lohnt, loszulegen. Und dann glaube ich, dass es dann plötzlich Sektor für Sektor kippt und dann geht es ganz schnell. Und die Erfahrung, auch meine eigenen politischen Erfahrungen, wenn etwas erstmal angestoßen und in Bewegung gekommen ist, dann können Entscheidungen, die vorher Jahre gedauert haben und MAC vor sich hingerufen haben, in Wochen getroffen werden. Weil dann hat die Politik ist einfach mutlos häufig und traut sich nicht. Ja, das gilt auch für grüne Politik, die natürlich unglaubliche Widerstände erlebt hat. Man darf ja nicht vergessen, dass die Grünen mal aus dem Bundestag geflogen sind wegen der Klimapolitik 1990. Ich habe das noch erlebt, sie alle nicht mehr. Aber sitzt in den Knochen. Ja? Und deswegen gilt es, diese Mutlosigkeit zu überwinden und zu sagen, wir packen das und dann kriegen wir es hin. Das war damals die Kampagne, alle reden über Deutschland, wir reden übers Wetter. Ja. Heute wissen wir, wie wichtig es ist, übers Wetter zu reden und niemand würde das noch übergehen wollen. Herr Bertram, Sie haben jetzt schon, ich glaube, jedes Mal gesagt, dass Sie deswegen optimistisch sind. Das finde ich sehr gut, das macht mich auch sehr optimistisch, aber jetzt haben Sie noch mal eine ultimative Optimismus. Nee, jetzt muss ich natürlich paradoxerweise auch nochmal einen Punkt bringen, der natürlich auch zeigt, dass, also ich würde dem Vorredner auf jeden Fall da in vielen Punkten übereinstimmen, dass wir letztlich, gerade was Deutschland angeht, da eigentlich an einem sehr guten Punkt sitzen. Und ein Punkt, der eben damit zusammenhängt, ist ja eben auch, dass es eben kein Partei sozusagen politisches Thema mehr irgendwie exklusiv für irgendeine Partei sein kann. Das ist, und da sind wir, glaube ich, hoffentlich zu dem Punkt darüber hinweg, dass wir wirklich sozusagen einen Wettbewerb der besten Ideen haben über die Parteien hinweg, weil das braucht es, weil es braucht wirklich, dass das getragen wird von der gesamten Gesellschaft und dass es eben kein Konfliktthema ist, was irgendwie parteipolitisch gefochten wird. Und das ist sozusagen, weshalb ich sozusagen gesamt fürs Klima schon auch deutlich Punkte für Pessimismus noch sehe, ist, dass es eben in vielen politischen Systemen in anderen Ländern eben doch noch eine ganz andere Problematik da gibt, dass es einfach von vielen Akteuren überhaupt noch nicht erkannt wird. Aber jetzt will ich natürlich auch noch positiv schließen. Ich glaube, dass wir arbeiten auch viel einerseits mit Zentralbanken zusammen, die sich um die Stabilität wirklich der Volkswirtschaften einerseits durch die Umbaumaßnahmen, wo wir ja wirklich schon sehen, dass es eben schnelle, disruptive Veränderungen gibt, die eben für eine Wirtschaft eine Belastung sein können. Aber die sehen natürlich auch, dass sowas wie die Hochwasser und sozusagen der Infrastrukturzerstörung, die mit solchen Extremwetterereignissen zusammenhängen kann, dass das natürlich auch eine Belastung sein kann für Volkswirtschaften. Das heißt, die Zentralbanken arbeiten an dem Thema und natürlich alle Wirtschaftsverbände. Und wir haben ja sozusagen durch die Globalisierung, die hat positive Seiten und negative Seiten, aber eben zu den positiven Seiten gehört eben, dass sowas natürlich auch dazu beitragen kann, dass letztlich sozusagen die Veränderung, die in wenigen Ländern angestoßen wird, wo sozusagen eben auch die politische Entscheidbarkeit da ist, weil es einfach einen Konsens gibt, der gesellschaftlich breit ist, dass das dann sozusagen auch rüber fließen kann in Länder, wo es sozusagen aktuell noch eben letztlich die Debatten noch an einem anderen Punkt stehen. Wiebke, Klimaschutz wird vor Ort gestaltet, aber selbstverständlich hat auch die Landespolitik eine große Verantwortung. Was macht dich optimistisch, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen? Ich tippe, es hat auch was mit einem Termin im Mai nächsten Jahres zu tun vielleicht. Ja, ein bisschen. Aber ich möchte einmal vielleicht noch zurückgucken insofern, dass es einerseits das, was wir eben gehört haben, also die Frage der Kipppunkte. Ich finde, gerade in meinem Bereich, im direkten energiepolitischen Bereich, im Bereich der Stromversorgung in Nordrhein-Westfalen, kann man das wirklich beobachten. Ja? Also wir wurden 2014, 2016, als wir das erste Mal hier in der rot-grünen Regierung einen bestehenden Tagebau verkleinert haben,
war das ja wirklich noch, ich sag mal, kurz davor, die Koalition zu sprengen, möchte ich jetzt mal so sagen. Und unser damaliger Koalitionspartner, die SPD, hat trotzdem verweigert, darüber zu diskutieren, dass wir einen Kohleausstieg brauchen. Also diese Diskussionen waren hier nicht möglich. Und jetzt, und das war 2016, ja, und jetzt sind wir 5 Jahre weiter. Und alle reden über Kohleausstieg. Es ist jetzt sogar so weit, dass ja der neue Ministerpräsident Wüst quasi seinem Vorgänger insofern widersprochen hat, als dass er gesagt hat, naja, einen früheren Kohleausstieg, also auch 2030, könnte man sich, er schränkt es natürlich ein unter gewissen Bedingungen, aber könnte man sich schon irgendwie auch vorstellen. Das ist ja eine Riesenentwicklung. Also und 2016 hat die CDU damals ist noch als vollkommen falsch empfunden, dass wir damals verkleinert haben. Also ich finde, wenn man das alles nur sieht, dann ist das einerseits positiv. Natürlich gibt es immer dann, bei anderen Sachen geht es zu langsam, aber das finde ich einen Aspekt. Und den zweiten, dass ich sehe, wenn ich die Unternehmen besuche, vom kleinen Startup bis zu den großen Unternehmen, ist einfach da so viel, ja, so viel Innovationskraft, so viel Innovationsgeist da, dass, und ich immer wieder zu hören bekomme, wir sind schon viel weiter. Wir brauchen nicht noch immer weiter das Gerede davon, wir brauchen endlich mal neue Innovationen, sondern natürlich brauchen wir das auch immer weiterhin, da habe ich gar nichts gegen. Aber das, was wir da gespiegelt bekommen, ist, wir haben die Technologien. Wir müssen jetzt endlich die politischen Rahmenbedingungen dafür liefern. Und das hat ja einerseits unsere Studie gezeigt, das bekomme ich aber auch in, ich möchte wirklich sagen, so gut wie jedem Gespräch in Unternehmen gespiegelt. Und das finde ich eine gute Nachricht, dass die technischen Möglichkeiten da sind und wir müssen es jetzt machen. Und da hast du natürlich darauf hingewiesen, klar, in einem halben Jahr sind hier Landtagswahlen, da hätten wir die Möglichkeit, die politischen Rahmenbedingungen erstmal zu ändern, damit wir dann hoffentlich auch ordentlich daran mitarbeiten können, dass wir die, ja, die Bedingungen dann legen, damit wir dann auch ordentlich und gut loslegen können mit dem Umbau der Industrie in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank an alle hier auf dem Podium. Ich glaube, auf dem Podium, aber auch in den Vorträgen und Inputs an diesem Vormittag ist deutlich geworden, wir haben es in der Hand. Wir haben auch ganz viele Instrumente in der Hand, aber es braucht eben eine Klimaregierung, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch für Nordrhein-Westfalen, um diesen Weg auch konsequent beschreiten zu können, um Wohlstand, um den Industriestandort, aber auch um die Zukunft künftiger Generationen zu sichern. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese engagierte Diskussion hier. Und bevor es jetzt gleich in die Pause geht, würde Wiebke nochmal Informationen quasi weitergeben, wie es nach der Pause weitergeht, bevor Sie alle dann eine verdiente Mittagspause, Sie dahin entlassen und Sie alle Erkenntnisse des Vormittags einmal sacken lassen können. Herzlichen Dank von mir, aber erstmal ans Podium. Ja, danke dir, Josephine. Genau, es ist jetzt noch ein kurzer Hinweis, wie es nach der Pause weitergeht. Danach machen wir nicht direkt hier in diesem Raum weiter, also sowohl digital als auch in echt, sondern wir treffen uns einmal, das ist Quatsch, ne? Also wir treffen uns einmal kurz hier, um danach in die Zukunftsgesprächsräume zu gehen. Ich war schon ein bisschen weiter in Gedanken, weil dann möchte ich einmal kurz erklären, was es mit den Zukunftsgesprächen genau auf sich hat, wer ist eigentlich alles dabei, wie kommt man quasi in die entsprechenden Gespräche. Das heißt, wir treffen uns hier wieder um 12.45 Uhr, also eine gute halbe Stunde ist gleich Zeit für die Pause. Und dann starten wir nämlich um 13 Uhr mit den Zukunftsgesprächen und um den Übergang in die Pause, in das Mittagessen oder was auch immer Sie sich zu Hause vielleicht jetzt genehmigen, zu versüßen, haben wir dann noch einen kleinen Videoimpuls. Und dann sehen wir uns gleich um 12.45 Uhr hier wieder in dieser Runde. Dankeschön. I am Dorothy Nawega, a green from Uganda. Executive Director, Ecological Part of Uganda, Chairperson East African Women Greens, and African Coordinator for Global Greens Women's Network. This is my message for climate protection in North Rhine-Westphalia. Climate change is real and already affecting everyone, everywhere, directly or indirectly. If you have not experienced the effects before, at least remember the heavy floods that affected parts of North Rhine-Westphalia in July. It is worse in Global South with droughts, floods, landslides, cyclones, etc. My message to you is, the time for talking is over. The time for action is as soon as yesterday, and it starts with you and me.
Try reducing your own carbon footprint by changing your consumer behavior to reduce greenhouse gases emissions produced by industries. Reduce, reuse, and recycle plastics. Secondly, the Greens in Parliament of North Rhine-Westphalia should persist with their fight against coal burning in West Germany, because what is done in the global north also affects people in the global south. Thank you and greetings from Uganda Greens. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Wir haben gerade mitbekommen, dass ich eben nicht zu hören war, deswegen fange ich einfach nochmal an. Ich hoffe, dass alle jetzt ein bisschen was, den Rest zu essen oder zu trinken, noch mit von den Laptop oder für den Computer gebracht haben und wir jetzt weitermachen können. Bevor ich aber jetzt gleich erkläre, wie das mit den Zukunftsgesprächen ganz genau funktioniert, kommt erst nochmal ein kleiner Videoimpuls von Michael Bloss. Er ist Europaabgeordneter der Grünen. Hallo und viel Erfolg bei eurem Klimakongress in Nordrhein-Westfalen. Ihr seid ja ein zentral wichtiges Land für uns in Europa, denn ihr könnt zeigen, dass der Kohleausstieg viel früher gelingt und ihr könnt zeigen, dass die Industriewende gelingt, also die Dekarbonisierung von Stahl und Chemie und Zement. Und wir machen in Europa gerade das größte Klimapaket der Welt mit dem Fit for 55. Da geht es zum Beispiel um den europäischen CO2-Preis. Da versuche ich zusammen mit meiner Fraktion, den wirklich so zu setzen, dass der Kohleausstieg schnell passiert und vor allen Dingen der Einstieg in die erneuerbaren Energien und gleichzeitig auch ein System zu schaffen, damit die Industrie, die Schwerindustrie, die energieintensive Industrie schnell dekarbonisiert und diejenigen, die wirklich schnell sind, davon auch einen Vorteil haben. Ich brauche euch in NRW, damit wir zeigen können, dass das zum Erfolg führt, klimagerechter Wohlstand, und niemand anderes etwas dagegen sagen kann. Und wir versuchen aus Europa, euch dabei zu unterstützen, indem wir die Rahmenbedingungen richtig setzen. Ich bin sehr gespannt, was ihr diskutiert bei eurem Kongress und wünsche euch dafür ganz viel Erfolg. Ja, danke schön für diese Grüße aus Brüssel. Und jetzt kommt die Erklärung, wie es gleich weitergeht um 13 Uhr mit den Zukunftsgesprächen. Wir haben uns überlegt, wir haben einfach so viele unterschiedliche Themen, dass wir jetzt parallel, ich weiß, da muss man sich dann entscheiden, jeweils zwei Zukunftsgespräche führen werden. Und zunächst ist das gleich um 13 Uhr einmal das Zukunftsgespräch Industrie und das Zukunftsgespräch Wärme. Beim Zukunftsgespräch Industrie habe ich als Gast zum einen nochmal Karl-Martin Henschel, der einfach kurz einführen wird in die zentralen Aspekte der Studie in diesem Bereich. Und dann kommen dazu Professor Dr. Ulrich Schur vom Forschungszentrum Jülich, Raphael Jonas von der IHK Aachen und Barbara Fiala von Evonik Industries. Und parallel dazu findet das Zukunftsgespräch Wärme statt. Und das wird moderiert von meinem Kollegen Johannes Remmel, der Sprecher für Europapolitik und Stadtentwicklung ist. Und er hat als Gäste mit dabei einmal Steffen Krenzer, der mit an der Studie gearbeitet hat und dort eben auch über die Entwicklung oder die entsprechenden Ergebnisse berichten wird. Udo Sieverding ist mit dabei von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Gabriele Poth von der Handwerkskammer Düsseldorf und Pascal Krüger von Innovation City Management GmbH aus Bottrop. Das ist einmal das, was uns um 13 Uhr erwartet. Dazu werden die Links gleich in den Chat oder sind vielleicht schon parallel im Chat auch zu sehen. Und dann haben wir, das Ganze geht dann bis 14 Uhr, eine kurze Pause, damit alle vielleicht nochmal die entsprechenden Räume wechseln können. Und dann haben wir um 14.15 Uhr die zweite Runde. Da ist dann parallel das Zukunftsgespräch Energie und das Zukunftsgespräch Verkehr. Und im Bereich Energie habe ich zu Gast den Steffen Krenzer, der eben zu der Studie nochmal was berichten wird. Mit dabei ist dann Sven Becker, der Geschäftsführer von Trianel, Claudia Gellert von Stadtkraft Markets GmbH und sie ist auch stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien. Wir haben Silke Wesselmann aus dem Kreis Steinfurt und Dirk Jansen vom BUND. Das heißt, wir haben da, glaube ich, eine sehr breite Diskussion, die wir zum Thema Strom und Stromversorgung in Zukunft führen können.
das Zukunftsgespräch Verkehr. Das wird wieder Karl-Martin Henschel einführen. Und das wird moderiert von meinem Kollegen Arndt Glocke. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Verkehr, Bauen und Wohnen. Und er hat zwei Gäste, und zwar einmal Sibylle Kolpen, sie ist Oberbürgermeisterin in der Stadt Aachen, und Aschan Eggerer, er ist Beigeordneter der Stadt Köln. Also auch da konkrete kommunale Beispiele und Aspekte, wie man das Ganze umsetzen kann. Und jetzt wünsche ich allen eine gute Diskussion. Also in den Zukunftsgesprächen gibt es eben die Möglichkeit, sich auch zu beteiligen, wie auch eben Fragen zu stellen und auch sich mündlich zu beteiligen, wer das möchte. Das heißt, dabei ganz viel Spaß. Erstmal bei den Zukunftsgesprächen um 13 Uhr ist in der ersten Runde mit Industrie und Wärme und dann mit um 14.15 Uhr bei Strom, Energie und Verkehr. Und dann sehen wir uns hier wieder um 15.30 Uhr mit der Podiumsdiskussion, bei der ich dann Oliver Krischer zu Gast haben werde und Anja Weber vom DGB, Pauline Brünger und Christoph Sievering. Also auch darauf freue ich mich dann sehr, euch und Sie hier dann wieder begrüßen zu können um 15.30 Uhr. Bis dahin. Herzlich willkommen zurück in unserem Studio hier zu unserer Abschlusspodiumsdiskussion. Wir haben jetzt ein ganz paar Minuten Verspätung, aber so wie ich das mitbekommen habe, haben auch beide Zukunftsgespräche ein ganz klein bisschen länger gedauert, sodass alle vielleicht die Zeit nutzen konnten, um sich nochmal mit Getränken zu versorgen. Seit 5,5 Stunden sitzen wir jetzt schon hier zusammen, zum einen hier im Landtag, aber eben auch zu Hause. Wir diskutieren, wir haben Fragen gestellt und jetzt wollen wir nach den tollen Vorträgen von heute Vormittag, den Zukunftsgesprächen heute Mittag, den Abschluss gleich einläuten. Und wir diskutiere gleich hier mit den Gästen, die schon hier sitzen bzw. zugeschaltet sind. Das sind einmal Anja Weber vom DGB, Christoph Sievering von Covestro, Oliver Krischer aus der Grünen Bundestagsfraktion und Pauline Brünger von Fridays for Future. Aber bevor wir das machen, gibt es nochmal einen kleinen Videogruß. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Kollegen Bernhard Usburg heute virtuell an Ihrem Klimakongress teilzunehmen. Guten Abend. Vorweg, wir als Unternehmen stehen zu den Klimazielen. Wir wollen signifikant und schnell zur Dekarbonisierung beitragen und zeitgleich eine leistungsfähige Industrieregion erhalten. Wir als Industrie haben die technischen Lösungen. Und Nordrhein-Westfalen hat die besten Voraussetzungen, bei der grünen Transformation eine Vorreiterrolle einzunehmen und Beispiel zu sein. Eine Überlebensfrage unserer industriellen Zukunft wird der schnelle Hochlauf der erneuerbaren Energie und der Wasserstoffwirtschaft sein. Deshalb braucht es sektorenübergreifende Ansätze, die Bedarfe und Potenziale gesamthaft ermitteln und zusammenführen. Auf einer solchen Basis gilt es, Infrastruktur zu planen, damit wir schnell in die Umsetzung kommen. Bedarf ist ein gutes Stichwort. Für die vollständige Umstellung auf eine klimaneutrale Stahlproduktion brauchen alleine wir bei ThyssenKrupp Stahl rund 720.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Sie kennen den Oberhausener Gasometer. Den brauchen wir zweimal mit Wasserstoff gefüllt und das jede Stunde. Daran sehen Sie, welche gigantische Infrastruktur notwendig ist, um die Bedarfe aller Akteure allein in dieser Region zu decken. Aber die Chance ist einzigartig. Wir können unsere Stahlproduktion mit Wasserstoff langfristig vollständig klimaneutral aufstellen.
Wir halten Innovation und Beschäftigung in der Region. Wir können vorne sein bei der Schaffung grüner Zukunftsmärkte. Ohne Planungssicherheit, ohne einen ganzheitlichen Ansatz, bleibt ein klassisches Henne-Ei-Problem. Volkswirtschaftlich gewünschte Investitionen können dann aus betriebswirtschaftlicher Perspektive überhaupt nicht getätigt werden. Deshalb müssen wir die grüne Transformation gemeinsam angehen. Es braucht eine Allianz aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, um mit der Umsetzung schnell genug voranzukommen. Wir haben uns vor wenigen Wochen mit Partnern zu einer Initiative zusammengeschlossen, mit der wir das Ruhrgebiet zu einer Modellregion für den Einsatz von Wasserstoff entwickeln wollen. RWE, E.ON, Evonik, Vonovia, ThyssenKrupp, das RBI Leibniz-Institut, das Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion und die Krupp-Stiftung. Alle sind dabei, unterstützt durch die Bundes- und Landesregierung. Gemeinsam möchten wir einen sektorenübergreifenden Zukunftsplan, eine Landkarte für eine Wasserstoffmodellregion an Rhein und Ruhr entwickeln. Und gemeinsam werden wir das schaffen, damit die Region Vorbild sein kann für eine Transformation, die das Klima schützt und die Industrie erhält. Vielen Dank und jetzt wünschen wir Ihnen weiterhin eine sehr gelungene Veranstaltung. Ja, das war die Wortmeldung von ThyssenKrupp. Und bevor wir hier in der Runde weitermachen, muss ich leider noch, ich glaube aber heute zum letzten Mal, ein paar technische Hinweise geben. Ich habe es jetzt an unterschiedlichen Stellen schon gemacht. Diese Veranstaltung, diese Runde hier wird aufgezeichnet, aber eben auch auf unterschiedlichen Kanälen live gestreamt. Und es ist aber so, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer anonym bleiben, sowie der Chat, der auch scharf geschaltet ist, wo alle auch miteinander kommunizieren können. Allerdings nur dann, wenn man unter Senden an auch alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer auswählt. Sonst funktioniert das leider so nicht und das bekommt man vielleicht nicht immer so mit. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, gleich einzelne Fragen. Wir sind hier ein bisschen zeitlich auch begrenzt, aber einzelne Fragen auch mitzustellen, die über die Funktion F und A eingestellt werden können. Und die versuche ich dann gleich hier in die Runde auch mitzunehmen. Und dann beginnen wir genau mit dieser Runde. Als allerersten nochmal ganz herzlich willkommen an Oliver Krischer. Du bist seit 2009 grüner Abgeordneter, seit 2013 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion und warst in den letzten Wochen, glaube ich, sehr beschäftigt mit den Koalitionsverhandlungen als Koordinator der Arbeitsgruppe Klima, Energie und Transformation. Jetzt weiß ich, du darfst uns gar keine Geheimnisse verraten und es ist alles noch nicht so ganz klar, aber uns interessiert natürlich schon alle brennend, ja, was passiert jetzt quasi in nächster Zeit? Vielleicht kannst du, ohne dass du das Schweigegelübde brichst, uns trotzdem so ein bisschen eine Idee davon geben, was du erwartest vielleicht für eine zukünftige Regierungsarbeit, was das Thema Klimaneutralität bedeutet, aber vielleicht auch, was bedeutet das für Nordrhein-Westfalen? Naja, wir haben ja schon ein Sondierungspapier. Die drei Parteien, die in Zukunft eine Bundesregierung miteinander bilden wollen, SPD, FDP und Grüne. Und das committet sich ja schon sehr klar, dass wir auf den 1,5 Grad Pfad wollen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir alle Sektoren adressieren müssen, dass wir uns um den gesamten Bereich kümmern müssen. Und ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu viel, es kam gerade auch im Beitrag von ThyssenKrupp heraus, wenn eine ganz zentrale Säule sein wird, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien ganz voranbringen wird, ganz in einem ganz anderen Tempo. Da geht es jetzt nicht um eine graduelle Erhöhung, sondern um wirklich auch eine andere Größenordnung, weil sonst wird diese Transformation nicht zu leisten sein. Und das wird für alle Bundesländer, auch für Nordrhein-Westfalen bedeuten, dass man eine Politik wie bisher nicht wird weitermachen können, sondern dass man den Regler weiter nach oben drehen muss und da auch Teilnehmer aus der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in unseren Koalitionsgesprächen dabei waren, gehe ich auch mal davon aus, dass das dann auch relativ schnell hier eine Änderung der Landespolitik bedeutet. Denn wir erleben ja an ganz, ganz vielen Stellen, dass eigentlich gerade wenn man in den Südosten Deutschlands guckt, ich sag's mal Bayern, erlebt, dass Erneuerbare nicht so ausgebaut werden, dann muss sich da etwas ändern. Wir haben andere Länder, die da sehr viel mehr in den letzten Jahren gemacht haben. Und die zweite große Baustelle,
weil ich jetzt gerade das Video von ThyssenKrupp gesehen habe. Wir werden uns natürlich auch darum kümmern müssen, dass wir, und das betrifft Nordrhein-Westfalen natürlich sehr zuvorderst, dass wir Instrumente an die Hand kriegen, um die nötige Transformation auch zu machen. Also wenn ich CO2-freien Stahl aus Wasserstoff herstellen will, dann brauche ich auch ein Instrument, wie im internationalen Wettbewerb die Preisdifferenzen, die es da heute noch gibt, wie die überbrückt werden können. Und darüber haben wir jetzt 2 Wochen lang intensiv diskutiert und tun das auch noch weiter. Es ist noch nicht alles geklärt und es gibt auch noch schwierige Baustellen. Und ich bin auch nicht ganz glücklich überall, sage ich auch an manchen Stellen. Da wird noch was passieren müssen. Aber dass das zentrale Baustellen sind, ich glaube, das ist klar. Okay, erstmal herzlichen Dank soweit. Dann machen wir weiter in der Runde. Anja Weber, herzlich willkommen auch. Sie sind Politologin, waren, bevor Sie jetzt Landesvorsitzende des DGB Nordrhein-Westfalen seit 2017 ja sind, vor allen Dingen in der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten aktiv. Und ich steige jetzt direkt mit dem heißen Eisenkohleausstieg ein. Sie haben ja vor einigen Monaten auf unserem Grünen Landesparteitag gesprochen und da noch den Kohleausstieg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie als auch Provokation bezeichnet. Ja, so dass das ist jedenfalls bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon auch so wahrgenommen wird. Und jetzt merken wir aber, in den letzten Monaten hat sich ja die Diskussion darum wirklich nochmal beschleunigt. Ja, und deswegen, und wir Grüne sind ja auch längst eben nicht mehr die Einzigen, die sagen, das ist möglich und wir können dahin gehen. Was sind denn dann Ihre Erwartungen an Bundes- und gerne eben auch an Landespolitik für den Kohleausstieg? Und ich gehört ja immer direkt zusammen auch die Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Ja, ich glaube, da haben Sie mich nicht ganz richtig verstanden. Was mich ärgert, der Kohleausstieg ist ja beschlossen. Und in dem Kohlekompromiss steht auch drin, wir können auch schon 2030 aussteigen. Und es wird immer deutlicher, dass wir alles tun müssen, damit das funktioniert. Aber was uns ärgert ist, wenn wir immer diese Zieldiskussion führen und nicht über die Wege streiten, weil darum geht es. Es ist total langweilig, darüber zu sprechen, dass wir 2030 aussteigen müssen, weil das haben wir bereits besprochen und wir haben den Pfad beschrieben. Da vergeuden wir Zeit und Energie. Worum es jetzt geht, ist tatsächlich über erneuerbare Energien zu sprechen, über Leitungen, über Netze zu sprechen, über Unterstützung der Industrie, im Wechsel zu sprechen. All das muss getan werden. Da muss man sich auch am einen oder anderen Punkt streiten. Also wie viel kann der Markt richten oder wie viel kann er nicht richten. Das ist das, was wir nicht verstehen. Und das ist das, was eine Provokation ist. Sozusagen immer nur über Ziele zu sprechen. Und das verunsichert die Kolleginnen und Kollegen. Das verunsichert auch Industrie, weil wir wollen, dass hier in Nordrhein-Westfalen wieder investiert wird. Und wir müssen ermutigen und wir müssen die Wege aufzeigen und wir müssen die Züge aufs Gleis setzen. Deshalb Provokation, weil wir müssen über die Wege verdammt nochmal sprechen. Und wir haben den Kohleausstieg bereits beschlossen. Und wenn wir die Wege hinkriegen, schaffen wir es. Wenn wir es aber nicht hinkriegen, dann ist das wie in Baden-Württemberg. Da bleiben die ganzen Dreckschleudern am Netz, weil wir nicht genügend Energie haben. Das wollen wir nicht. Was brauchen Sie denn dann ganz konkret von Bundes- und Landesebene, damit das dann gelingen kann und damit auch für die Beschäftigten, die Sie ja vertreten, es eine gute Perspektive sein kann? Also das eine ist, die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will ja jetzt demnächst eine Energieversorgungsstrategie vorlegen. Ich hatte neulich Gelegenheit, an so einem Gespräch teilzunehmen. Die Problemlage ist wunderbar beschrieben. Alleine die Umsetzungsschritte, die fehlen konkret. Also das ist das eine, Leitung, Netze, Investitionen. Das ist ja auch berechnet worden. Da ist jetzt im Bund total wichtig. Es wird eine schwierige Koalitionsbildung, aber auch eine notwendige. Und wichtig ist sozusagen, man muss da investieren. Um das anzumerken, es ist auch gesagt worden, es geht um verschiedene Sektoren. Alle Sektoren müssen liefern. Ich bin ein bisschen erschrocken, dass man jetzt aus den Koalitionsgesprächen raus hört, dass man über die Zerschlagung der Bahn sprechen will. Ich glaube, wir müssen Mobilität voranschreiten. Also das wären aus meiner Sicht hinderliche Dinge und nicht Dinge, die nach vorne bringen. Und dann haben wir natürlich noch verschiedene Hebel. Ich fand das toll heute Morgen. Es ist ja über verschiedene Dinge gesprochen worden, über die Kommunen gesprochen worden. Wir brauchen eine Entschuldung, wir brauchen handlungsfähige Kommunen. Worüber noch nicht gesprochen worden ist, es ist gesagt worden, wir müssen Verfahren beschleunigen. Durch bessere Bürgerbeteiligung auch, also und sozusagen auch bessere Verfahrensabläufe. Wir brauchen auch Personal. Wir brauchen einen starken öffentlichen Dienst, auch den müssen wir finanzieren.
großes Problem auch sozusagen natürlich mit den Koalitionsverhandlungen, dann aber auch im Land. Auch da muss man Lösungen entwickeln. Mhm. Weil auch da sage ich, es ist so langweilig, über Ziele zu sprechen. Wie kriegen wir das hin mit den verfassungsmäßigen Rahmen, dass wir den öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen wieder attraktiver kriegen? Ausbildungsgarantie, Ausbildungsfonds, wir haben über Fachkräftemangel, wird ein Riesenproblem fürs Handwerk gesprochen, wäre ein dritter Punkt. Und Mitbestimmung, fand das gut, dass gerade ThyssenKrupp eingeblendet war, aber mir haben da die Aufsichtsräte und Betriebsräte und deren Sicht gefehlt. Auch das wären, weil das sind Motoren. Mhm. Wenn wir gucken, welche Unternehmen sind am nachhaltigsten, dann sind es die, die Betriebsräte haben, die Aufsichtsräte haben, weil da haben wir dann wieder einen Treiber, weil die Aufgabe ist ja riesig. Mhm. Also ich möchte in die Praxis kommen an all diesen Punkten. Okay, gut, danke erstmal dafür. Dann kommen wir als nächstes zu Dr. Christoph Sievering. Sie sind Leiter Global Energy and Climate Policies and Site Transformation der Covestro AG. Ich muss sowas ablesen, aber ich habe selber einen langen Sprechertitel, ich darf mich nicht beschweren. Covestro entwickelt und produziert, vertreibt ja Polymerwerkstoffe. Das heißt, Sie sind so jetzt mit klassischer Chemieindustrie und hier in Nordrhein-Westfalen in Leverkusen beheimatet. Und deswegen einfach an Sie auch die Frage, Sie kennen ja auch unsere Studie, die wir an unterschiedlichen Stellen heute schon mal angesprochen haben. Es ist quasi ein Ergebnis dieser Studie, ist, dass wir eine Revolution in Sachen Kreislaufwirtschaft brauchen. Und um dann eben diesen Ressourcen- und Energiebedarf zu reduzieren und auch decken zu können. Was bräuchte denn die Industrie in Nordrhein-Westfalen, jetzt speziell vielleicht eher die Chemieindustrie, aber vielleicht können Sie es ein bisschen erweitern, um in diese Richtung auch voll durchstarten zu können? Was machen Sie vielleicht aber selber auch schon? Ja, vielen Dank. Ich muss auch noch ein bisschen üben bei dem Titel. Er war mir aber deshalb wichtig, das auch in ganzer Länge hinzuschreiben. Also Klima- und Energiepolitik, das mache ich jetzt seit 5 Jahren etwa. Wir haben uns aber sehr stark ausgerichtet jetzt auf die Umsetzung. Und deshalb wirklich die Transformation, sagen wir, an einer Stelle zu haben, das war mir schon wichtig. Deshalb, der lange Titel ist schwierig, aber auch schön von der Aufgabe her. Wir haben bei Covestro und auch vorher bei BMS als Tochter von Bayer, wir hatten sehr lange schon nachhaltiges Wirtschaften, sagen wir mal, auf die Fahne geschrieben. Wir haben sehr viel Energieeffizienz betrieben. Als Folge davon sind wir klimaneutral gewachsen. Seit 15 Jahren haben wir das hinbekommen. Wir haben CO2 als Rohstoff geübt, das können wir einsetzen. Und wir wollen es jetzt in die Richtung bringen, wir haben das genannt, komplett zirkulär wirtschaften zu können in Zukunft. Da gehören verschiedene Dinge dazu und wir haben das ganze Unternehmen im Prinzip darauf ausgerichtet, das auch hinzubekommen, in einer sehr, sehr großen Umorganisation. Wir werden 3 Dinge tun. Wir werden auf der einen Seite, was Energieeffizienz angeht, nochmal jeden Stein umdrehen. Wir haben ihn schon 3-mal umgedreht, wir machen es noch ein 4. Mal und das weltweit an allen Standorten. Wir haben sehr, sehr viele Aktivitäten im Hinblick auf erneuerbare Energien einzusetzen, wobei das größte Werk, was wir betreiben in China, ist da viel weiter als hier in Deutschland. Das habe ich vorher auch nicht gedacht, aber der chinesische Markt entwickelt sich wirklich sehr, sehr schnell in diese Richtung und schafft solche Möglichkeiten. Und das Dritte, um auf ihr Thema zurückzukommen, ist zirkuläre Wirtschaft. Nicht nur wir, sondern ich glaube, alle großen Chemieunternehmen stecken sehr, sehr viel Geld da rein, um zirkuläre Wirtschaft hinzubekommen. Da geht es um Forschung an Technologien. Es geht aber auch darum, die verschiedenen Stakeholder, neuen Stakeholder an einen Tisch zu bringen. Frau Weber, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass die neuen Wertschöpfungsketten haben halt andere Spieler. Und insofern, das glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich bin Ingenieur und insofern wage ich mal die These, das Problem, was wir haben, das ist kein technisches Problem. Also ich weiß, dass an vielen Stellen noch viel Feinarbeit nötig ist. Wir brauchen Demonstrationsanlagen, auch gerade wenn es um Elektrifizierung von chemischen Prozessen geht. Aber ich bin fest davon überzeugt, das wird nicht der Engpass sein, sondern ich glaube eher, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben, dass das der Engpass ist. Und so sehr, ich mag die Studie wirklich, die Herr Henschel mit seinem Team zusammengestellt hat. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Wir sind in vielen, vielen Punkten einer Meinung. Ich möchte aber trotzdem einen Satz zitieren, und da geht es mir mehr um die Semantik, gar nicht um die Logik dahinter, wo er sagte, der CO2-Preis ist noch zu niedrig, um wirklich Transformation zu schaffen. Es ist nicht der CO2-Preis, der kann bei null sein.
Wenn wir keine Gesellschaft haben, die Transformation wertschätzt und auch bezahlt, dann wird das auch mit einem hohen CO2-Preis nichts. Und das, glaube ich, ist der weiße Elefant im Raum. Und ich freue mich, dass wir noch einen weiteren Diskutanten haben. Ich finde das bewundernswert, was am Freitag auf die Straße gekommen ist. Leider wird am Samstag im Baumarkt eine andere Entscheidung gefällt. Und das kriegen wir nicht zusammen. Und insofern, ich glaube, Frau Fiala hatte einen sehr starken Appell an die nächste Regierung gestellt. Da gibt es wirklich eine Menge auszuhalten. Wir unterstützen das, weil wir wollen es. Wir haben alles in der Schublade, wir können es umsetzen, aber wir brauchen die Rahmenbedingungen und wir brauchen das Signal der Gesellschaft, jawohl, wir schätzen das wert und wir wollen da mithelfen und es wird leider teurer. Okay, danke schön erstmal für diesen Input und ich hole jetzt unsere letzte Diskutantin hiermit virtuell in die Runde. Herzlich willkommen, Pauline Brünger. Pauline Brünger ist Studentin der, jetzt muss ich, das ist auch Englisch, ne? Philosophy, Politics and Economics in Düsseldorf. Und aber eben auch, und dafür, deswegen haben wir sie eingeladen, Bundessprecherin von Fridays for Future. Herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr, dass auch Sie da sind. Und ich habe jetzt ganz bewusst das so in der Reihenfolge gemacht. Nicht quasi, weil es geringe Wertschätzung ist, sondern weil jetzt aus Politik, aus Gewerkschaften, aus der Industrie, es war ja sogar vorher eben noch das Video auch davor, jetzt viele Dinge kamen. An Forderungen, ein bisschen an Maßnahmen und wir natürlich gleichzeitig auch immer noch die Diskussion ja gerade haben, was ist eigentlich, was kommt eigentlich bei der COP26 in Glasgow raus und deswegen die konkrete, also die Frage, wie bewerten Sie halt diese Maßnahmen, diese Aspekte, die jetzt gerade hier gekommen sind, aus der Sicht von Fridays for Future? Puh, also das waren ja jetzt wirklich mehrere Aspekte, die da genannt wurden, ich glaube, das kann man möchte ich jetzt nicht auf jeden einzelnen eingehen. Vielleicht einmal technisch, ich habe mich selber doppelt. Ich weiß nicht, ob man das ausstellen kann. Ich probiere aber einfach mal weiter zu reden. Genau, ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, dass Fridays for Future nicht irgendwie komische Gedanken sich gemacht hat. Wir sitzen nicht abends gemeinsam zusammen und überlegen uns, so würden wir gerne die Wirtschaft umstellen, sondern das, was wir immer gefordert haben, das, was für uns immer die Grundlage für Forderungen war, war ja, die wissenschaftliche Erkenntnis, also sozusagen den besten Stand, den wir da haben, einmal aus einer Notwendigkeit heraus, also was muss getan werden, damit die Klimakatastrophe auf ein Grad noch erträgliches Maß reduziert wird. Und dann auf der zweiten Ebene, was sind denn diejenigen, die aus einer wissenschaftlichen Perspektive uns dahin führen können, dass wir möglichst bald Klimaneutralität erreichen in Deutschland, aber eben auch in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben ja ein ganz großes Glück, und da würde ich mich auch meinem Vorredner anschließen, dass mittlerweile der wissenschaftliche und der technologische Stand ja sehr, sehr weit ist, dass viele, viele Maßnahmen eigentlich total klar sind. Das, glaube ich, die Frage, wie kommen wir dahin, gar nicht mehr so groß im Raum steht, wie es das mal war. Aber ich glaube, auf einer politischen Ebene noch ganz, ganz viele Fragen offen sind. Auch wenn wir uns jetzt bei der COP angesehen haben, also eigentlich ist man da ja reingegangen und es war klar, das müsste getan werden, das müsste verabschiedet werden, damit wir uns am Ende auf diesen 1,5 Grad Pfad begeben. Das ist Stand jetzt nicht passiert. Vor der Bundestagswahl eigentlich genau das Gleiche. Also es war klar, das müssten die einzelnen Parteien tun. Am Ende hatte man kein Wahlprogramm, was wirklich den Anforderungen gerecht geworden ist, auch wenn es dann natürlich große Unterschiede gab. Und ich glaube, auch in Nordrhein-Westfalen stehen wir jetzt vor einem sehr entscheidenden Punkt, allein weil wir sehen, dass wir jetzt hier auch mit der schwarz-gelben Landesregierung, lange Zeit unter Armin Laschet, ja in den letzten Jahren viele, viele Dinge, viele Schritte in die falsche Richtung gegangen sind. Da muss jetzt einiges nachgeholt werden und da haben wir jetzt eben auch das Glück, dass es eine Studie gibt, die uns zumindest schon mal den richtigen Weg weist. Und da würde ich mir wünschen, dass da auch wirklich dem Folge geleistet wird, weil ich glaube, das Zeitfenster, um da jetzt noch zu sagen, das verschieben wir noch mal ein bisschen in die Zukunft, das passt uns gerade noch nicht so gut, das schließt sich einfach immer weiter. Und deswegen ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt, um wirklich in die Pötte zu kommen. Okay, herzlichen Dank. Ich weiß, das war jetzt wirklich auch ein kleiner Überfall zu so vielen Punkten, aber mir war einfach nochmal wichtig, genau diese Perspektive auch drin zu haben. Jetzt gehen wir einfach so ein bisschen in die Auseinandersetzung, ist es ja eigentlich gar nicht, in die Diskussion hier. Und wir haben ein paar Fragen, die ich so ein bisschen zusammenfassen würde aus der aus dem Chat auch heraus, das ist sehr viel. Und Sie, Herr Sievering, haben das ja eben auch angesprochen, die Frage,
Sie haben es genannt, so die Bereitschaft der Bevölkerung. Ich würde es halt sagen, es geht auch immer ein bisschen, immer wieder jedenfalls um das Thema Bezahlung, ob es wirklich das Problem ist oder ob es nur als Diskussionspunkt genannt wird, finde ich, wären ja auch nochmal unterschiedliche Aspekte. Aber vielleicht, Oliver, kannst du nochmal auch darauf eingehen, was aus deiner Sicht diese Punkte sind. Wie sehr kann man eben, muss man an anderer Stelle oder im Klima- und Energiebereich selbst direkt auch soziale Aspekte mitdenken, müsste man an anderer Stelle irgendwo nachkompensieren. Auch aktuell gibt es ja sehr viel Diskussion darüber, was eigentlich mit den Energiepreisen ist. Und wenn das so weitergeht, würde die Akzeptanz da schwinden. Vielleicht kannst du da einfach auch nochmal deine Sichtweise zu darstellen. Mache ich gerne. Nur einen Punkt noch zur Frage Wasserstandsmeldungen bei Koalitionsverhandlungen. Ich habe viele Artikel auch gelesen, worüber ich gesprochen haben soll, wo ich mich mit anderen geeinigt haben soll in den letzten Wochen. Das war eher, nehmen Sie das mal nicht zu ernst. Da schreiben Leute, die nicht dabei sind, die offensichtlich nichts zu schreiben haben und keine Informationen, denken sich einfach Sachen aus. Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich Einigungen zu Themen, die ich verhandelt habe, in der Zeitung gelesen, bevor sie in der Gruppe diskutiert wurden. Also das alles erlebt man. Also da würde ich immer mal ganz vorsichtig sein. Da wird auch dann gerne mit Politik gemacht, um auch bestimmte Stimmungen dann zu betreiben. Aber ich glaube, wir haben das jedenfalls als Ampelparteien ganz gut hingekriegt, dass anders als bei früheren Koalitionsverhandlungen da nicht die öffentlichen Schlachten geführt wurden, jedenfalls im Wesentlichen nicht. Die ganze Frage, ich würde mal auf Ihren Punkt da kommen, die Bereitschaft in der Gesellschaft. Was muss man eigentlich tun? Also es ist ja völlig klar und ich glaube, das kann ja nun niemand mehr ernsthaft bestreiten, das Allerschlechteste ist, gar keinen Klimaschutz zu machen, weil das haben wir dieses Jahr erlebt. Wir haben im Bundestag 30 Milliarden beschlossen für die Folgen der Flutkatastrophe und das ist nur ein Ereignis gewesen. So, und wenn wir das jedes Jahr in Zukunft machen müssen, dann wird dieses Land das nicht lange überleben und das werden wir uns auch auf Dauer nicht leisten können. Und ich glaube, daran wird einfach deutlich, die Alternative, keinen Klimaschutz zu machen oder weniger Klimaschutz zu machen, die stellt sich einfach nicht. Man kann das machen, aber das wäre jedenfalls für die Wirtschaft, für den Wohlstand in unserem Land, für die Menschen die allergrößte Katastrophe. Deshalb ist ja nur die Frage, dass wir die Transformation, die wir jetzt zugegebenermaßen betreiben müssen, dass wir da gucken müssen, dass diejenigen, die ohnehin nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind, dass wir die nicht dadurch noch weiter benachteiligen. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Aber das löst nicht das Problem, dass wir sowieso soziale Probleme in unserem Land haben. Also Klimaschutz ist keine originäre Ursache für soziale Probleme, die wir in unserem Land haben. Wir müssen nur im Rahmen der Transformation dafür sorgen, dass der Gap nicht noch größer wird. Das ist eine Aufgabe von Politik. Und da nehme ich ehrlich gesagt etwas wahr, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung, und da würde ich Ihnen ein bisschen widersprechen, deutlich größer ist, als ich das in manchen politischen Debatten erlebe. Also und da geht es gar nicht so sehr darum, dass man dann irgendwie jetzt einen Euro im Supermarkt oder sonst irgendwas für ein klimafreundliches Produkt mehr bezahlt, sondern die Menschen erwarten, dass wir politische Rahmenbedingungen herstellen und dass sie auf diese politischen Rahmenbedingungen dann auch vertrauen können. Und dass wir es nicht outsourcen an etwas, jeder soll selber mal an der Supermarktkasse die Entscheidung über Klimaschutz oder Nicht-Klimaschutz treffen. Und wenn ich mir dann das in den konkreten Beispielen angucke, also erneuerbare Energien sind schon lange die günstigste Form der Erzeugung von Energie, wenn man Neuanlagen miteinander vergleicht. Also eine Welt, wo wir das mit Kohlekraft machen würden, es wäre deutlich teurer. So, es braucht jetzt nur den Rahmenbedingungen, das auch entsprechend zu tun. Wir haben gleichzeitig eine Situation, dass mir Automobilhersteller, namhafte deutsche Automobilhersteller sagen, wenn das Auto, was wir produzieren, in der Produktion komplett klimaneutral ist, also alles, was da drin ist, der Stahl, die Kunststoffe und so, dann wird das Auto um 500 Euro teurer. 500 Euro. Sagt ein großer Hersteller mit zwei Buchstaben in Deutschland. 500 Euro teurer. Eine Metallic-Lackierung, weiß ich nicht, da bewegt man sich schon in anderen Größenordnungen, was die zusätzlich kostet, oder eine besondere Stereoanlage. Jetzt
will ich nicht das auf die Entscheidung im Autohaus verlagern, sondern mein Job ist es, die Rahmenbedingungen für die Industrie, für ihre Unternehmen so zu stellen, dass sie es machen können und dass dann am Ende, sei es dann über Carbon Contracts for Difference oder über Leitmärkte mit Quoten, dass dann am Ende der Rahmen gestellt ist, dass solche Produktionen stattfinden können. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe. Und da nehme ich ja wahr, dass die Industrie heute sagt, und das habe ich jetzt, ich hoffe, ich verrate da jetzt auch nicht so viel von den Koalitionsverhandlungen, auch erlebt, dass ich plötzlich in Koalitionsverhandlungen sitze und mir vorgeworfen würde, die Grünen vertreten ja die Position des BDI. Ist dann ja auch etwas, wo man dann ja sagen kann, naja, also da gibt es ja offensichtlich beim BDI eine große Bereitschaft, bestimmte Dinge auch zu verändern. Und das müssen wir dann einfach jetzt auch tun. Mhm. Ja, Sie können gerne darauf eingehen und dann richte ich eine ähnliche Frage aber nochmal an Pauline Brünge, aber weil es jetzt auch direkt in die Richtung ging. Also Sie haben zwei Sachen angesprochen, wo ich vollkommen dahinter stehe und wenn Sie sich erinnern, wir waren zusammen und haben über Contracts for Difference gesprochen das erste Mal. Ich habe das auch mit allen anderen gemacht, ich habe das auch mit dem DGB gemacht und es ging eigentlich in diesem Gespräch nur noch darum, wie kann man das sozialverträglich gestalten. Wir waren uns eigentlich alle einig. Das war eine der Optionen. Sie haben eine andere Option genannt. Auch da bin ich gar nicht abgeneigt. Also wenn das jetzt rauskommt Weihnachten, dann sind wir durch. Dann läuft das. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich fürchte nur, weil ich habe ja auch mit einem anderen potenziellen Koalitionspartner gesprochen, wo es um die Refinanzierung einer solchen Maßnahme geht. Und daraus vermute ich mal, dass es doch nicht ganz so einfach wird, weil der Teufel wie immer im Detail steckt. Das andere kann ich Ihnen auch nur bestätigen. Ich persönlich und das auch basierend auf Studien glaube, am Endprodukt wird das gar nicht so viel ausmachen. Also wir haben das durchexerziert, ein Werk inklusive der Rohstoffe komplett grün zu stellen. Das sind etwa die doppelten Kosten für das Produkt. Aber wenn ich das im Hausbau verwende, das fällt gar nicht auf. Also es geht wirklich nur darum, die Planken aufzusetzen, weil ich kann mit dem Nächsten in der Wertschöpfungskette, mit unserem Kunden und dann Kundenkunden, da ist die Diskussion hoffnungslos. Wenn ich sage, wir müssen den doppelten Preis haben, das kann ich vergessen. Aber am Ende der Kette, auch das Ding, das kostet 10 Euro in der Herstellung. Ne? Wenn es jetzt 20 kostet, ja und? Aber da gucken wir auf die Politik und da sind wir vollkommen dabei und haben auch eine große Initiative bei genau diesen Instrumenten gemacht, persönlich als Covestro, als Verbände, um das als eine Möglichkeit darzustellen. Also würde mich sehr freuen, wenn es funktioniert. Okay, herzlichen Dank. Es ist ja spannend, dass das so von beiden Seiten aus quasi auch deutlich relativiert wird, dieses Argument der Bezahlbarkeit. Ich möchte das aber trotzdem einmal an Pauline Brünge auch insofern richten, als die Frage, wie sehr denn sowas bei euch bei Fridays for Future, auch die Frage eben nach Bezahlbarkeit oder Auswirkungen auf unterschiedliche Bevölkerungsschichten, sage ich jetzt mal, dann auch diskutiert wird. Inwiefern ist das bei euch Thema? Und was kommt vielleicht für konkrete Aspekte dann daraus, aus dieser Diskussion? Das ist auf jeden Fall Thema. Also ich glaube, man muss dazu ja auch sagen, wir haben ja auch angefangen zu streiken, weil wir am Anfang festgestellt haben, das, was hier passiert, das hat konkrete Auswirkungen auf Menschen. Und ich glaube, als ich auf meinen ersten Klimastreik gegangen bin, habe ich das vielleicht noch nicht in jede Ecke von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft reingedacht, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, da kommt eine große Katastrophe auf uns zu, die trifft ja auch schon Menschen heute, vielleicht mehr noch in anderen Teilen der Welt, aber ja auch in Deutschland, und das ist auf jeden Fall eine große Bedrohung für meine Zukunft. Und gleichzeitig hat man dann ja sozusagen mit der Zeit auch, wo man sich mehr damit beschäftigt hat und wo das auch immer ein größeres Diskussionsthema geworden ist, hat sich auch für mich, glaube ich, nochmal viel klarer rauskristallisiert. Die Klimakrise ist ja wirklich in sich eine soziale Krise, und die auch nicht nur meine Generation betrifft. Also wenn man sich das anguckt, dann werden auch von der Klimakrise nicht die Leute betroffen sein, die irgendwie jetzt schon in klimatisierten Büros arbeiten, sondern diejenigen, die das am härtesten trifft, das sind halt die Menschen, die zum Beispiel jetzt irgendwie Jobs auf der Baustelle haben oder ansonsten draußen in der Landwirtschaft. Landwirtschaft generell ein total gutes Thema, weil man da ja, ich glaube, so gut wie an wenig anderen Beispielen plakativ sieht, was für große wirtschaftliche Schäden die Klimakrise am Ende auch haben wird. Und gleichzeitig gehört zu der Realität natürlich dazu, auch wenn wir sozusagen diese langfristige Kosten-Nutzen-Abwägung machen können, also wo ja ganz klar bei rauskommt, ist
lohnt sich auf jeden Fall, Klimaschutz umzusetzen, auf einer ökonomischen, aber auch auf ganz vielen anderen Ebenen, bleibt die Realität, dass es uns natürlich kurzfristig erstmal mehr kosten wird, dass wir große Investitionen tätigen müssen, damit dieser Wandel vonstatten gehen kann. Und ich glaube, das ist auch eine Realität und eine Wahrheit, die in der öffentlichen Debatte wenig stattfindet, weil man sich damit natürlich erstmal nicht beliebt macht, wenn man sagt, okay, Sachen verändern sich. Und wenn sich etwas verändert, ist das natürlich erstmal ein Mehraufwand. Das ist eine Gewohnheitsänderung. Das ist was, was vielleicht einfach erstmal, und das finde ich, ist auch voll okay, dass das vielleicht auch mal wehtut, dass man sagt, Mann, ich bin immer mit dem Auto gefahren, ich habe das gerne gemacht, das bedeutet mir was. Und das jetzt nicht mehr so machen zu können wie vorher, ich finde das voll in Ordnung, dass Leute sagen, das fällt mir schwer. Und ich glaube, das ist eine Realität, die ja viel ausgeblendet wird, die, glaube ich, dazugehört. Aber ja, am Ende ist es, glaube ich, das Einzige, was Sinn ergibt, das Einzige, was sich lohnt. Und ich glaube, sozusagen diese ganzen vielen Komponenten, die da zusammenfließen, die muss man aber betrachten. Ich würde sagen, jetzt diese Perspektive von diesem fiktiven Autofahrer ist eine. Ich glaube, viel, viel wichtiger sind eben die Perspektive von Menschen, die sich gerade wirklich reale Sorgen auf einer sozialen Ebene machen, aber eben auch die Frage von, wie kann Wirtschaft erhalten bleiben? Aber ich habe das Gefühl, dass da ja mittlerweile wirklich viele, viele Konzepte im Raum stehen, um diese Probleme vielleicht nicht zu lösen, die schon da sind, aber zumindest nicht weiter zu verschlimmern. Mhm. Ja, herzlichen Dank. Gerne, genau. Ich würde gerne weitergeben an Anja Weber. Sie haben, glaube ich, selber einen Punkt. Ich würde aber einmal ergänzen, nochmal zurückzukommen auch auf Ihr Anfangsstatement, der Frage eben, wie kann man den Beschäftigten jetzt vor allen Dingen in den von Transformation Betroffenen und vielleicht auch sehr schnell Betroffenen irgendwie eine Perspektive bieten. Und besonders beim Kohleausstieg ist ja so ein bisschen die Frage, bietet nicht ein klares Datum, auch eine bessere und sicherer Perspektive als vielleicht einen, ich sag mal, marktgetriebenen Kohleausstieg, der an manchen Stellen vielleicht sogar schneller und an unterschiedlichen Stellen unsicherer irgendwie sein könnte, wie es quasi dann auch in die Zukunft kommt. Also wir haben ein klares Datum, das ist 2038. Wir haben ein zweites klares Datum, das ist 2030. 2030 wollen wir schaffen. So, und jetzt lassen Sie uns anfangen, darüber zu reden, was dafür geschaffen wird, weil das ist für die Kolleginnen und Kollegen dort entscheidend. Und das, was im Moment zum Beispiel im Rheinischen Revier passiert, ist nicht zufriedenstellend, weil wir investieren sehr viel in Wissenschaft. Mhm. Und das, was eben von ThyssenKrupp gesagt wird, am Ende produzieren wir hier in Deutschland wirklich die Lösungen, aber daran arbeiten dann nicht die Angehörigen oder auch die Nachfolger. Es geht ja nicht nur um die, die jetzt ihre Arbeitsplätze verlieren, sondern um deren Familien vielleicht. Also am Ende produzieren wir Lösungen, aber die Lösungen werden nicht bei uns produziert, also für die Handarbeiter, sondern werden ins Ausland exportiert. Das ist das große Problem. Wir haben heute Morgen was gehört von Kunststoffrecycling. Warum wird nicht schon mit aller Konsequenz an solchen Recyclingfabriken gearbeitet? Hier im Rheinischen Revier, da könnten sozusagen dann vielleicht auch die Industriereiniger, die jetzt ihre Arbeit verlieren, Jobs bekommen. Also deshalb, und Arbeitnehmer sind genauso misstrauisch wie junge Leute, die sagen, da muss geliefert werden. Und darum geht es, wir müssen jetzt wirklich anfangen zu liefern. Und das ist eben nicht immer trivial. Also Arbeitsplätze auf allen Ebenen. Ich fand es super, dass eben Pauline Brünger gesagt hat, die Klimafrage ist auch eine soziale Frage, weil genauso ist es. Und deshalb ist das mit so Bürgergeldern, soziale Klimakompensationen, vielleicht brauchen wir das auch, da will ich ja nicht gegensprechen. Aber es ist doch keine Lösung, dass die, die ein kleines Einkommen haben, sich nichts mehr leisten können, aber die, die hauptverantwortlich sind für den CO2-Ausstoß, kaufen sich da mal eben frei. Das ist doch nicht die Lösung. Deshalb finde ich sozusagen, also man muss über soziale Ausgleiche sprechen, aber die Lösung muss tatsächlich sein, dass wir wirklich eine Transformation hinkommen und dass vor allen Dingen auch die beitragen, die stärkere Schultern und größere ökologische Fußabdrücke abliefern. Und ich habe im Chat gesehen, dass sozusagen da nochmal über Bildung gesprochen wurde. Auch das finde ich wichtig. Wir investieren in Nordrhein-Westfalen deutlich weniger in die Bildung als alle anderen Bundesländer, wenn man sich das anguckt. Wir haben da einen riesen Aufholbedarf und wir investieren in die Gymnasien wesentlich mehr als in die Grundschulen und alle anderen Schulbereiche. Also auch das gehört dazu, wenn wir uns fragen, wie schaffen wir das? In den nächsten 4 Jahren werden entscheidende Weichen gestellt, da müssen auch Signale passieren, aber es wird ein längerer Prozess auf jeden Fall sein. Und Bildung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger. Und da muss man aufhören, immer nur zu ökonomisieren und muss wirklich gucken, dass die Menschen auch in der Lage versetzt werden, diese
Transformation auch zu bewältigen und aktiv mitzugestalten und Teil davon zu sein. Mhm. Also deshalb glaube ich, dass die Bildungsfrage total wichtig dabei auch nochmal ist. Ja. Es gab eben die Frage, die ja gestellt wurde, auch ganz konkret, was für ein Konzept quasi vorliegt, jetzt nicht nur also so Bildung allgemein, sondern auch um quasi die notwendige Bereitschaft, die Sie ja angesprochen hatten, in der Bevölkerung quasi für diese Veränderung hinzubekommen. Und das ist ja was, wo ich glaube, das kann Politik nicht alleine, das können Gewerkschaften nicht alleine. Also ich glaube, dass wir einfach alle Akteure brauchen. Und die Frage ist ja, ob alle Akteure auch so weit sind. Also wir unterhalten uns hier gut und kommen auch gut miteinander klar. Aber wir merken ja schon, dass es in den letzten Jahren schon auch mal Initiativen aus Bereichen der Wirtschaft gab, die eher nicht positiv dessen waren, dass man da Veränderungen irgendwie in Richtung Klimaschutz unterstützt. Deswegen wäre eher was, wo ich jedenfalls sage, ich wünsche mir jedenfalls auch, dass aus den Bereichen, auch aus den Unternehmen, aus der Wirtschaft, aus den Verbänden auch mehr kommt, diese Chancen, die ja auch heute Morgen zum Beispiel dargestellt wurden, auch mit mehr darzustellen und das mehr in die Breite reinzukriegen. Ich glaube, ich will Ihnen das nicht alleine zuschieben. Ich hoffe, dass ich Ihnen das klar gemacht habe. Ja, ja. Aber ich glaube, dass alle Bereiche da irgendwie auch eine Verantwortung einfach tragen, ne? Also ich habe das auch festgestellt, wie gesagt, vor 5 Jahren bin ich in diesen Job gewechselt und das habe ich auch festgestellt, es war auch innerhalb der Industrie nicht so viel Rückenwind da oder zumindest es gab auch viel Gegenwind. Man muss, oder ich halte dann zumindest den Kollegen aber auch zugute, das hat auch mit Ängsten zu tun. Ich sage mal, wenn wir über neue Technologien sprechen, da gibt es viele Punkte, wo man dann nicht wieder zurückkommt. Also wenn das so einfache Maßnahmen sind, man kauft hier ein bisschen Windkraft ein oder da das, das kann man auch morgen wieder ändern. Aber wenn wir darüber sprechen, dass wirklich komplett neue Prozesse aufgesetzt werden, wie jetzt bei ThyssenKrupp oder wie bei Elektrifizierung von Petrochemie, wenn das nicht klappen sollte, weil die Leitungen dann doch nicht ausgebaut werden, weil doch keine Importe von erneuerbaren Molekülen oder Energie kommt, da können Sie nicht einfach sagen, ja, war mal ein Versuch und nach 10 Jahren bauen wir das alles wieder zurück. Also das sind Punkte, wo man dann auf ein Pferd setzt und ich kann durchaus verstehen, dass es da auch erhebliche Ängste gibt, sich komplett darauf einzulassen in der Industrie. Ich glaube aber auch, oder ist zumindest mein Eindruck, dass sich da in den letzten 5 Jahren extrem viel geändert hat. Und wir haben das von ThyssenKrupp gehört. Die setzen auf das Pferd, also da bin ich mir ganz sicher. Es gibt auch Zwischenlösungen, das wissen wir auch. Vielleicht nicht erstmal mit Wasserstoff, sondern vielleicht erstmal mit Erdgas zu hantieren. Ist alles gut, aber da wird schon eine Menge in die Richtung getan und ich glaube, das ist wirklich alles auf ein Pferd setzen. Und es hat sich eine Menge getan. Also ich glaube, die Situation heute ist anders als vor 5 Jahren. Mhm. Oliver, jetzt wurde eben auch das Thema Rheinische Revier angesprochen. Du kommst ja selber aus dem Rheinischen Revier und ich will jetzt nicht irgendwie den gesamten Fokus darauf legen, weil wir natürlich hier insgesamt auf Nordrhein-Westfalen gucken. Aber natürlich ist das Rheinische Revier mit den Braunkohletagebauen und den Braunkohlekraftwerken ja schon auch ein Hotspot, möchte ich mir jetzt immer sagen, auch der Transformation, die gerade ansteht. Und da haben wir gerade von Frau Weber gehört, dass da schon Kritik daran kommt, was quasi da an Strukturwandelprojekten passiert und dass sie hauptsächlich in dem Bereich der Forschung, der Wissenschaft passiert. Jetzt hören wir an unterschiedlichen Stellen und ich sag mal, in jeder Diskussion schlägt einem das ja entgegen, der Fachkräftemangel gerade im Handwerk, also wenn wir in der Wärme wirklich was erreichen wollen, brauchen wir einfach viel, viel mehr Leute in den unterschiedlichen Bereichen. Was wären denn deine Punkte, die du nochmal anbringen würdest, gerade unter dem Aspekt Strukturwandel in der Region, aus der du kommst, was du dir vielleicht da auch mehr an Veränderungen noch wünschst? Ja, also ich kann die Kritik in Teilen sehr gut nachvollziehen. Es ist sehr wissenschaftslastig, also ich bin um Gottes Willen, habe da jetzt gar kein Problem mit, aber das ist natürlich etwas für Leute, die bisher in einer Produktion arbeiten, schwer nachvollziehbar, was das dann mit ihnen zu tun hat, wenn dann neue Wasserstoffinstitute am Forschungszentrum in Jülich geschaffen werden, weil die sagen, da werde ich nie arbeiten, da bin ich überhaupt nicht für qualifiziert und dann entsteht dann so eine Diskrepanz. Deshalb wäre ich sehr stark
Netzwerk dafür. Und ich glaube, dass man da auch viel stärker drauf gucken muss, dass man sagt, warum machen wir eigentlich diesen Kohleausstieg? Wir machen den ja aus Gründen des Klimaschutzes. Und da reden wir dann sehr viel über Ausbau von erneuerbaren Energien, Gebäudesanierung. Wir reden über die Umstellung von auch anderen industriellen Prozessen, die gar nichts mit der Kohle zu tun haben. Und dass man da sehr viel stärker dann auch drauf fokussiert, dass man beispielsweise sagt, das war unser Vorschlag, auf der Bundesebene Kurzarbeiterqualifizierungsgeld zu machen, dass man sagt, Unternehmen, die jetzt in so eine Transformation reinkommen, da können die Beschäftigten sich für Bereiche qualifizieren, bei denen ein Mangel an Arbeitskräften da ist und so weiter, dass man solche Instrumente nutzt. Und ich sage das auch ganz offen, mir ist das, was wir bisher da an Strukturwandel haben, viel zu wenig auf Zukunftsfragen des Klimaschutzes ausgerichtet. Also ganz zentral der Ausbau der Erneuerbaren, der auch sehr viel mit Praxis, mit tatsächlicher Errichtungs- und Produktionsarbeit zu tun hat. Das fehlt meines Erachtens in weiten Teilen bisher, weil man sich da sehr einseitig drauf fokussiert hat. Und ich fände es gut, wenn in den Gremien, wo ja auch sehr viele, wo auch Gewerkschaften vertreten sind, Zweckverband Zukunftsregion, wo auch Kammern vertreten sind, wenn man die Kritik, die jetzt öffentlich da geäußert wird, dann auch mal in die Gremien reinträgt und nicht dann die nächste Liste wieder sieht, wo die Hochschulinstitute, ich meine, ich bin jetzt direkt gewählter Abgeordneter aus Aachen, ich darf hier um Gottes Willen nichts gegen Hochschulinstitute sagen, aber nicht nur die dann am Ende die großen Fördertöpfe bekommen, die machen damit auch sinnvolle Sachen, aber da gibt es etwas, wo einfach meines Erachtens dann auch ein Defizit entstanden ist. Und ich würde gerne noch einen weiteren Punkt anbringen, weil ich glaube, es geht ja noch ein bisschen weiter als nur die Frage, dass wir Prozesse und industrielle Produktion aus Gründen des Klimaschutzes ändern müssen. Ich habe es bei den Gesprächen zum Beispiel mit der Stahlindustrie immer so verstanden, die sagen, dass hier in Deutschland nochmal ein Kokskohlenhochofen aufgestellt wird. Das wird es, egal ob wir Klimaschutz machen oder nicht, sowieso nicht mehr geben. Wir haben überhaupt nur eine Chance, wenn wir den nächsten technologischen Schritt machen. Das höre ich aus ganz vielen Betrieben, aus ganz vielen Branchen. Und deshalb, glaube ich, muss es unsere Aufgabe sein, einer unserer Zentralen da den Rahmen draufzustellen und den Menschen auch zu sagen, liebe Leute, wir machen das nicht nur, um das Klima zu retten, Klammer auf, wir retten sowieso kein Klima, es geht ja am Ende dann darum, dass wir ein Klima machen, in dem Menschen gut leben können. Das ist ja die Frage, oder ein Klima erhalten, in dem Menschen gut leben können. Das ist ja der zentrale Punkt, aber wir machen das auch, um unsere Wirtschaft zukunftsfähig aufzustellen. Weil das muss, glaube ich, die gemeinsame Botschaft sein und dann nicht immer nur gleich die Debatte darüber führen, das ist teuer, das ist schwierig, das ist alles eine Herausforderung, das stimmt. Ich will das gar nicht in Frage stellen, natürlich ist das alles eine Herausforderung, aber dass wir in den Debatten auch viel, viel, viel mehr die Chancen betonen. Das geht mir ehrlich gesagt immer in den Diskussionen etwas zu sehr unter. Ich würde gerne eine Frage nochmal an Pauline Brünger richten. Wir kennen das jedenfalls bei Grünen auch, dass wir häufig, wenn wir über diese ganzen Notwendigkeiten der Veränderungen reden, es entgegengeschlagen bekommen, naja, aber dann seid ihr an der Stelle vielleicht gegen eine Windanlage und oder dagegen gegen neue Netzausbau. Und ich denke, dass ihr von Fridays for Future das wahrscheinlich auch ähnlich kennt, dass quasi das als Vorwurf dann häufig kommt, die Frage, naja, aber wo wird denn quasi für eine Akzeptanz von auch notwendigen Maßnahmen dann auch geworben? Was ist vielleicht da von euch, von Fridays for Future, auch Ideen, aber natürlich bestimmt auch sicherlich Forderungen in Richtung Politik, aber auch in Richtung Gesellschaft. Das ist ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, ja nicht nur irgendwie was, was eine Gruppierung alleine ändern kann. Und was ist vielleicht auch der Anteil von Fridays for Future selbst daran? Das ist natürlich jetzt wieder eine große Frage. Da kann ich wahrscheinlich nicht für eine Bewegung aus tausenden jungen Menschen sprechen. Aber ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall ein großes Problem ist, aber ich glaube, dass es ein Problem auf verschiedenen Ebenen ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über so ein Beispiel, also wenn wir zum Beispiel darüber reden, Windkraftausbau oder auch sowas wie den Ausbau von Stromtrassen, das sind ja Sachen, womit wir uns momentan wirklich super lange aufhalten, wo Genehmigungsverfahren wahnsinnig in die Länge gezogen werden, weil es da an einzelnen Stellen dann große Bedenken von BürgerInnen gibt.
und es dann da zum Beispiel ja riesige, lange Gerichtsverfahren zu gibt. Und ich habe das Gefühl, das sind dann auch manche Punkte, wo mir persönlich so ein bisschen der Geduldsfaden platzt. Also wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob wir uns das noch leisten können, dass wir jetzt für jedes einzelne Windrad 7 Jahre erstmal vor Gericht streiten müssen, bis klar ist, ob wir das bauen können oder nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es da einfach so sehr grundsätzliche Probleme teilweise gibt auf der Ebene, wo werden BürgerInnen denn mit einbezogen, wo vielleicht auch nicht. Und dann eben auf der zweiten Ebene habe ich das Gefühl, dass einfach der gesamte gesellschaftliche Diskurs, der mediale Diskurs doch an ganz, ganz vielen Stellen immer noch dieses ist. Klimaschutz ist irgendwie was, was uns nur irgendwie schadet und negativ dazukommt und irgendwas, was man BürgerInnen so auflasten möchte und eigentlich für uns alles schlechter macht. Und ich bin da total dabei zu sagen, dass das nicht so sein muss. Also ich glaube, wenn wir schon so große Wege der Transformation gehen, dann haben wir natürlich riesig große Chancen, auch ganz, ganz viel besser und schöner zu machen, als es bisher ist. Also ich spreche da natürlich total aus meiner persönlichen Perspektive, aber ich bin ein richtiges Stadtkind, ich bin in Köln aufgewachsen, ich wohne jetzt in Düsseldorf und ich träume so, so sehr davon, in einer Stadt zu leben, die wirklich irgendwie lebenswert und grün ist, nicht so unfassbar laut, nicht so unfassbar verdreckt, wo man mehr Platz hat, um sich ja mit dem Fahrrad einfach nur irgendwo hinzufahren. Und ich glaube, das sind ja alles Sachen, die man gleichzeitig mit angehen kann, genauso wie solche Aspekte von gesünder Leben auf der Ebene von Ernährung. Also wenn wir es schaffen würden, die Landwirtschaft endlich so umzustellen, dass sie klimaneutral ist und ganz, ganz viele ökologische Standards einführt, dann ist das natürlich auch ein direkter Qualitätsgewinn für uns Menschen. Und ich glaube, dass diese Aspekte oftmals total untergehen und gleichzeitig viele Menschen auch immer noch nicht verstanden haben, warum wir das überhaupt machen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube einfach, weil diese Debatte so verkorkst ist, weil es immer wieder Leute gibt, die diese ganzen Scheingegenargumente in den Raum reinwerfen. Und ich glaube, ganz vielen Menschen, und ich würde auch sagen, bestimmt ganz, ganz vielen Leuten, die im Deutschen Bundestag sitzen, immer noch nicht klar ist, was da wirklich auf uns zukommt, wie dringend das ist, wie nötig wir es haben, dass wir jetzt handeln, dass es dann nicht um irgendwas Abstraktes geht, dass es hier kein Wünsch dir was ist, sondern es darum geht, ob wir Menschenrecht und Menschenwürde schützen hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und ich glaube, dass es da an vielen Stellen doch auch noch klarere Worte braucht, dass es da PolitikerInnen braucht, die das genauso aussprechen, wie man das ja in Teilen zumindest auch während Corona erlebt hat, wo man gesagt hat, Leute, wir stecken echt verdammt nochmal in der Krise. Und da rauszukommen wird auch hart, aber das lohnt sich und wir kriegen das hin, wenn wir das gemeinschaftlich angehen. Das vermisse ich total und ich glaube, das wäre eine Sache, die auf jeden Fall dazu führen würde, dass es da ein bisschen, ja, sozusagen der gesamtgesellschaftliche Wille größer werden würde. Okay, ja, danke schön. Wir haben jetzt hier, glaube ich, schon ein bisschen Rundumschlag gemacht, den ganzen Tag schon und wir nähern uns so langsam dem Ende und ich fange jetzt mal an mit der Schlussfrage, die ich an alle richte. Wir haben ja jetzt die letzten Stunden viele Facetten diskutiert, wie Nordrhein-Westfalen auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann. Und die Frage ist, ich weiß, dass Sie und ihr zum Teil ja auch schon länger zugehört habt, heute Morgen oder zum Teil, je nachdem, wie das mit der Anreise so gelaufen ist. Aber und es ist ja auch so, dass wir alle mit diesem Thema hier quasi fast täglich zu tun haben. Trotzdem wäre die Frage, gibt es irgendwas, was dieser Tag vielleicht heute an neuen oder überraschenden Facetten, vielleicht einem positiven Impuls nochmal mitgibt, eine überraschende Aussage oder eine Erkenntnis, wenn vielleicht was vielleicht der ganze Tag so mitbringen kann. Das würde mich interessieren, fände ich eine schöne Rückmeldung. Und ich würde, wenn das okay ist, gerne mit Pauline Brünger anfangen. Also die Reihenfolge jetzt umdrehen. Bitteschön. Ich muss ja sagen, ich habe ja leider nicht so viel von dem Tag heute mitbekommen bis jetzt, sondern habe aber zwischendurch noch manchmal die Gespräche reingeschaltet. Ich glaube sozusagen, was aber, glaube ich, die gute Nachricht nicht nur dieses Tages ist, sondern ganz generell ist, wir können das schaffen. Der wissenschaftliche Stand sagt uns, dass wir bereit sind, dass die technologischen Lösungen da sind und dass es eigentlich gerade nur noch daran mangelt, das Ganze politisch auch umzusetzen. Also ich würde sagen, das sieht man ja auch in dieser Runde. Natürlich bringen wir alle nochmal einzelne Probleme mit und natürlich gibt es wirtschaftliche und auch soziale Ansprüche an
diese ganze Transformation, aber der Wille ist da, es muss nur noch passieren. Und ich glaube, das ist doch eine, ja, finde ich persönlich, eine sehr, sehr gute Perspektive und aber gleichzeitig natürlich auch ein großer Auftrag an alle Parteien, an die Grünen, aber natürlich auch darüber hinaus, da jetzt wirklich ernsthafte Politik draus zu formulieren, die sich nicht mehr in irgendwelchen kleinen Kompromissen verliert, die nicht mehr das große Ganze aus dem Blick verliert, sondern die sich an dem orientiert, was uns die Wissenschaft sagt, wie zum Beispiel jetzt aus der neuen Studie, die in Nordrhein-Westfalen erstellt worden ist. Ja, herzlichen Dank. Dann ist jetzt Herr Sievering dran. Ja. Was nehmen Sie mit von heute? Also ich fand es positiv. Also bis auf Kleinigkeiten mit dem Energiepreis der Erneuerbaren bin ich nicht ganz einverstanden, aber das ist auch jetzt viel Kleinkram. Wir haben total harmonisch diskutiert. Es war fast kaum eine Diskussion, sondern es waren Beiträge aus verschiedenen Perspektiven. Das stimmt mich erstmal hoffnungsfroh, dass es kein Grabenkampf war, sondern wir eigentlich alle dasselbe wollen. Ich stimme auch Frau Brünger zu. Wir wollen es ja auch so schnell wie möglich. Und das, was Herr Krischer sagte, war auch vollkommen richtig. Es wird hier keinen neuen Hochofen geben, in klassischer Weise. Also versuchen wir es doch möglichst schnell anders hinzukriegen. Aus wirtschaftlicher Sicht sehe ich auch, dass wir keine Zeit länger verdaddeln dürfen, denn ich sag mal, außerhalb von Deutschland und Europa wartet ja auch niemand. Also auch der Begriff, wir haben früher immer sehr häufig über Carbon Leakage gesprochen, eigentlich die wirkliche Gefahr ist das Green Leakage, weil wir sind nicht prädestiniert und im Vorteil, was erneuerbare Energien hier angeht. Es geht woanders wesentlich billiger. Das heißt, wir müssen überlegen, was sind wir denn bereit abzugeben an Rolle, an Aufgabe, an neue Partner, die wir noch gar nicht haben im Ausland, aber dann auch genau überlegen, wir wollen aber auch nicht zu viel abgeben. Also je kleiner die Moleküle, desto besser, aber das ist ja nicht nur unsere Entscheidung. Also ich glaube, wir haben auch aus der Sicht, ähnlich wie das Beispiel mit ThyssenKrupp, wirklich keine Zeit zu verlieren und wir müssen gucken, dass wir jetzt hoffentlich in den nächsten 4 Jahren die Rahmenbedingungen hinkriegen und dann an einem Strang ziehen. Weil eigentlich wollen wir das ja alle. Es war ja von allen gleich gesagt. Gut, danke schön. Anja Weber, was nehmen Sie mit von heute? Also ich fand wichtig und gut, das hat mir heute Morgen sehr gefallen, dass tatsächlich in Zusammenhängen gesprochen wurde, dass wir eben nicht nur über Kohle oder Energie gesprochen haben, dass auch über Wald gesprochen wurde, um mal ein Beispiel zu sagen, weil es sind einfach Zusammenhänge über Demokratie gesprochen worden ist. Und ich glaube, das ist eben so wichtig. Wir müssen Züge aufs Gleis setzen und wir müssen mehrere Gleise befahren. Und das fand ich ermutigend, eben auch in diese Richtung weiterzuarbeiten. Okay, danke schön. Oliver Krischer. Also das, was ich vom ersten Teil mitbekommen habe, ist ja, dass wir, ich mache das jetzt alles auch schon ein paar Jahre länger, und wenn ich mir früher solche Veranstaltungen angeguckt habe, wo wir dann auch mit der Industrie und Gewerkschaften solche Fragen diskutiert haben, da waren schon sehr deutliche Unterschiede, ich formuliere es einfach mal so, auch in der Zielbestimmung erkennbar. Das haben wir eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr, sondern alle sagen, selbstverständlich brauchen wir Klimaschutz, müssen wir Klimaschutzziele erreichen und selbstverständlich reden wir nur drüber, darüber streiten wir uns ja auch gar nicht, dass Nordrhein-Westfalen ein Industrieland bleiben soll. Und wie kriegen wir das sozial gerecht hin? So, und ich merke auch, dass die Diskurse, nicht nur die Zielbestimmung, sondern auch die Diskurse und die Inhalte, das, was wir da am Ende wollen, dass sich das auch immer weiter annähert und bis hin, dass es für mich dann auch überraschend gibt, dass ich plötzlich im grünen Parteiprogramm Dinge finde, die fast wortgleich so auch von Industrieunternehmen gefordert werden, was ja dann auch zeigt, man bewegt sich da in eine gemeinsame Richtung. Und was mir heute Morgen besonders gut gefallen hat oder nicht gut gefallen hat, das kann man jetzt sehen, wie man es bewerten will. Karl-Martin Henschel hatte so eine schöne Grafik, dass in Nordrhein-Westfalen das größte Problem immer noch die Kohleverstromung ist, wo wir ja jetzt auch Perspektiven entwickeln. Und er hatte als Vergleich dann dazu
Schleswig-Holstein. Und in Schleswig-Holstein war das größte Problem, was mir ehrlich gesagt völlig neu war in dieser Dimension, die zerstörten Moorflächen, die jetzt Riesenmengen CO2 ausgasen. Und da habe ich gelernt jetzt auch, das ist viel komplizierter, das hinzukriegen. Und da haben wir doch ehrlich gesagt an der Stelle jetzt unsere Transformation mit einer Industrie zu machen, wo wir auch eine klare Perspektive mit haben, haben wir doch ehrlich gesagt eine gute Baustelle, wo wir gemeinsam dran auch arbeiten können. Das fand ich irgendwie so ein schönes Beispiel dafür, wie das auch für einen gemeinsamen Mehrwert für Nordrhein-Westfalen dann gelingen kann. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön an diese Runde hier. Und das war der Klimakongress, der NRW-Klimakongress, wie Nordrhein-Westfalen auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann. Wir haben 6,5 Stunden miteinander diskutiert. Wir hatten inspirierende, zum Nachdenken anregende Vorträge, Informationen und vielfältige Diskussionen. Wir hatten auch ein technisches Problem, aber das haben wir auch noch miteinander hingekriegt. Der NRW-Klimakongress hat mich bestärkt. Wir können Nordrhein-Westfalen klimaneutral machen. Die Technologien dafür sind da. Klar, das wird nicht einfach. Wir haben noch einige Fragen, einige Hürden auch zu klären. Aber jetzt ist eben politisches Handeln gefordert. Vom Kohleausstieg bis zu den erneuerbaren Energien, wie wir die Verkehrswende hinbekommen, wie wir die Wärmeversorgung in den Gebäuden in Zukunft machen und wie der Umbau in der Industrie gelingt. Es gibt viel zu tun, also packen wir es an. Ich hoffe, Ihnen und euch hat dieser NRW-Klimakongress genauso gut gefallen wie mir und den Gästen, die hier vor Ort waren. Es gibt noch gleich die Möglichkeit, zum Schluss ein kleines Feedback zu geben, hier bei Zoom, und deswegen vielleicht nicht einfach sofort wegschalten, wenn gleich das Schlussbild erscheint. Natürlich wäre es noch viel schöner gewesen, wenn wir nicht hier nur aus dem Studio gesendet hätten, sondern uns alle gemeinsam mit Zuschauerinnen und Zuschauern im Plenarsaal des Landtags getroffen hätten, wie wir das ganz am Anfang mal geplant haben. Aber ich bin überzeugt, auch das kriegen wir irgendwann wieder hin. Und dass alles so geklappt hat, wie es heute geklappt hat, habe ich ganz vielen Menschen im Hintergrund zu verdanken. Das sind Jonas Wisny, Sabine Kraus, Nicola Dichand, Julian Schönbeck, Annegret Ott, Dagmar Hanses, Guido von Wieken. Und in den Zukunftsgesprächen, die von meinen Kollegen Arndt Glocke und Johannes Remmel moderiert wurden, die unterstützt wurden von Bettina Tull, Michelle Eichhorn, Rebecca Joost und Lukas Muhr. Ganz herzlichen Dank dafür und last but not least auch an die Techniker von Ton und Kamera von Ton Media. Auch da super herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und nun wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, gern noch einen Augenblick dranbleiben und uns ein Feedback geben, damit wir ein bisschen mehr von euch und Ihnen von zu Hause mitbekommen, was wir in Zukunft noch anders und vielleicht besser machen können oder was auch gut war. Und dann ein schönes Wochenende und bis bald.